Hey Leute, das Intro kommt jetzt, dann geht's los, aber nur kurz zur Erklärung. Heute gibt's ungeklickt bis 21 Uhr und danach spielen wir ein Horrorspiel und zwar das neue Update von Phasmophobia mit der lieben Gnu und noch ein paar anderen süßen Menschen. Und ich freue mich. Viel Spaß mit dem Intro, wir sehen uns gleich. Und den muss ich jetzt mal nachmachen. Leute und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe und schön, dass ihr da seid. Kuss geht raus an dieser Stelle. Ich habe noch meinen Chat gar nicht offen, warte mal. Den muss ich mal ganz schnell hier noch auf mein anderes Fenster aufmachen. So. Halli, hallo, hallöchen, Leute. So. Hi, hi, hi. Ich hoffe, es geht euch gut. Küsse gehen raus. Ob heute das Cotton-Video dran ist? Aber natürlich, das Original Baumwoll-Video ist dran. Schön Cotton. Das schauen wir uns heute an. Küsse gehen raus, Marc. Danke für den kleinen Reminder. Küsse, Küsse, Küsse. Moin Simon, heute wird geil. Kiki, heute wird sehr, sehr geil. Heute mal wieder endlich Phasmo. Nach langer Zeit. Ich traue mich ja nicht alleine Phasmo zu spielen. Aber wenn Miki oder Gnu mitspielen, dann bin ich immer dabei. Gnu hat mich gestern gefragt, oder vorgestern, wann war. Kein Voice-Crack. Wann war das? Keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall gesagt. Bin ich am Start. Und das Geile ist, Gnu hat sogar extra Phasmophobia zeitlich umgelegt, dass es um 21 Uhr startet. Eigentlich wollte ich um 20.15 Uhr starten, aber ich habe gesagt, ich würde eigentlich gerne umgeklickt bis 21 Uhr machen. Dann haben die es extra umgelegt, damit ich mitmachen kann von Anfang an. Da freue ich mich drauf. Also wer da alles dabei ist, ist nicht nur Gnu heute Abend, sondern auch Papo, der kleine Rako und den anderen kann ich noch gar nicht. Der andere, der dabei ist neben Gnu und Papo, ist Max Felder, ist ein Synchronsprecher.
Also es wird bestimmt krass, weil der hat dann wahrscheinlich eine richtig krasse Stimme im Hintergrund. Bin ich auch mal sehr gespannt. Kevin, vielen, vielen Dank. Theresa, danke für 25 Monate. Tischtiger, danke schön für 9 Monate. Jazz03, kann ab heute für meinen Boyfriend nicht mehr in den Chat schreiben. Bin als Ghosterin noch am Start. Kuss und viel Spaß an alle. Küsse, 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 Küsse. Sebastian Fritsche, Kuss. Kiki T, danke für 18 Monate. Und Sarah, vielen Dank für den Support. Küsse. Wilma Eierkraulen für 12 Monate. Dankeschön, Wilma Eierkraulen. Das will doch jeder. Würdet ihr euch mit 13 impfen lassen? Keine Ahnung, ich bin nicht 13. Aber 13 ist Unglückszahl. Ich würde warten, bis du 14 bist. Spaß. Kommt an, gegen was? Also ich glaube, ich habe meine erste Impfung bekommen, da war ich Grundschüler oder so. Also, oder wie ist das im Kindergarten? Wann wird man geimpft? Gegen diese ganz normalen Sachen. Masern, Mumps, Röteln, diese ganzen typischen Kinderimpfungen. Ab wie vielen Jahren wird das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich wurde schon früh geimpft, Leute. Ich bin ein Impfhipster. Lukas will das Regenbogenglas sehen. Lukas, du willst das heilige Regenbogenglas sehen? Das heilige Regenbogenglas. Was läuft denn jetzt? Du sollst laufen. Hallo. Okay. Hey Junge, mein eigentlicher Name ist auch Simon und ich habe heute Geburtstag. Würde mich über einen Gruß freuen. Luke, Küsse und Grüße gehen raus. Oha, du heißt Simon, hast heute Geburtstag. Ich heiße Simon und habe morgen Geburtstag. Moin, bin jetzt wieder am Start. Leider wieder aus dem schönen Schwabenland, weil nun mein ganzer Urlaub vorbei ist. Ach, Jojo. Ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub. Ich küsse deine Augen. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dein Urlaub war wunderschön. Und deine Rückreise war auch schön. Karl, Küsse gehen raus. Karl, 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 vielen Dank für 20 und Goldjunge und Bastian, Küsse. So, City, wann holst du dir eine Wolf Index für Phasmophobia VR-Modus? Vielleicht können wir auch andere Spiele zusammen zocken. Also ich habe generell schon länger mal über VR nachgedacht, aber die Wolf Index kenne ich gar nicht so gut. Ist das die beste VR-Brille aktuell, City? Ist das die beste VR-Brille aktuell? Warum? Warum die Valve Index und nicht irgendwie die Vive oder die Oculus? Ist die besser, die Valve Index? Ich weiß nicht, welche ich mir holen sollte. Aber ich würde mir gerne eine holen. Das auf jeden Fall. Küsse gehen raus. Mirikiri und Seraphien, Kuss und Joker, Küsse, Küsse, Küsse. Jo, Jose schreibt Jo, kein Plan. VR-Streams wären wild. VR plus Horror bei Simon, er scheißt ein. Ich würde mich gerne einscheißen. Ich würde gerne eine Arschcam einbauen, damit ihr immer seht, wenn ich mich einscheiße. Die Valve ist besser? Okay, cool. Bester Controller und Auflösung. Herz, sehr gut. Ah, alles klar. Okay, okay, okay. Ja, ich werde mich auf jeden Fall nochmal alles mehr genau anschauen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz gediegen an. Mit einer schönen, gediegenen Folge Jologet Ekse. Und dann können wir erstmal ein bisschen zusammen abschalten. Und ich bin gespannt. Wir haben heute ein paar sehr lustige Videos. Almans, oh, Lost Fire haut 35 raus. Küsse, Küsse, danke fürs Stream. Hey, ich küsse deine Augen. Ich danke euch allen. Danke fürs Einschalten. Danke schon für die ganzen Daumen nach oben. Ich küsse eure Augen. Maelo, Kuss. Wir gehen rein. Du hast den Ballon, jetzt mein Schokoriegel. Du bist gemeingefährlich. Einmal, sobald es zu einer Schlägerei kommt. Ich werd dich. Ich zeig dich an. Ich zeig dich an. Deutsche Memes. You look Exe. Let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung. Alles klar. Wenn meine Freundin mich fragt, wie lange ich durchhalten werde. 30 Sekunden. Länger kann ich ihn nicht aufhalten. Zorro. Wie man sich professionell vordrängelt. Danke. Würdest du sie daten? Ja, nein. Oh Gott. Huda, Alter. Direkt Schockmoment. Ich heiße Kip und habe heute Geburtstag. Alle haben dran gedacht.
Nur mein Freund nicht. Ich liebe diese Community. Auf einen schönen Abend. Kip, auch dir ganz viele liebe Grüße und Küsse an deinem Geburtstag. Küsse, wir haben nur einen Tag unterschiedlich Geburtstag. Krass. Lea und Joker habe heute auch meinen 39. In einem Jahr steht die 4 als Erstzahl. Ah, Joker, aber gut gehalten. Ich sehe es an deinem Profilbild. Sexy wie eh und je. Küsse gehen raus. Gründe das. Nein, sie ist nicht mein Geschmack. Sie ist nicht mein Geschmack? Warum? Wie sieht sie denn aus? Ich stehe auf meine Landsmänner. Ich stehe auf meine Landsmänner. Wo kommt der denn her? Aber irgendwo liegt das Gold. Seit wann war Katar bei Wer wird Millionär? Und Sie wissen, Schweigen ist Gold. Sie haben sich foltern lassen im Irak und haben es nicht verraten. Vielleicht wusste ich es ja wirklich nicht. Citys Erklärung nochmal zur Wealth. 144 Hz Display, 120 Grad Field of View, Finger-Tracking in den Controller und für 1080 als Komplett-Set günstiger als die Vive, die 1200 kostet. Aha, alles klar. Nice, gut zu wissen. Wenn der Lehrer mit einem DVD-Player in die Klasse kommt. Und da ist er wieder. Oh! Doku! Seid ihr vielleicht... Doku, danke, hat mir sehr geholfen. Sauer auf jemanden, habt ihr vielleicht negative Emotionen heute? Dann ist das euer Moment. Oh, I'm not angry anymore. Ist mir alles egal. Flick it away, yes, sehr schön. Flick it away einfach. Wenn dein Bre dir Döner ausgibt. So, nochmal, tschüss Jungs, gell? Mutschuk und seine Unterstützer hatten eine Gemeinsamkeit. Fast alle haben einen Migrationshintergrund. YouTuber baut mitten im Video eine Werbung ein. Ich. Würdet ihr bei mir niemals trauen, wenn ich Werbung einbaue, oder? Nico, Küsse, Benjamin, David und Eitride. Ey, warum haut ihr alle Subs raus? Ich küsse eure Augen. Vielen, vielen Dank. Scheiße. Wie fandst du es? Irgendwas ganz gefährlich. What the fuck, Alter? Niemand, ich ohne Grund um 3 Uhr nachts. Voll nice. Ihr habt einfach Hunger, darum schmeckt es. Falsch. Ich hatte heute Morgen ein richtig geiles Frühstück im Hotel. Und ey, ich war so smart. Ich, nachdem ich einen ganzen Kasten weggesoffen habe. Moin, ihr Eimer. Na, wie ist es? Krieg mal. Ah, ich find's so ekelhaft. So aus dem tiefsten Herzen, dieser ekelhafte Rülpser. Ja, das ist kein Bauch, ich hab einfach nur meine Eier über den Gürtel gehabt. Sehr verdächtig, der Herr. Sehr verdächtig. Was ist das für ein Gerät? Warum schaut er es sich schon seit einer Stunde an? Hallo? Kann ich ihm behilflich sein? Ich hätte gerne 5 von diesen Teilen. Das ist nur ein Prototyp, der ist noch nicht fertig. Das ist mir völlig egal, 5 von diesen Teilen. Was war das für ein Gerät? Ich habe so ein Gerät noch nie gesehen. An den YouTube-Mitarbeiter, falls es irgendwas, also falls Sie jetzt an irgendwas Sexuelles denken, ich denke nicht, dass es so etwas war. Bitte sperren Sie mich nicht. Vielen Dank. Straßenbettler haben ein Upgrade bekommen. Ey Bruder, so geil gegessen heute, Alter. Unnormal lecker. Bruder, hast du bitte 3 Euro für mich, bitte. Bruder, ich habe nur Karte dabei, sorry. Geht auch mit Karte, Bruder. Also. Wenn du vor einem Mädchen deinen Schwanz... Bruder! Und sie ihren auch rausholt. Bruder! Es gerät außer Kontrolle. Aber das ist ja mal komplett außer Kontrolle jetzt. Jetzt sind es schon 2 davon. Every time in Thailand. I know that feeling, bro. So eine Alarmanlage brauche ich auch. Hey, Mr. Krabs war wieder sus unterwegs. I need you to be in the commercial. Hä? Was? Was? Okay. Mr. Krabs, was machst du da? Ihhh, hör auf!
Hops genommen. Wer kennt's nicht? Du. Piloten, wenn sie eine Durchsage machen müssen. Hallo, Ladies and Gentlemen, this is your captain speaking. I'm Mitnuro. Welcome to Turkish Airlines Flight 3001. Today we will be flying to Istanbul for 5 minutes. Expected time altitude 20,000 feet. Outside temperature 32 degrees Celsius. Thank you for choosing Turkish Airlines. Wenn man sein erstes Date hat. Was war mit ihm? Dem Bruder geht's gar nicht gut. Letztens meinte dieses Mädchen zu mir, Gott sei Dank bist du normal und nicht so komisch wie mein Ex. Ich kann Pferd nachmachen. Digga, manche Menschen sagen, ja, ich bin dumm und so, aber was sagt ihr jetzt, Digga? Einfach 2 für 1. Eintrittsgutschein fürs Legoland, Digga. Ja, ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe. Wenn du mit deinen Jungs im Vollsuff 3 Uhr noch zum Dönerladen gehst. Das sind die besten Jungs einfach. Das sind Ehrenmänner. Mensch, ja. Baba, gib Fernbedienung lang. Auch Baba nach 5 Sekunden. Bruder. Ist das noch Schnarchen oder ist das schon Teufelsaustreibung, Alter? Montana Blacks zukünftige Frau. Auf den Moment hat er lange gewartet. Was dann, als die Feuerwehr kam, was haben die zuerst gemacht? Die Feuerwehr natürlich, die kommen, machen Fotos. Wie heutzutage jeder. Die machen Fotos, danach gucken die erstmal, was ist los. Die gucken Wasser an. David, Küsse. Als hätten sie noch nie H2O gesehen. Und beim Bewerbungsgespräch, bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ich. Hier stehen 95 Kilogramm. Dynamit, Muskeln, gepaart mit Samenstreifen. Ich werde Vater und ihr wisst ja, dass ich eine Katze habe und die ist einfach schwanger. Oh Gott. Gott, das sind aber ganz, ganz andere Clips heute. Ich muss kurz. Oh Gott. Im Unterricht wird nicht gegessen, die Jungs und ich. Kannst du eine Pause machen? Wie ich früher versucht habe, Dora und den richtigen Weg zu zeigen. Und wenn Dora den Weg zum Bananenbaum gefunden hat, komm schon, Dora, er ist gleich da drüben! Open your eyes, Dora! Komm schon! Zunge lebt hinter Gittern. Okay. Okay, wilde. Wilde Nummer auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ronaldo ist jetzt stolzer Lidl-Mitarbeiter. Ich muss mal das Licht heller machen, Leute. Ich sitze hier ein bisschen im Dunkeln. Warte. Was zum Teufel, Alter. Machen wir mal auf so 10. Auf 10, Mashallah. Let's go. Achte auf das Ende. Jetzt triffst du da die Stange, niemals. Oha. Ah, den kenne ich schon, der ist stark. Niemals. Tschüss. Ah, oh, shit, here we go again. Wie mein Friseur meine Haare schneidet. Was ist eigentlich aus dem Resident Evil Stream geworden? Ja, der kommt noch, Jaden. Kuss. Hä, Junge, was ist mit... Hä? Ich hab den Witz nicht verstanden. Naja, vielleicht liegt es daran, weil ich nie zum Friseur gehe. Chillig, mein Dude. Warum ist Treibholz so besonders? Warum ich Treibholz so mag? Das eine Ding ist halt, wir glauben immer, wir können das Holz im Wald einfach aufsammeln, ohne dass es die Natur stört. Also wie die immer beide
nah rankommen. Tatsächlich ist das ja Lebensraum für tausende Tiere und Pflanzen. Ich habe schon einiges Weltwunder gesehen, ne? Einiges. Ich habe sogar kurdische Einzelkinder gesehen. Aber das, das ist krass. Was, sowas will man bei einem Flug nicht hören. Okay, let's go. Die haben uns gesagt, im Hotel sind richtig viele Einbrecher unterwegs und die kommen einfach ins Zimmer rein. Deswegen habe ich meine Wertsachen hier reingepackt. Sag mir das Unangenehmste oder Komischste, was jemand während dem Sex zu dir gesagt hat. Hilfe, wer sind Sie und was machen Sie da mit meinem Hund? Oh nein. Nein. Spießer. Ein Tipp, wie man Jungs im Club anspricht. Mach mal so. Ja. Mach jetzt so. Dann hoch. Hey, oh mein Gott, das ist ja Obert. Oh mein Gott. What the fuck? Ratten, wenn sie die KFC-Fritteuse sehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich würde eh so Küsse gehen raus. Okay, war ein ganz, ganz kranke Nummer dabei. Da waren ganz kranke Nummer dabei. Da waren ganz kranke Nummer dabei. So sticht man zu von Cartoon. Let's go, wir gehen rein. Oh Gott, was machen Sie da? Oh nein, er sticht den Spargel. Ich steche den verdammten Spargel. Hier ist die Spargelpolizei. Werfen Sie das Messer weg, Sie kranker Ihr Schweine, kriegt mich nicht. Berliner Luft? Verdammt, tun Sie das nicht. Das Leben lohnt sich. Shit, wo bin ich? Du bist in der Hölle des schlechten Geschmacks. Oh, okay. Hier ist After Eight Schokolade. Ich hab noch nie Berliner Luft probiert. Ist es so ekelhaft? Black Mine Panther Kuss. Ich hätte gerne, ein Eis, bitte. Tut mir leid, der Herr, aber die Eismaschine ist broke. Guck mal, er arbeitet bei McDonald's. Bitte, ich brauch die Kohle, Mann. Janine, Tim, Mann, ich blase dir auch eine, bitte. Oh nein, die arme Eismaschine ist einfach wirklich broke. Oh nein, seht, der Shredder. Oh nein, seht da, er schreddert meine Steuererklärung. Oh nein, jetzt schreddert er die Akten zur Operation Rennsteig, welche im NSU-Prozess von Bedeutung gewesen wären und das Bundesamt für Verfassungsschutz den militärischen Abschirmdienst und das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz in Bedrängnis gebracht hätten. Oh mein Gott. Lost. Nexus, Küsse. Oha. Viel Glück auf jeden Fall euch. Wenn Menschen Motten wären, okay. Könnten Sie bitte... Es ist so eine Mischung aus... Ich sag's lieber so. Genialität und Wahnsinn liegen nah beieinander. Das trifft's ganz gut. Küsse gehen raus, getun. War ein sehr leichter Clip. Ich hoffe, es gibt mehr davon in Zukunft. Küsse gehen raus. Kuss, 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 Kuss. Wir gehen rüber zu dem lieben... Ah, ich weiß nicht, ob wir den gucken sollen. Wir gucken erst hier rein. Und zwar, wir gucken erst da rein. Wir gucken erst bei Bull & Jam rein. Und zwar gibt's da ein Video, das heißt Jump House mit zwei Losern. Let's go. Accordingly, MTV and the producers must... Willkommen zu der Jump House Olympiade. Und zwar habe ich heute sensationelle Gäste. Was hat Juju wieder in seinem Nacken gemacht? Die heute ein ganz explizites Land vertreten werden. Mexify. Madeira
Oh, Maxify, du musst den Sieg nach Hause holen. Für Portugal. Julian Pumps. Julian für Singapur. Für Singapur. Und Gnu für Türkei. Alles drei geile Länder. Ich mag die Türkei sehr gerne. Ich finde Singapur, Singapur richtig geil. Da will ich unbedingt mal hin. Und natürlich Portugal. Meine Wahlheimat. Mashallah, es kann nur gut werden. Für Portugal. Julian Pumps für Singapur. Und Gnu für Türkei. Danach werden mich alle Türken hassen. Ja, stimmt. Du stehst jetzt für ein ganzes Land. Oh, diese Verantwortung hätte ich nicht gerne. Und ihr wart noch nie in einer... Maxi hat so gesagt, so, ja, ich fliege nicht aus Madeira raus. Jump-House-Halle, oder? Nein, doch, schon ein paar Mal. Wait, what? Echt jetzt? Echt jetzt? Ja. Lass beide Portugal machen. Ich war noch nie in der Jump-House-Halle. Teamarbeit. Ich war noch in der Halle, deswegen bin ich kein Profi. Auf jeden Fall gibt es für uns drei Chaoten auch einen Pokal zu gewinnen. Der sieht mega nice aus. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass du deinen Schädel nicht dagegen angeschlagen hast. Pokal ist teurer als all die AdSense-Einnahmen, die dieses Video hier einnehmen werden. Verarscht mich, oder? Das ist Metall und echtes Plastik sogar hier drin noch. Hey, jetzt lachst du gerade noch. Willst du anfangen? Nee. Mach du ruhig, fang du. Ja, ja. Willst du nicht anfangen genug? Miss Wurscht kann machen. Ich will reden, weil ich mach jetzt die Beine. Ich bin ja gespannt. Wie kann ich? Wo soll ich fallen? Oh, oh. Oh, dead. Scheiße. Das war die Sacktechnik. Sehr weit gekommen. Willst du nochmal? Nein. So, das hier ist. Willst du nochmal? Nein. Die Marke, die zu überbieten ist. Ready? Ich hab ein bisschen Angst. Ist es normal? Vorsicht, das ist okay. So. Oh! Oha, liegen bleiben, Ju, liegen bleiben. Okay. Au! Ey, ist doch schwieriger, als ich dachte. Okay. Komm, Maxi! Für Portugal! 3, 2, 1. Oh ne, das war nicht so weit wie du. Und dann auch so, du hättest dich längst hättest du fallen müssen. Ah, Max fallen. Oh, warte, nicht bewegen. Kann ich weiter? Also ich glaube, dass das Knie von Maxi ein kleines Stückchen weiter... Oh ja, sehr gut, Maxi. ...war als der Fuß von Ju. Und die Drehung war geil. Hilfe. 3 Punkte für Portugal. Portugal. 2 Punkte für Singapur, 1 Punkt für die Türkei. Das hat echt reingehauen. Hat wehgetan. Ja, also ich habe nicht so viel Kraft wie ihr. Ich habe richtig gesehen, wie ihr nach oben ziehen konntet so ein bisschen und Schwung nehmen. Da hänge ich durch wie ein Sack, du. Ich hätte das eigentlich ausziehen sollen, weil ich bin ein gutes Flughörnchen. Simon, sehr unparteiisch. Ja, ich wünsche natürlich allen gleich viel Glück. Maxify, zerstör sie! Die nächste Challenge findet statt im Death Creep, im Todesgraben. Oh, der Todesgraben, nicht der Todesgraben. Wir haben 30 Sekunden Zeit, die andere Person zu fangen. Ganz simpel eigentlich. Ja, oh mein Gott, ich hasse euch. Maxi wird gefangen, natürlich. Fängt da an. Aber nur auf die untere Plattform. Ja, dann muss ich ja über die rüberspringen, um zu entkommen. Doch, du kannst auch hier drauf. Ja. Aber ich box dich dann vielleicht runter. Das Risiko gehe ich aber ein. Box ja die Klöten, ne? Direkt. Vielleicht gefällt mir das ja. 3, 2, 1, go! Ich weiß ja gar nicht, wo ich hingehen soll. Oh. 13 Sekunden. 13 Sekunden nur gebraucht. 13 Sekunden? Du. Zweite Runde, Maxi fängt jetzt mich. Das 4 Sekunden, sehr gut, Maxi. Ich hab gar nichts. Ich wollte die Taktik, dass du Angst bekommst. Warum soll ich Angst bekommen? Ja, weiß ich nicht, aber du hast gar keine bekommen. Nee, gar nicht. Ich glaube, ich bin nicht so schnell. Das Gnu hat ja schon einen Punkt. Mal gucken, ob sie den nächsten holen kann. Seid ihr ready? Ja, cool. Dann fange ich jetzt dich. 3, 2, 1, go!
8 Sekunden. Sehr gut. Sehr gut, Knu. Kommt zu der vorfinalen Runde. Maxi fängt Knu. Ganz knapp. Du hast mich nicht berührt. Ich hab dich noch ein bisschen leiden lassen. Die Sache ist, es wird dir als Punkte abgezogen. Wie? Ja, weil du halt so lange gebraucht hast. Ja, egal. Oh, das ist ein wahrer Thriller. Danke dir. Ehrenlos, wenn dir den Punkt abzieht. Ehrenlos, wie er den Punkt abzieht. Ehrenlos, wie er den Punkt abzieht. Wenn sie jetzt nicht gefangen wird, hat er gewonnen. Ansonsten gibt es hier einen Gleichstand. Oh. Hat Spaß gemacht. Jetzt du. Nee. Dieses Spiel hat an der Stelle ziemlich wenig Sinn gemacht. Digga, Punktabzug, was ist das denn? Das ist ja unverschämt. Mach den Punkt wieder hin. Wir haben jeder 2 Punkte bekommen. Wir spielen jetzt... Das halte ich für unverschämt. Körbe werfen. Körbe werfen kannst du, ne? Nee. Perfekt. Kannst du Körbe werfen? Das hast du auch in der Spielhalle gesehen, wie gut ich das kann. Gar nicht, stimmt. Drei oder? 5 Würfe. Oder 5? Ja. Gnu fängt an, du hast 5. Ich will den Special Ball. Ja. Oh, oh. Jetzt komm, Gnu, steig nicht an. Eschek-Schuss. Eschek-Schuss, Ehre. Sie hat einen Eschek-Schuss gemacht. Wie ein richtiger Eschek. Oh. 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 Ein Punkt. Ein Treffer. Ja. Scheiße. Gnu hat gerade 1 von 5 gemacht, was schon sehr viel besser ist als das, was Maxi geschafft hat bis jetzt. Was? Ich hab noch keins gemacht? Ja, richtig. So, der erste geht direkt rein. Nein! Oh. Nein. 2. Sehr gut. Okay. Letzter, ne? Wie geht's dein Bein? Sehr gut, danke für deine Nachfrage. Gern geschehen. Komm. Ja. Sehr gut, 3 Punkte, das ist doch so, lobe ich mir das. Also, 3 von 5. Ich nicht gedacht. Ich auch nicht gedacht. Ich auch nicht. Komm schon! Schwing ab! Oh, oh. Hey, war drin! Nein! Oh! Sind wir jetzt Gleichstand oder was? Ah, schlecht! Sehr gut, Maxi, du hast wieder überzeugt! Das waren alle, oder? Das waren alle? Das waren alle! Das ist enttäuscht, oder? Also, Maxi 3 Punkte. Yeah! 1 und Maxi 2. Ja. Doch einen rein. Max, wir eigentlich schon 2 Punkte in Führung. Ich bin immer auch fassungslos. Ja. Winner of the round is. Yeah. Sie haben die Trophäe gewonnen. Oh mein Gott, mein Nacken. Dieses Halspflaster. Nackenpampers. Das war vorhin bei mir unten drin, das war vorhin meine Binde, hat er es im Nacken geklemmt und jetzt musst du es verwenden. Okay, ihr könnt. Welch. Gnu einfach nur menschlich enttäuscht von Maxi, aber das sind wir alle. Können wir einmal ganz kurz Props geben an Gnu für ihr Outfit? Ein bisschen orientalisch ist, dass hier so ein bisschen puffig ist und dann. Wie mein Opa immer. Der auch heute hier ist. Das darfst du nicht sagen. Bei den türkischen. Ja, Opa Esche. Ich bin Opa Esche. Wenn man runterfliegt, ist man disqualifiziert, dann ist man komplett tot. Nee, ne? Wenn man runterfliegt, kann man sich entscheiden, ob man von vorne anfängt oder aufgeht. Oder? I approve this. Also, Oma Gnu zeigt den 2 Jungs jetzt, wie es geht, damit die richtig durchracen können, okay? Ja, 3, 2, 1, go! Ach so, einmal hin und einmal zurück, okay.
mega. Das ist so strong, ne? So mega ist es gar nicht. Ha! Sobald beide Füße auf dem Boden sind. 31. Mashallah. 31er. 31,77 Sekunden. Wenn ich falle, bin ich tot. Nein, aber wir werden dich nie wieder in deinem kompletten Leben jemals noch anschauen. Okay, bist du ready? Da kann ich Fuschen drauf machen. Nein. Fall bitte nicht, Maxi. Fall bitte nicht. Meine Hoffnung liegt in deinen Händen. Dieses andere wackelig. Oha. Boah. Oh, er hat einen großen Sprung gemacht. Nein, Maxi. Nein, warum hast du so viel riskiert? Du hast so viel riskiert, Maxi. Du hast zu viel riskiert. Du hättest Entspannung machen. Aber er hat wenigstens alles riskiert für sein Land. Portugal. Ja, warte, warte. Ich muss kurz Notiz machen. Maxi disqualifiziert. Was war das? Disqualifiziert. Nochmal, ich hab's nicht ganz verstanden. Ah. Disqualifiziert. Ah, okay, so cool verstehe. Gewesen. Disqualifiziert meinst. 3, 2, 1. Ja, Ju kann sich auch jetzt richtig Zeit lassen. Er muss auch nur unter 31 Sekunden dadurch. Super! Geh durch! Komm, zeig, was du kannst! Oh, shit, ich geh zu. Hier, Sprung, Seite. 25,08. Die Singapurer freuen sich gerade. Das passiert heute schon viel zu oft. Das ist doch kein Zufall mehr, oder? Das ist sehr unangenehm. Ein Punkt. Ja. Zwei Punkte. Und drei Punkte. Gnu, mach auch was. Also, ich kann nicht so viel. Ich habe mich echt schon mal verletzt. Deswegen gucke ich eigentlich immer lieber zu. Okay. Aber was ganz Cooles kann ich, aber das ist jetzt nichts Wildes. Du fängst an, ne? Ja, aber das ist eine Gemeinde, könnt ihr mir meine Taktik abgucken. Go. Oh shit. Sollen wir deine Hände halten? Nein. Die war im High-One-Modus. Oh, bis hier. Das ist super schwer. Ja, nee, ich springe einfach von hier. Mit dem Körper nach vorne und dann bin ich. Das ist qualifiziert. Ich hab keine Ballons. Ne, ich sag so wie es ist. Oha! Ich glaube, das könnte ich tatsächlich ganz gut. Ich habe nämlich eine recht gute Balance durchs Longboard fahren. Du bist an der gleichen Stelle runtergefallen. Ich muss das ganz kurz einmal auf den. Go! Okay, du war am weitesten. Du hast auf jeden Fall gewonnen. Ja, aber dann das würde ich gerne ausprobieren. Das würde ich gerne ausprobieren. Das würde mir nämlich keiner zutrauen. Aber ich würde keiner denken, oh ja, der hat eine Balance. Dieser riesige Wikinger, der kann auch keine Balance haben. Aber ich sage euch, ihr denkt, ich bin Körperklaus, aber ich habe eine gute Balance. Ich habe eine gute Balance. Du hast eine Chance, gerade nochmal zu verlieren, oder? Nein, ich hätte gesagt, du bist Sinn. Du bist jetzt Erster. Ja, ich weiß. Bis hier war der letzte Schritt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Guck mal, jetzt hast du den ganzen Tag geflext, kann ich auch flexen. Ich hab gar nicht geflext. Natürlich hast du geflext. Ich bin stolz auf dich. Das tut so weh, ne? Wir machen jetzt hier das Battle, das kennt jeder, ne? Also wir dürfen uns wegdrücken. Ja. Oh, scheiße. Du bist ja stark. Naja. So, die nächste Challenge ist diese hier. Last Man Death Dying heißt das. Und da werden wir uns gegenseitig runterkicken, auf ganz faire Art und Weise. Gnu kriegt zwei Punkte, wenn sie einen von uns runterkriegt und wir jeweils einen Punkt. Und Maxi, würde ich mal sagen, kriegt gar keine Punkte, egal was er macht. Ach, Junge, ich hab die Kamera vor sich, ja. Das kannst du nicht machen. Ja, ja.
du, ist eine Kuh. Das war richtig geil. Ja! Aber ist auch geil, so eine Halle, oder? Bauch sowas auf deinem Bauernhof. Leute, warte mal ab. Kommt alles. Re96 und Juice, Kuss. Das ist so weird. Wir machen mal so eine Todesgrube. Aber ich möchte hier, ihr müsst eine Sache verstehen. Ich brauche kurz das Zeichen. Also. Hier ist die Grube. Und hier über die Grube geht, dieser Stamm. Und auf diesem Stamm balancieren dann zwei Leute, ja? Okay. Aber wenn man da reinfällt in diese Grube, da sind da so Stacheln. Und wenn man da reinfällt, ist man auch tot, weil ich finde, sonst ist es auch lame. Wenn du nicht stirbst durch einen Kampf, dann ist es lame. So will ich das. Mhm. Und wenn ihr jetzt noch eine Nase da dran macht, dann ist das ein böses Gesicht. Seht ihr das? Das sind die Zähne vom Monster. Seht ihr das? Hier kommen die Ohren. Ja. Okay, gut. Ich hab nicht mehr gegen jemanden gekämpft. Go away. Oh, Entschuldigung. Nein, du! Upon the sky. Kiai! Singapur! Mr. Dorf! Die Regeln haben sich geändert jetzt! Riesenhandschuhe! Oh! Okay, ich fasse dich an Stellen, die unangenehm sind. Richtig! Ja, aber vielleicht ist es ja für mich angenehm. Geht schon los? Geht los! Ich mag dich nicht trauen, weil ich dich mag. Ich mag dich auch. Soll ich einfach runterspringen? Oh, das ist so lieb. Bitte, Max, ich brauch den Punkt. Ich brauch dich aber gar nicht. Aber du hast dich voll abgezogen. Jetzt hau ihm ins Gesicht. Lass mich dich einfach leicht runterschmeißen. Es tut auch gar nicht weh, Maxi. Think about me. Weißt du, was wir in Singapur mit Verlierern machen? Was denn? Das hier. Ich sterbe. Wir haben auf jeden Fall zwei zweite Plätze. Und das ist Gnu und Maxi mit jeweils 10 Punkten. Und ich bin Dritter, ne? Ja, korrekt. Und du bist Erster mit 14. Und der Pokal bleibt bei uns, Digga! Das ist echt. Alles Betrug. Alles einfach nur Betrug. Alles Betrug. Aber Türkei und Portugal sind so. Das kann ich nur sagen. Türkei und Portugal sind so. Hier abgesprochen, ne? Mhm. Gut gemacht. Und ihr könnt. Schönes Video. Das auch, Freunde. Kommt in die Gruppe. So, guckt bitte. Ich weiß, es ist super schwierig jetzt gerade für euch, weil man geht nicht so gern zu Verlierern, ja? Geht auf jeden Fall bei Gnu mal auf den Channel, weil wir da haben wir auch Videos gedreht. Und besucht auf Maxify. Du hast gebläht, ne? Nein, hab ich nicht. Okay. Spaß! Gnu hat gebläht. Ja, ich bin ehrlich. Dario freut sich immer, wenn wir kommen. Fast jedes Mal. Wir befinden uns hier gerade in Aachen und vielen lieben Dank an Superfly wieder mal, dass wir hier drehen dürfen, ne? Keiner ist hier, es ist immer wieder. Das Gefühl, als wäre man ein ganz kleines Kind, das gerade im Toys R Us ist und machen darf, was man will. Ja, stark. War ein sehr lustiges Video. Küsse gehen raus an Julian, an Maxi, an Gnu. Kuss, Kuss, Kuss. Gleich toppen wir mit Gnu. Okay, gehen wir mal rüber zu MemeWeb, denn da wollte ich das hier eigentlich gucken, von gestern. Twitch 20, ich wollte wissen, was dieses Jahr so bei Twitch abging. Let's go. Twitch 2021. Let's go, wir gehen rein. Sowas will man nicht bei einem Flug hören. Das Meme kenne ich schon. Wenn das jetzt genau die gleiche Audio ist. Okay, let's go. Kommt jetzt auf den MemeWeb Discord Server. Über 1000 Mitglieder, täglich neue Memes und ein aktiver Chat. Link in der Video. Immer wenn ich hier ran sauge, kommt mir vor, als würde ich Shisha rauchen. Hört mal. Na gut, jetzt nicht mehr. Jetzt komplett leer ist jetzt. Videobeschreibung. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Ne, vegane Gewürzmischung. Für Fleisch und Grill. Und Grill. Jungs, ihr kennt ja vielleicht diese Hitchler und sowas, ne? Also diese Dinger da. Meine Freundin hat die einfach geflochten, Digga. Die hat einfach Gummibärchen geflochten.
Also, erstmal. Leute, seht ihr nicht, dass auf der Verpackung die Dinger auch geflochten sind? Und dann fragt er, wie kommt man auf sowas? Digga, auf der Verpackung sind die geflochten. Auf der Verpackung sind die schon geflochten. Und er sagt, wie kommt man auf sowas? Bruder, natürlich, wenn die Verpackung einem das sagt. Ich hätte auch geflochten. Ich hätte meine Arschhaare geflochten, mach ich immer. Mega Joke, Alter. Wirklich. Comedy revolutioniert. Rosen sind rot, ich fahre nach Prag. Ziemlich breiter Bulle, also der hat mir einen Handdruck gegeben. Ich hab gedacht, boah, der wächst bestimmt fünfmal am Tag. Women's E-Sport is amazing. Ist das asozial? Oh mein Gott, ist das asozial. Ist das asozial? Aber sie ist halt echt böse. Wenn dich jemand fragt, ob du endgültig mit deiner Ex abgeschlossen hast. Ich meine Hand, was. Also, uiuiuiuiuiuiui. So, die haben wir weggepackt. Jungs. Ich bin nicht schwul oder so, aber hättet ihr vielleicht Lust auf einen seriösen Dreier? Auf einen seriösen Dreier? Ach, diese seriösen Dreier immer. Ja, gerne. Ja? Gerne. Okay, können wir Insta austauschen? Kann ich dir mein Insta geben? Bitteschön. Wow, clean, man. Wow, clean, man, Motherfucker, Alter. Also, ich habe hier meine beiden Kollegen Fabi und Patrick. Mhm. Und Fabi versucht Patrick, die Dose per Ausschlag vom Kopf zu schießen. Er macht das eigentlich ganz gut immer. Ja, was? Ich will meinen Crush beeindrucken. Na gut, wir gucken uns das mal an. Er hat's geschafft, er hat ihm die Dose vom Kopf geschlagen. Oh mein Gott, ist das im Fernsehen gelaufen? Er hat ihm einfach mit dem Tennisball richtig einen reingezogen. Das finde ich gut. Oh mein Gott, kennt ihr den Anime? Yakuza Goes Houseman. Oh mein Gott, da ist auch so eine geile Folge dabei, wo er den Stiefvater mit dem Baseball spielt. Boom, und dann fliegt dieser Baseball so volle Kanne in seinen Bauch rein, Alter. Das habe ich auch so gefeiert. Gibt's auf Netflix übrigens den Anime, müsste ich mal unbedingt reinziehen. Yakuza Goes Houseman. so geil, wirklich, so geiler Humor. Sie hat einfach Triple R-Seinkräfte. Meine Aura ist sehr heilend und ich krieg oft gesagt, dass ich Leuten die Traurigkeit so wegnehmen kann. Oder dass Leute sich in meiner Umgebung wohlfühlen. So, ich kann Leute einfach gut fühlen lassen und ich kann jeden so fühlen lassen, dass er geliebt ist. Digga, was ist mit ihr, Alter? Was ist eigentlich mit ihr? Kennst du dich, Kuss? Wissen Sie, wo... Bring die Mütze zurück. Boah, mit der Knarre, Alter. Du hast eine versteckte Kamera, wirklich, ja? Ich zeig dir gleich mal eine versteckte Kamera. Da hinten ist eine versteckte Kamera. Peng, peng! Oh. Der war gut. Wenn er aussieht, ist aber leider gefaked. Wenn er aussieht wie Mehmet, aber Hochdeutsch spricht. Was geht ab, Bruder? Alles gut? Mit dir, Bruder? Wie kommst du? Alles bestens. Bruder, ich muss da ganz kurz anrufen. Ja. Grüß dich, Matthias. Du, super, dass du anrufst. Du, ich wollte mal fragen, hast du die Semmelknödel besorgt, die ich dir gesagt hatte? Wie nee, Matthias. Lass mich jetzt hier nicht am Rad drehen, wie als wären wir hier bei der Tour de France, Alter. Wen nennst du hier Sozialschmarotzer, du feigen Glücker? Ich komm dir jetzt rüber, kriegst mal Latten vor uns hauen, wirst du jetzt sehen, Alter. Twitch 2021. Okay, was geht auf Twitch so ab? Ja, so also starker Clip auf jeden Fall. Von der aufstrebenden Nachwuchsstreamerin. Weiter so. Boah, was eine freshe Champion-Hose, Digga. Wenn man Jogginghose in Serbien kauft. Wo hast du die her? Von Serbien? Nein. Oh nein, sei mal gerne. Ey, was ist das? Was ist das? Was ist das? In Berlin gab es ein Duschverbot, weil das Leitungswasser verseucht war. Was? Aber wann? Duschverbot für 115.000 Berliner. Du durftest. Warum du un. Du solltest Leitungswasser trinken. Unbedingt Leitungswasser trinken soll. Der weint immer noch.
einzig wahre. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen. Adler. Hast du versucht? Und sie können zu Hause. Rudi Völler, einfach Legende. Gewinnen und Rudi Völler kann da mit Sicherheit helfen bei unserer Gewinnspielfrage. Und die lautet: Welche Bundesligamannschaft ist derzeit an der Tabellenspitze? Ist das A, der BVB oder B, Bayer Leverkusen? Kleiner Tipp von Rudi Völler. Es ist nicht Bayer Leverkusen. Das muss reichen. Das muss reichen. Das muss reichen. Kleiner Tipp am Rande. Der muss dann aber auch mal wirklich jetzt genug sein. Meine Mutter, ich bin gleich da. 2 Stunden später. Der Flötenmann. Aber war eine gute Compilation. Kaufte diesen Knaben zum Flötenmann. Zum Flötenmann. Flötenmann, spiel die Flöte, ratatam. Okay, stark. Gut. Genug Flöten-Action. Wir gehen rüber. Wir haben noch 8 Minuten. Ich würde eigentlich sehr gerne das Video hier, das haben ein paar Leute vorgeschlagen. Ich weiß nicht warum. Ich bin verdammt nochmal. Scheiß Veganer, ihr Ehrenlosen. Und mir schreiben Leute, guck dir an, wie der beste Berliner Deutschland ist. Der beste Döner. Leute, nur weil ich Evanios Fleischscheiße angucke, egal, ich zieh durch. Hört auf, mir Sachen mit Fleisch vorzustellen. Wir machen in Geschwindigkeit, let's go. Was geht? Da das letzte Food-Video bei euch so gut ankam, dachten wir uns, dass wir denselben Prozess jetzt mal in Berlin machen. Ich zeige euch, wo ich immer in Berlin essen gehe. Mit dabei, Lukas. Digga, warum guck ich das an? Ich wohne nicht in Berlin, ich wohne nicht mal in Deutschland und ich esse nicht mal verdammt nochmal Döner. Das bringt mir nichts. Das bringt mir gar nichts in meinem Leben. Na. Was geht ab? Ich würde sagen, wir fangen mit Frühstück an. Was haben wir zum Frühstück ausgesucht? Oder zum Frühstück Kumru. Viele aus der Türkei kennen das. Für deutsche Zuschauer wird das vielleicht was Neues oder sein. Oder für Lukas. Ein Frühstück in einem Brot. Sausage, hier ist Luke. Aber das kenne ich. Lecker. Das Fleisch. Kommt jetzt viel Butter auf. Dann kommt Ketchup. So, dann Mayo. Boah. Dann Sucuk. Salami. Boah, das sieht schon krass aus. Das ist Hauptsache vegan wichtig, oder? Ist vegan? Ist es vegan? Lukas, was sagst du mal für den Stand? Das ist einfach ganz Türkei auf dem Sandwich. So, ich würde sagen, ich mach den Anfang, Jungs. Ein bisschen so Subway-Wipes, wa? Genau, dort mit Käse, oh. Da muss alles drin sein. Subway-Wipes. Drin sein. Okay. Gib ihm. Oh. Boah. Wer denkt sich sowas aus? Sag mal bitte. Aber ist krass, ne? Boah, das war ein Biss. So, das Brot ist so schön weich, das geht im Mund auf. Der ist eine 10 von 10 für mich. Jetzt sind wir beim Söhner angekommen. Das ist dürftig. Das wird alles mit Fleisch sein, aber egal. Es wird jetzt reingegönnt. Söhner. Aber mit Sucuk, eine riesige Suppe. Ach, Döner mit Sucuk. Sucuk-Wurst aufgespießt, oder? Richtig. Was, eine riesige Sucuk-Wurst? Das riesige Sucuk-Wurst aufgespießt? Ja, das hört sich aber geil an. Ist der beste. Aber vegan, oder? Das ist der, glaub mir. Der erste Dönermann, der mir sagt, was ich trinken muss. Es ist einfach ein Spieß aus Sucuk. Der ganze Raum riecht nach Knoblauch. Also. Ja, ich glaub das nicht, ja. Ein Döner aus Sucuk. Ich muss aber sagen, der sieht schon irgendwie geil aus. Auch mit diesem Körnerbrot und so. Also wenn ich nicht vegan wäre, ich würde diesen Sucuk-Döner schon probieren. Sage ich euch ganz ehrlich. So eine schöne, fette Knoblauchwurst. Digga, den würde ich mir reinziehen. Aber ehrenlos. Und dann würde ich so richtig aus dem Maul stinken. Oh nein. Wow. Wow. Ist auf jeden Fall was Neues, Digga. Nice, geiler Döner. Kommen wir zu meinem Lieblingsladen in Berlin. Hier war ich schon sehr oft, hab auch schon ein Video mal hier gemacht gehabt. Nach mir hat auch Shirin diesen Laden gesehen, deswegen war sie auch hier. İzmir Köfteci. Beste Anlaufstelle. Unbezahlte Werbung. Wir essen Köfte. Los geht's. Und magst du Köfte? Tamam. Das ist okay, er macht mit. Magst du Köfte? Tamam. Köfte, wie lange kennen wir uns schon? Warten. Wie lange? Ey, okay, ist alles okay? Einen schönen Köftespieß. Was ist das für eine Soße, Kräuter? Knoblauch. Das scharf. Das scharf. Boah, Digga. Sieht auch sehr geil aus. Dieses schöne türkische Brot, dann Köfte drin, schöne scharfe Soße. Sieht auch sehr geil aus. Ich muss schon sagen, wenn das vegan wäre, ich würde es sofort mir reinziehen. Das sieht geil aus. Zwiebeln. Boah, mit roten Zwiebeln auch noch. Maschallah, die Türken, die wissen, was gut ist. Weil die machen immer schön rote Zwiebeln rein. Und rote Zwiebeln sind immer besser als weiße Zwiebeln. Ich sag's euch. Rucola, Alter, was ist das? Geil. Boah, es gibt hier sogar Suchti, Digga. Er verkauft die für 52, Mann. Boah, ey, das sieht richtig saftig aus, Mann. Er geht in die ganzen Restaurants, die seinen Tee verkaufen. Ich glaube, das ist der Punkt.
Wenn das Essen so gut schmeckt, dann hat das den sogar umarmt. Beste Köfte der Welt, Digga. Das sieht auch geil aus, muss ich sagen. Was haben wir am probieren? Frisch. Ja, schon stark. Mein Lieblingsspot. Wie wird der Podcast heißen? Das verrate ich noch nicht. Das ist aktuell mein Favorite-Spot in ganz Berlin, Digga. Ich liebe diesen Laden. Lukma? Ist das dieser Dönerladen? Dieser... nicht Dönerladen. Ist das dieser... oh. Wie heißt das Ding? Donutladen? Ich bin gefühlt jeden Tag hier, Digga. Was ist das denn? Lokma. Das erinnert mich ein bisschen an Moviepark. Diese Eisbahn. Moviepark. Oh, Digga. Was ist das denn? Das ist doch easy, Alter, oder? Die anderen brauchst du doch für den Löffel. Das geht nicht. Ach so. Wir haben hier die Bohnenfüllung. Jawohl. Ach, das sind diese... die hat Evanio gegessen und die fand er nicht so geil. Oder fand er die doch geil? Boah, ich weiß nicht mehr. Evanio hat die gegessen und der war irgendwie nicht so überzeugt, glaube ich. So, Bueno Soße. Oh, nee, doch, der fand die richtig geil. Doch, Evanio fand die richtig geil. Bitte. Doch, Evanio fand die, glaube ich, richtig geil. Ich finde schon, dass sie mit Bueno gefüllt sind, jetzt noch extra Bueno. Meadow, bekomme ich ein Bueno? Ah, danke schön. One hour later. Oh, shit. Digga, sehr stark. Oh, hallo, Jones. Schau mal, das habe ich mit deiner Nase gemacht. Ja, das ist Essi. Der fand die geil, ja. Und schmeckt's. Boah, ich aber sie sehen auch geil aus. Bin gespannt, Digga. Boah, es ist einfach so ein... Diabetes. Ja, übertrieben. Boah, aber schmeckt krass. Oh mein Gott. So fettig einfach aus der Fritteuse, es kommt so warme Liebe in deinem Mund. Das ist einfach so geil, Digga. Und dann dieses Bueno, so. Passend zum Wetter essen wir heute Eis. Wir sind gerade in Kreuzberg beim Aldi mit. Im Sommer ist eine Schlange von 80 Metern. Heute erstmal mein Lieblingseis und zwar Omas Apfelkuchen und Haselnuss. Haselnuss schmeckt dir wie Haselnuss, Digga. Stimmt, das Aussage. Nee. Haselnuss und Omas Apfelkuchen. Eis selbst gemacht und Waffel selber gemacht, ist doch warm. Guck mal bitte Haselnuss, Lukas. Eine der besten Haselnuss, die ich hier hatte. Ja. Boah. Jan, was sagst du zu Haselnuss? Und Cappuccino. So, der ist für dich. Omas Apfel. Aber sieht alles bis jetzt geil aus, muss ich sagen. Sieht bis jetzt geil aus, das Essen. Chitche. Los, Essi. Als ob du eine warme Haselnuss isst. Als ob du ein Hasel isst. Digga. Jetzt essen wir Mante. An der Stelle, meine Mutter macht auch sehr leckeren Mante. Kleine gefüllte Teigtaschen mit Hackfleisch drin, Knoblauch-Joghurtsoße und ein bisschen scharf. Guck dir das an. Wow. Oh mein Gott! Oh Mante! Mmh. Willst du kommen her? Ja. Muss jetzt. Oh, Mante! Nimm N-Save, die mir. Oh, geil! Danke! Sehr gut, gerne! Kommen wir zu meinem Favorite-Döner in Berlin, Riam, einer meiner Favoriten. Gemüsedöner mit Hähnchenfleisch, Digga. Wild! An dieser Stelle auch mein Favorite-Döner in Berlin, Digga. Also, der ist wirklich Endlevel krass, Digga. Das ist ein Döner, den man so auf Bildern sieht. Sieht auch wirklich, also es ist schön gemacht, der Döner. Wie gesagt, mach mir den vegan, ich fress ihn dir weg. Aber wir machen uns jetzt ready für Phasmophobia. Ich muss mal ganz kurz schauen hier, ich starte schon mal das Spiel, weil ich will die anderen nicht warten lassen. Ich muss mal ganz kurz hier das einmal kurz die Szene wechseln. Discord einmal öffnen, weil die sind um 21 Uhr da und ich will die jetzt nicht warten lassen, weil wir sind jetzt zu viert heute. So. Oh, das ist direkt zu laut. Warte mal kurz. First day, huh? Well, I've already got some jobs ready for you. Don't worry. I'll be helping you out as much as I can from this side. Okay, ich bin im Wartezimmer. Perfekt. Ich guck mal ganz kurz. Ich muss noch ein anderes Thumbnail schnell reinmachen, aber ich mache euch mal ganz kurz alles ready hier. Phasmo, zack. Ich bin sofort, mal ganz kurz ein anderes Thumbnail reinmachen. Sekunde. Ein kurz ein anderes, einmal das Thumbnail wechseln. So. 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 Okay. Geil. Hallo. 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 Hallo, hallo, hallo. Guten Abend. Das ist das Egnu. Das Egnu, ah, lol.
Oh wow, ja. Das ist mir nie aufgefallen. Oh Gott. Ich müsste eigentlich Egnu heißen, würde ich eigentlich Unge heißen. Aber weißt du, wenn wir unsere Namen zusammenschreiben, dann liest man die rückwärts immer genau wie vorwärts, oder? Oh nee. Gott, du hast recht, doch. Doch. Egnu Knu. Unge Knu, sorry, falsch rum. Ja, jetzt habe ich selber verkackt. Es gab irgendein Wort, was mit Bier zu tun hatte, das man auch vorwärts und rückwärts lesen konnte und es hat das gleiche ergeben. Riebbier. War das das? Nee, Reitbier. Nee, das war das nicht. Doch, dann kannst du vorwärts und rückwärts. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ja, ich komme noch drauf, es war auf jeden Fall ziemlich gut. Lagerregal kenne ich nur. Hast du das neue Bigfoot-Update schon gesehen? Unge, oder hast du auch schon mal Bigfoot gespielt? Nee, also ich habe das letzte Mal, glaube ich, war sogar mit dir. Also schon lange her. Ja? Ja, schon lange her. Ey, das ist so insane, das Update, wirklich. Und das Geile ist, einer von uns kann jetzt Bigfoot spielen. Yes. Und er kann jetzt Fallen bauen und richtig abgehen. Und das ist richtig geil. Und ich glaube, das würden wir heute auch machen, oder? Dass wir sagen, einer von uns ist Bigfoot. Das wäre schon krass. Wie? Also, erklär es mir. Also, einer von uns kann sozusagen der Böse sein? Genau. Ja. Oha! Er kann auch Fallen bauen und der kann mit Gegenständen, der kann alles an Gegenständen nehmen. Letztens hat er uns mit einem Vogelhaus verprügelt. Ja, das war so krass. Oder einer Gitarre. Er hat alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war, und hat es verkloppt. Das war wild. Also es ist richtig, richtig geil geworden. Aber wir müssten auch einmal noch versuchen, ob wir es schaffen oder ob es deutlich einfacher ist, zu viert den Typen platt zu machen. Ja, welchen Typen? Also den Yeti. Mhm. Ja. Also es kann auch ein Computer-Yeti sein. Ja. Genau. Okay. Genau. Und Phasmo hatte auch so ein krasses Update, dass wirklich jeder sagt, es ist unfassbar krass geworden, unfassbar gruselig, das müssen wir nachher auch noch spielen. Also macht 100%. Auf jeden Fall Bock wieder. Warte mal. Auf jeden Fall wieder Bock. Hä, also warte mal. In Phasmo gibt es ein Yeti? Nein. Nein, da ist Godzilla. Ach so. Ja. Nee, aber was ich bin schon wieder zu schnell, ne? Wie ist das Yeti? Welches Spiel ist das Yeti-Spiel? Also Bigfoot ist Yeti. Ach so. Und Phasmo hat ein Update bekommen. Phasmo gibt jetzt ein paar neue Gadgets, die du benutzen kannst. Unter anderem auch so eine krasse Disco-Kugel. Bigfoot habe ich noch nie gespielt. Bigfoot ist lustig. Aber womit fangen wir an? Bigfoot. Bigfoot. Ja? Okay, warte. Ja. Ich bin nämlich in Phasmo reingegangen. Ich wusste gar nicht von Bigfoot. Hättest du mir mal vorher gesagt. Ach so, deswegen hast du gemeint, das haben wir schon mal zusammen gespielt, weil du dachtest, wir reden von Phasmo. Hä? Aha. Was hast du mir denn geschrieben? Bin ich denn lost? Warte mal, lass mal gucken. Du hast geschrieben. Ich hab den Sprachnachricht geschickt. Nee, hast du mir den Sprachnachricht geschickt? Ach so. Ah, nee, warte. Doch, guck, ich hab dir geschrieben, das krasse Bigfoot-Update und das große Phasmo-Update. Okay, ich bin lost. Ja, ich bin nicht schuld. Aber ich hab Bigfoot doch schon mal gespielt. Ich hab nämlich, also ich muss nur nochmal neu installieren. Okay, ist kein Problem. Oh mein Gott, ich hab's gespielt, da war es aber richtig, richtig lange her. Genau, das ist jetzt richtig geil. Ich hab's auch so ungefähr vor einem Dreivierteljahr habe ich das letzte Mal. Also, außer das letzte Mal Montag habe ich es auch vor einem Dreivierteljahr das erste Mal gespielt, ne? Ich habe auch nur 34 Minuten Spielzeit in dem Game, also ich bin da echt. Das war richtig geil, ne? Also bist du gestorben, sehr wahrscheinlich. Ich hab's mit irgendjemandem hatte ich es mal angespielt. Ich glaube, ich hatte damals mit Axel zusammen immer so verschiedene Horrorspiele ausprobiert. Und ich glaube, da hatten wir Bigfoot mal ausprobiert, aber das ist schon richtig lange her. Ah, jetzt ist es richtig geil. Also meint ihr, wir spielen nachher im Bigfoot einmal nochmal eine normale Runde gegen PC und gucken, wie schnell wir zu 14 und danach spielt einer Bigfoot. Ja. Ich würde auch sagen, wir fangen mit einer normalen Runde an, dass wir zu viert gegen Bigfoot rangehen. Ja. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr okay. gut. Okay. Wie lange downloadet es bei dir, Unge? Sonst könnten wir vielleicht mit Phasmo anfangen. Ist schon fertig, fast. Okay, Alter. Dann ich öffne mal eine Lobby. Okay, weird flex, Bro. Ja. So, ich starte es jetzt. Jetzt ist fast fertig. Nee, wie war das nochmal? 32 Gigabyte. Das hat doch nur 3 Gigabyte, das ist nicht groß. So. Ich mache einen einfachen Namen. Okay, ich bin sofort wieder da. Ja. So, okay. Code ist der es immer ist, den habe ich euch reingeschrieben. Wir machen Team gegen KI. Okay, hast du es irgendwie verrückt wieder genannt? Ja, du wirst sofort erkennen, was meins ist, ne? Ich hab Angst, warte. Also, das kann man nicht erkennen. Geralt! Du bist Geralt. Nein. Blärt? Nein, bin ich Blärt. Okay, wow. Na gut, okay. Hast du's? Ja, ja. Oh nein, jetzt hab ich auf dem falschen Monitor. Moment. Warum?
So. Kretze, ey, und dann ein Bild dazu. Ist ja schrecklich. So, ja. Das sieht aus wie so eine. Ich habe letztens so ein paar random Phasmo-Runden gespielt und habe mich halt umbenannt. Jetzt heiße ich immer noch Kretze. Das sieht halt aus wie so eine ekelhafte Fledermaus, die irgendwo in der Gosse gelebt hat. Hä, erkennst du es nicht? Nein. Das ist Weasel. Ey, Weasel? Sieht schrecklich aus. Das ist Weasel von DC. Der krasseste Held, das ist hier von Suicide Squad. Das ist der krasseste Champion, der krasseste Held, / Bösewicht, den DC zu bieten hat. Ich hab da den perfekten Soundeffekt für. Wow. Mann, ich hab einen Bug in dem Spiel. Bei mir ist es auf dem dritten Monitor angegangen und ich kann mit meinem Maus da nicht draufklicken, weil es so verschoben ist. Hattet ihr das schon mal? Nee. Ja, aber versuch mal F11. Versuch mal F11. Ah ja, jetzt habe ich es in. Ah, danke schön. Jetzt habe ich es in Finster. Dankeschön. Haben wir eigentlich schon Squad Stream? Nee, ich glaube noch nicht. Ja, machen wir auch nicht, ne? Können wir wieder das Grillen-Surfen einfügen? Bitte ja, es wäre super. Danke. Machst du genug? Nein, das muss ich auch starten. Ich bin zu faul. Wow. Dann mache ich auf. Ich mache auf. Ja, okay. Danke. Ungedenkt diese Twitch-Amateure. Nein. Ich bin gerade selber überfordert. So, jetzt habe ich auch alles. Es hat alles geklappt. Du bist ja doch so ein richtiger kleiner Among Us-Suchti, ne? Ja, ich spiele es immer noch zweimal die Woche. Mit den. Weißt du, was voll traurig ist? Was denn? Mich fragt keiner mehr. Hä? Aber wolltest du noch mitspielen? Weil ich glaube, es würde sich jeder freuen, wenn du mitspielst. Ich habe schon gefragt, aber ich wurde nie mehr gefragt. Ich habe schon letztes Mal gesagt zu Vlesk, ich würde so gerne mal dabei sein. Und dann habe ich mit ihm ein Spiel gespielt, da habe ich da so hart reingetrollt, dass er mich nie wieder gefragt hat. Vielleicht liegt es daran. Aber ich glaube, alle würden sich freuen, wenn du dabei bist. Ja, ich glaube, der hat es so verballert. Also, Also wenn du Lust hast, dienstags und donnerstags abends, wenn du zwischendurch Zeit hast, komm einfach dazu. Weil man kann ja mittlerweile mit mehr als 10. Also selbst wenn sich 10 Leute melden, du kannst ja als 11., 12., whatever. Wir sind oft zu 12. oder so. Das ist nicht mehr so. Ich hätte große Lust. Ja, aber wird das nicht mega anstrengend in den Gesprächen? Geht eigentlich mit der Gruppe. Es sind alle sehr respektvoll, so würde ich sagen. Okay. Man hat sich gut eingespielt. Mhm. So, jetzt bin ich auch da. Jetzt suche ich die Lobby. Warte. So. Gnu-Milch. Lecker. So, und du musst aufpassen, dass das Passwort wird angezeigt, wenn du es eingibst. Deswegen. In welchen Chat hast du es geschickt? Ich habe den Chat über uns. Allgemeines Spiel. Genau. So. Jetzt bin ich mal gespannt. So, ich glaube, ich spiele heute mal nicht Rick. Ihr müsst mir ein paar Sachen erklären, die wichtig sind, weil ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Wir klären dir alles. Okay. Deswegen machen wir jetzt erstmal eine normale Runde, damit wir uns danach gegenseitig bashen können. Oh, wie lustig. Das ist ja gut. Okay. Also, ist das irgendein Unterschied, wen man spielt? Ah ja, doch. Laufgeschwindigkeit, Waffenschaden. Mhm. Okay. Wer seid ihr denn, dass wir verschiedene Leute sind? Ich bin die Jessica, wenn es okay ist. Wie du es gesagt hast. Ich bin Thomas. Ja, dann nehme ich Rick. Dann bin ich der alte Rick. Dann sind wir alle wie jemand anders. Du kannst aber auch Tom sagen. Na okay, weiß ich Bescheid. Der immer Courage und Stärke besaß. Toll. Bigfoot Health. Ich kann es Bill nennen. Alles klar, ihr könnt mich Rick nennen. Alles klar. Ich heiße Rick, für meine Freunde heiße ich Rick. Hey Rick. Hey Morty. Habt ihr alle ausgerüstet, Kinder? Gnu-Milch, was ausgerüstet? Was muss ich ausrüsten? Was muss ich ausrüsten? Achso, dann musst du einfach nur einen aussuchen und dann bereit drücken. Achso, ja, das habe ich gemacht. Sehr gut. Seid ihr alle bereit? Ja. Seid ihr alle bereit? Gleich. Wir sind bereit. Sowas von bereit. Oh, ich muss euch jetzt noch einladen, warte mal. Okay. Das wird wieder Chaos. So, Einladung geht raus. Achso, wir sind Dings. Okay. Gnu live. Unge, dich kann ich ja nicht einladen, oder? Weil du ich bin auf YouTube. Ja. Ich bin der. Okay. Bin der, also seltsame. Du bist bei der Konkurrenz, ja, okay, das merke ich mir. Oh, scheiße. Jetzt das war's dann. Nochmal fühle ich mich mit dir. Es ist gut, dass Unge auf YouTube ist, dann zieht er uns keine Zuschauer hier weg. Ehre. Wow, Konkurrenzgedanke ist da. Bitte grillen Zirpen jetzt. Warte.
Ja. Mann, Spaß. Nee, also sorry, ich finde das nicht lustig. So. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Oh, nein, es klopft wieder. Ja, wegen okay. mir Abfahrt in 3, 4, 3. Scheiß doch. Ihr Abfahrt. Rinder! Let's go. Oh, ich bin bereit. Ich auch. Und wir müssen auf die deutsche Synchro bzw. die Sätze achten, die sind wichtig. Es ist wichtig, die Fallen zu verdecken, so dass Bigfoot sie nicht sieht. So, wer liest vor? Papo, ja, der Synchronsprecher. Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Vor einer Woche passiert etwas Schreckliches in Redwood Park. Die Leichen von 4 Personen wurden gefunden. Eine Frau mittleren Alters und 3 College-Studenten, welche von einer unbekannten Kreatur verstümmelt worden sind. Der Vorfall wurde als Unfall abgestempelt, aber es wurden Beweise gesammelt, welche darauf hinweisen, dass es komplett anders passiert ist. Es ist Zeit, dass eine neue Ermittlung stattfindet. Ey, du hast den Satz sogar zu Ende. Warum finde ich Pupse so lustig? Ich weiß auch nicht, aber Pipi Kaka-Humor funktioniert immer. Ja. Es ist egal welches Alter, es funktioniert immer, außer bei meinen Eltern. So. Ja, wer erklärt lass uns alles? Campen. Ich würde sagen, einer, damit es nicht zu chaotisch wird. Was denn? Ja, du erklärst. Okay. Mama Gnu nimmt an die Hand. Mhm. Okay, so. Also, du siehst ja hier das Fensterchen, was du alles machen kannst. Im Endeffekt ist eigentlich nur Kuh wichtig und das Inventar, würde ich sagen. Alles klar. So, wir sind jetzt hier in unserem Lager und da machen wir es so, du hast zum Beispiel Fallen, da kannst du dir schon mal ein paar mitnehmen. Hier ja. unten zum Beispiel. Guck mal ganz kurz, wenn ich hier rumlaufe, ob die Umgebungslautstärke gut ist. Ja, doch, das passt. Das Rascheln der Büsche ist von der Lautstärke gut. Sehr schön. Ein Tablet. Genau. Wo sind die Fallen? Die haben jetzt mal alle anderen Egos mitgenommen. Ehrenlos. Aber, ja. Ey, guck mal, ich stell die hier auf, Junge. Guck mal, ich stell die mal auf. Pass auf, dass du nicht reintrittst. Ich sehe sie in die Alter. Hab eine Falle. Ja, die brauchen ein bisschen, um zu spawnen, deswegen. Ich muss auch irgendwas ablegen. Okay, ich nehme ein Tablet mit. Genau, nimmst ein Tablet mit, da kommen wir hier mit rein. Also ich würde mich bezüglich der Rollenverteilung, ich würde mich um wieder die Leuchtgeschosse und um Munition kümmern. Gnu, du hast das letztes Mal super gemacht mit den Fallen und dem Fleisch. Genau, ich will nur kurz mal Unge erklären, was alles so geht. Guck mal zum Beispiel hier, du kannst diese ganzen Sachen durchsuchen, ganz unten findest du Munition. Da muss man wirklich immer schauen, weil wir später echt Munitionsknappheit haben, dass man alles durchsucht und alles mitnimmt. Hier sind zum Beispiel Signalfackeln, die sind später ganz wichtig, weil Signalfackeln und Signalpistolen, die schrecken den Bigfoot sofort zurück, wenn du einmal drauf schießt. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn von seinem Rage gegen uns aufzuhalten, weil sonst prügelt er einen tot. Das heißt, wie so ein League of Legends Spieler. Ja genau, ist wie so ein Typ, der nach der Disco zu viel gesoffen hat. Und wenn du quasi... Und wenn du halt quasi merkst, ey, der lässt jetzt von einem von uns nicht ab, dann kannst du zum Beispiel so eine Signalfackel anmachen, auf ihn draufschmeißen. Dann lässt er ab und dann geht er erstmal für eine kurze Zeit. Okay, okay. Dann haben wir hier noch Kameras. Die Kameras stellen wir eigentlich immer, da wo ich gerade bin. Kannst du mir sonst eine holen? Die stellen wir immer neben die Fallen auf, weil die Fallen machen am meisten Schaden. Und die Fallen stellen wir gleich, wenn wir rausgehen, immer an bestimmte Orte auf und legen ein Fleisch drauf. Okay, okay. Weil dann läuft er rein. Wenn zum Beispiel Bigfoot auf uns zurennt, machen wir es meistens so, dass wir eine Falle vor uns platzieren, damit er reinläuft. Weil die Schüsse machen nicht so viel aus. Heißt, wir müssen immer Fallen auch bei uns haben. Also nicht alle jetzt irgendwo draußen platzieren, sondern immer ein bisschen was dabei haben. Du kannst dir gerne mal hier die Kameras nehmen hier unten. Hast du auch beide? Einen, die ruhig. Ich habe eine schon. Ja, nimm dir ruhig ein bisschen mehr. Hol dir was. Hier liegt auch noch eine Knarre und ein Medipack. Genau, Medipack kannst du auf jeden Fall mitnehmen, Unge. Die sind ganz wichtig. Die müssen wir auch echt gut aufsparen. Ja. Und hier hinter dir siehst du quasi die Teenager, die getötet worden sind. Die müssen wir finden. Okay. Wie du mich da anschaust. Okay. Passend dazu, guckt mich gerade auch an, gruselig. Aber völlig entspannt. Okay. Ja, ja. Menschen? Okay. Also was? Jetzt treffen wir uns mal kurz vorm Van. Jetzt können wir sagen, was ihr alles so dabei habt. Was hast du dabei, Unge? Erzähl also, ich habe so eine G17 dabei, die aber ohne Munition, oder habe ich die in der Tasche? Warte. Ich kann dir Munition aber geben. Ja. Warte, was brauchst du für eine Munition? Ja, Pistolenmunition. Pass auf, ich gebe dir mal Pistolenmunition. Dankeschön. Jetzt habe ich 40 Muni und habe nachgeladen. 10 im Lauf. Sehr gut. Und jetzt zielt er auf dich. Gnu? Das ist okay. Ich bin Rick. Der Typ, der seltsam guckt, hat auch noch eine Knarre. Aber wirklich, gell? Ist der gruseligste von allen. Was hab ich noch dabei? Ich habe noch dabei eine Falle, 2 Kameras, ein Messer und ein Erste-Hilfe-Set. Hört sich sehr gut an.
Was hast du alles dabei, Teddy? Messer, Tablet, Zitten habe ich, tolle Patronen und sonst eine Erste Hilfe und halt wahnsinnig viel Munition für alle. Alter, du erzählst was über einen großen Charakter, deiner reißt die Augen auf. Wie so ein Psycho. Ja, aber du guckst auch, als ob du irgendwie wie so ein Schwalbe, wenn es blitzt. meine Gnomilch tut halt weh, ne? So, wow. Papo? Ich gehe den Miki suchen. Was hast du dabei? Ich hab ne Sniper! Oh Gott! Ey, die Muni ist wichtig! Oh, sorry. Ich geb dir Muni. Warte, ich geb dir Muni. Okay. Also. Die 7-6er. Ich meine. So, ich bin mal ganz kurz gemutet für den Chat jetzt. Ich habe den Titel geändert zu Bigfoot und Phasmophobia. Wir spielen erst Bigfoot, wusste selber nicht, und danach spielen wir Phasmophobia. Küsse gehen raus. Ich bin gespannt auf das Spiel. Es ist aber auch gruselig. Du siehst ja unten die Karte. So, eine Frage ist jetzt noch. Wo ist Fritz Meinecke und ist das hier Seven vs. Wild? Es fehlt auch noch Survival, Marin. ein Pusteblume. Kennst du den, seine TikTok? Ja. So geil. Okay, also, du siehst ja die Karte unten. Die ist komplett leer. Die müssen wir jetzt komplett abgehen, weil da finden wir halt, wie gesagt, verschiedene Lager, ganz viel Munition. Und im Bestfall rennen wir jetzt sofort los wie Gestörte zum See, weil da gibt's den meisten Loot und Bigfoot jagt noch nicht. Weil wenn der kommt, sind wir am Ass. Okay, habt ihr schon mal das geschafft? Ja. Okay, ihr seid ja so krass. Also einmal. Oh, ja. Aber wir spielen es jetzt nochmal, weil dann verstehen wir alle das Spielprinzip und dann können wir nachher uns gegenseitig den Arsch aufreißen. Oh, und eine Sache, die mich das letzte Mal super genervt hat. Es gibt Fallen. Also es kann sein, dass manchmal so ein Baum umfällt. Ja. Und es gibt auch Fallen, die gelegt wurden. Wenn du da reintrittst, das ist sehr nervig. Aber sind die Fallen nur die wir gelegt haben oder auch, andere? Nee. Okay. Von Bigfoot oder wem auch immer. Ja, der legt die auch. Ja. Wie mache ich meine Taschenlampe an? Mit welchem Knopf? Mit F. Ah, für Flashlight. F, viel Licht. Gut. Für oh Mann. Für ganz viel Licht. Pflicht. So. Licht? Aber da gab es noch mal ein Spiel früher. Genau, wir sammeln erstmal alles und nachher können wir ein bisschen aufteilen, wenn ihr wollt. Nein, ich behalte alles für mich. Nein? Doch. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Wer legt denn eine Patrone in die Mikrowelle? Das war dann wohl ich. So. Ist die Taschenlampe für immer, also kann die leer gehen? Nee. Also macht gar keinen Sinn, die auszuschalten, oder? Oder findet Bigfoot schon? Wenn Bigfoot kommt, würde ich sie ausmachen, ja. Aha. Der riecht einen dann nämlich nicht mehr. Ach so. Stay alive, okay. Nice. Und in den Häusern gibt es auch immer wieder mal so einen Spind, wo du einen Code brauchst. Und der Code ist meistens in dem Dorf irgendwo da verteilt. Mhm. Und da gibt es dann natürlich noch ganz geilen Loot raus. Und Autofahren kann ich nicht, ich habe nämlich keinen Führerschein. Same. Hast du wirklich keinen Führerschein? Nee, leider wirklich nicht. Peinlich, oder? Nö, nicht peinlich, aber ich meine, wenn man es nicht braucht. Ich glaube, eure Insel ist ja nicht so groß, ne? Ja, aber hier kann man wirklich guten Führerschein gebrauchen. Wirklich sehr gut. Ja, hat mir Maxi schon erzählt, auch schon zu Maxi gesagt, ey, do it. Ich habe angefangen mit Führerschein, aber dann kam Covid und dann habe ich keinen Bock gehabt, in die Fahrschule zu gehen und so. Und dann habe ich es nochmal verschoben. Ja, gut. Aber einfach nie gebraucht oder nie gewollt? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich hatte mal einen Führerschein. Oh, aber Ende dann, der Geschichte. Genau. Dann hatte ich keine Lust, ein MPU ach zu so machen. So ist so das. So ein Ding ist das. Ja. So, ganz kurz. Peter, ich gehe mit Ruby zu der Falle. Sie braucht ein wenig Hilfe. Sei vorsichtig, hat Monika geschrieben. Okay. Wollte auch nur sagen, hier liegt noch ein Zettel. Peter, ich kann dich nirgendwo finden. Ich habe Rubys Tagebuch gefunden, habe es gelesen, aber nicht mitgenommen. Schwein. Bringen uns die Nachrichten was? Ja, teilweise schon. Sage ich dir, was ich gelesen habe. Triff mich beim Wasserfall. Okay, ich bin beim Wasserfall. Ruby Bray hat nämlich geschrieben, ich werde nach Bigfoot neben der Marble Fork Cave suchen. Geh nicht dahin. Sei vorsichtig. Ist immer anders oder ist es randomized oder wie ist das? Nee, die sind leider immer an derselben Stelle. Aber auch immer die gleichen Texte? Aber wir haben auch nicht alle gefunden noch. Also es sind noch zwei, ich glaube zwei haben wir nie gefunden. Nee, doch, wir haben glaube ich einmal alle vier gefunden. Nee, einer hat immer gefehlt. Ich warte einfach hier auf euch beim Wasserfall. Auch wenn sie immer an der gleichen Stelle sind, der Spannung halber. Ich lese es mal vor. Ja, hast du gut gemacht. Du hat bist nicht halt funktioniert. Auch so ein, hey, ich finde Teddy ist ein toller Geschichtenerzähler. Ja. Und Bigfoot fängt an zu jagen, sobald es dunkel wird.
er auch am Tag, aber ich glaube, er kommt halt die zweite Nacht, aber dann kann man nicht mehr sagen, wann. Also dann ist einfach aber random. Aber er ist nicht so stark am Tag, oder? Ich weiß es nicht, Kann man schwimmen? Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir jetzt mal schnell zum Wasserfall gehen. Ja, kann ich schwimmen? Kann ich schwimmen? Ja. Sehr gut. So. Unge schwimmt einfach weg. Ich wollte mal gucken, was hier so abgeht im See. Einfach mal im Schwimmen hier. Ein Tag ohne Wasser ist ein verlorener Tag. Okay, dann lass uns mal zum Waterfall gehen. Ach, ihr seid da schon? Bonjour, Monsieur. Comment ça va? Hallo, ich hab was für Sie. Ich würde Ihnen jetzt hier die Gauge geben. Was willst du geben? Und, guck mal, ich habe noch was für Sie. Ein Mango. ich kann dir auch was geben. Guck mal. Nimm es. Halt genommen. Guck mal auf dieses Schild hier. Ja. Oh, soll ich ein Foto machen? Ihr seht irgendwie gleich aus. Ja, Mama. Hallo. Warte mal, ich mach mal ein Foto, ja? So? Warte. So, Vorsicht, hier können Überfallen sein, ne? Warte. Sieht man die gut? Warte. Nee, das ist blöde. Okay, super. Perfekt. Ich hab ein Foto gemacht. Ist hervorragend. Aber gerade wenn du einen Baum fallen hörst, dann lauf einfach weiter und nicht stehen bleiben und gucken, was es ist. Aber jetzt seid ihr ja gar nicht zum Wasserfall gekommen, ihr zwei Süßen. Nee, die machen irgendwelche Sachen im Wasser. Junge hier die Muni aufholt. Na gut. Gnu hat mich einfach fehlgeleitet. Ich würde jetzt Unge mal kurz mitnehmen. So, komm mal mit. Na Judy, dann gehe ich mal hoch zum Wasserfall, ne? Mal gucken, ob da oben vielleicht zufällig irgendwer liegt oder so. Nein, Unge darf es entdecken, halt. Achso. Nein, er darf es entdecken. Ich wollte immer schon mal, dass Unge eine Leiche sieht. Ich wollte gerade sagen, es ist so schön, dass er einfach so ein zerstückeltes Menschwesen finden darf. Ja, das ist machen Stuttgart. Das machen doch andere YouTuber auch in Japan ab und zu mal. Du, in Stuttgart ist es genauso, zeichnen Leuten auch immer so ein paar Leichen da rum. Cool. Ist das so? Ja. In Stuttgart? Mhm. Warum? Erzähl mir diese Geschichte, Gnu. In Stuttgart liegen auch immer ein paar Leichen am Schlossplatz rum. Habt ihr nicht den kleinen Schlossplatzkrieg mitbekommen? So, nein. Unge. Oh, hätte Leiche. Das jemand gedacht? Hier, es liegt eine Leiche am Wasserfall. Natürlich. Was? Oh nein, oh, ihr fehlt ein Arm. Eine böse Überraschung. Ruby hat's erwischt. Das kann nicht sein. Ja. Oh nein. Oh nein, Ruby. Oh nein, Ruby. Was ist das? Ruby. Ruby, was ist passiert mit dir? Oh nein. Ruby, wie geht's dir? Ich werde sie... Mund zu Mund atmen hilft. Ich werde schauen, ob ich ihr helfen kann. Mit meinem Messer. Mund zu Mund atmen. Nein, auf sie jetzt noch mehr zu zerfleischen. Hey. Sie ist noch Stücke. Sie ist noch nicht ausgeblutet. Das kann noch nicht so lange her sein. Was sagt er? Ist sie noch warm? Nee, warm nicht mehr, aber noch. Das ist wirklich anders eklig. Wieso kommst du da mit einem Messer raus? Das ist super creepy, das war ein Messer. Das war erst ein Kopf einer Leiche. Alter. Warte mal, ich geb dir noch was, das kannst du, glaube ich, auch gebrauchen für deine Tätigkeiten. Ich hab gar nichts gemacht, dankeschön. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nur ein Messer in der Hand. Ja, also, Ruby wurde aufgefunden, tot, aber noch feucht. Okay, notiert. Das hast du gesagt. Ja. Dann lass mal weiter erkunden, oder? Irgendwie. Ja, aber hey, wenn ihre Klamotten noch feucht sind, kann es auch vom Waldboden sein. Nein, bist in die Falle reingetreten? Ja. Oh nein! Ich würde dich jetzt abschießen. Scheiße, wieso? Sag mal, das ist neben der Leiche. Wieso bin ich reingetreten und du nicht? Du machst es viel besser als ich. Oh nein. Ja. Ich muss dein Leid beenden. Nein. Hilfe. Du bist dann gleich aber noch warm und feucht, ne? Oh nein. Ja, weil ich gerade eben im See war. Du hast richtig aufgepasst. So, ich muss doch mal ganz kurz die Lautstärke doch ein bisschen runter machen. Weil... Ich muss da nochmal ganz kurz, ganz schnell weg. Wir teilen uns schon auf, oder? Ja, wir teilen uns jetzt, wobei es mittlerweile eigentlich relativ spät ist, ne? Also sobald es dunkel ist, würde ich sagen, lasst uns unbedingt jetzt mal vielleicht schon Richtung Camp wieder gehen. Was für ein Camp? Das, wo wir eben waren, oder das Tipi-Camp hier, wo ja, ich bin? Ja, ich würde sagen, da, wo der Fluss ist. Mhm. Weil jetzt wird Unge gleich
von Bigfoot das erste Mal richtig entjungfert. Oh. Bitte? Ja, du wirst ihn das erste Mal sehen. Ach so. Aber sonst ist es ein schönes Spiel. Ja. Ich weiß nicht, ob du es auf YouTube bringen darfst, aber... Ich darf hier alles bringen. Ich habe gerade noch eine Leiche gefunden. Ich wusste gar nicht, dass sie hier liegt. Echt? Und ein Zettel daneben. Ist das Bigfoot oder ist das Teddy? Nein. Nee, es sieht nicht danach aus, als wäre viel übrig. Ich ging tief in den Wald. Bitte suche nicht nach mir. Ich brauche Zeit für mich selbst. Danke, ich liebe euch alle. Erzähle es meiner Familie. John Coleman. Das klingt auf jeden Fall wie so eine Nachricht, wo du nicht nachforschen solltest, was passiert ist. Ja. Alter, der sieht aber echt entspannt aus, wie er gestorben ist. Der hat richtig schön die Augen zugemacht. Ganz ist so ein Kratzer im Schlaf eingeschlafen. Also wirklich, das klingt für mich jetzt überhaupt nicht. Oh, ich hab mich erschrocken, da waren gerade so Vögel. Ja. Okay, ich komme mal zu euch zurück. Ich habe den Funkturm gefunden. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht so relevant. Ja, wo gehen wir hin? Wieder zum Ofen, ich weiß nicht. Hab auch Scheiße, noch zwei Leute. Es ist Nacht, Leute, es ist Nacht. Ja, jetzt wo seid ihr denn? Ich bin hier irgendwie unten. Oh nein. Ich komme hier nicht runter. Beschützt, Unge! Nein, sind hinter mir. Wer ist hinter mir? Ich höre Fußspuren. Fußspuren? Ich höre Fußspuren. Ich höre Fußspuren. Sag mal, hier ist überhaupt kein Dorf. Oh, schreit! Shit! Bitte, ich will zu meiner Mama. Ich bin in seine scheiß Höhle gefallen. Ich hab eine Axt. Okay, super. Ich glaube, das hilft nicht. Bin ich ehrlich. Was ist denn hier? Doch, ich hab Vikings geguckt. Der Ragnar macht mit der Axt alle fertig. Oh, hier ist immerhin eine Hütte. Ja, Lert, mach Tür zu. Wie ist die Tür? Okay. Oh nein, mach die zu. Wie ist die Tür? Ey, mach die. Kann der hier rein ins Haus? Kann der hier rein? Guck mal, hier ist noch eine Waffe. Okay, nehme ich die. Also nur schon wieder eine Pumpe. Eine Shotgun, hallo? Ich habe auch Shotgun-Muni. Was war das? Ja, ist durchs Fenster gesprungen. Ich habe eine Rolle durchs Fenster gemacht. Okay, sorry. Panik? Okay, also ich würde sagen, ich stelle jetzt draußen eine Autobatterie auf. Oh fuck, ja. Leute. Fuck, ich bin allein hier draußen. Ja, tschüssi. Ciao, Gnu. Fuck, ich finde nicht mehr zu euch. Ich muss ins Dorf, ne? Ey. Ist aber schlecht. Also auf unserer Hütte steht Help. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Ich habe eine Shotgun, ich bin bereit. Hast du, wie viel Schuss hast du? 5 von 7. Warte, ich gebe dir noch was. Mehr brauche ich überhaupt nicht, aber okay. Ich habe jetzt hier eine Autobatterie hingestellt. Wenn der kommt, dann schieße ich drauf. Oh, explodiert die dann? Ja, die stunt den stark, wohl. Dankeschön. Ja. Ist hier eine Autobatterie, war das nicht was wir gebraucht haben? Oh nein. Oh, er kommt. Komm rein! Ich komm nicht rein. Der Typ. Ja, drauf. Wir stehen auf. Rein! Er kommt wieder mit dem Schild! Oh nein, nicht schon wieder mit dem Schild. Wo ist er? Ich hab doch ein Schild mitgebracht. Wo ist er? Hey, er ist nicht mehr draußen. Aber ich hab ein paar Schüsse reingegönnt. Ist er auf dem Dach? Ich glaube, er hatte Angst. Komm zu mir! Wo bist du denn? Fuck my life! Fuck my life! Bist du weh? Hilfe hier! Da ist Dusche! Schnell! Oh mein Gott, lol. Lol, yeah. So, ich hab ihn angezündet. Die Drecksau. Wir haben mich schon relativ gut verwundet. Ja, die Sau. Ich stell jetzt eine Falle auf. Wartet. Ja. Ich stell hier eine Falle auf. Vorsicht. Ja, und dann immer so, dass er quasi auf euch zurennt und die Falle direkt vor euch ist. Okay. Hat jemand eine Heilung? Ja, ich hab Heilung. Wäre es nicht sinnvoller, die Falle bei dem Haus aufzustellen? Oh, er kommt. Er kommt ja gleich. Könnt ihr mich heilen? Schnell. Ich hab ein Medipack, hat jemand mehr? Warte, ich mach, warte. Heal yourself. Nee, so. Danke. Okay. Jo. Boah. Stellen wir jetzt eine Kamera daneben oder wie war es? Machen wir den Plan mit den Kameras. Nee, wir warten. Da kommt. Ja, er ist drin. Hier ist drauf. Voll drauf. Oh, es ist viel zu laut. Sorry, Chat. Das schießt. Ich geh wieder auf mich, das hab ich wieder getan. Ich sag, was meine Falle war. LOL. Es war meine Falle, fuck you. Okay, warte. Oh, holy shit, der hat sich aufgespießt. Okay, wir brauchen schnell die roten Lichtpatronen, Oh Gott, das ist so laut. Nein. Hab ihn. Hä, ich hab ihn angeschossen. Wieso haut er nicht ab?
weil er noch gestand war. Alter, bin ich im Arsch. Ey, erstmal, Entschuldigung an meine Zuschauer, ich habe diesen Pistolensound so unterschätzt. Der ist wirklich sehr laut gewesen. Boah. Okay, Vorsicht, nicht nach hinten gehen, Gnu. Da ist eine Falle! Stopp! Ach so, da liegen direkt zwei. Okay. Da liegen direkt zwei. Die ist kaputt, die ist kaputt. Die ist kaputt. Er hat mich angegriffen. So, bei mir ist eine Falle, Leute. Bei mir ist eine Falle, Leute. Hier ist eine Falle. Genau, sehr gut. Lock ihn hierher, lock ihn hierher. Naja, ich bin dran vorbeigelaufen. Ja, ungelockt ihn super her. Ja, nice, er ist drin. Du kleine Drecksau. Ja, Alter, nice, Drü. Er geht wieder auf mich, er geht auf mich, ich bin gleich tot. Nee, ich glaube, er will meinen S. Er will meinen S. Er will meinen S. Er will dein S, ja. Er will kann dein S. Hochhelfen? Ich habe keine Heilung mehr. Ey. Nein. Aua, 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 aua. Haben wir noch irgendwie eine rote Lichtpatrone, um ihn wegzuscheuchen? Ja, ich habe die, aber ich kann sie höchstens. Ich habe ein Messer. Ich werde die jetzt messern. Hat jemand eine Axt, Leute? Nu, komm her, ich geb's dir. Kann ich mir eine Axt verletzen? Warte, ich habe eine Signalfackel. Ach so. Ja, mit der Axt kannst du ihn auch verletzen, ja. Kann mich irgendwer aufheben? Sehr gut. Oh Gott, danke. Oh. Ich zieh mal ein erstes Pack rein. Boah, alter Schwede, ey. Linke Maus ist hier, Friend. Rechte Maus ist hier. Patronenmuni? Patronenmuni? Ja. Meinst du für Schrotflinte? Nee, normale für Pistole. Ich hab auf jeden Fall ein bisschen was. Warte, ich guck. Ich hab keine. Ja, ich hab noch. Komm her. Wo bist du? Ich hab noch. Okay, und dann lass mal weitergehen, oder? War doch ein schöner Ausflug bis jetzt. Das war bis jetzt richtig cool. Aber guck mal, wir haben ihn ganz gut. Der hat richtig wenig Leben. Naja. Ja, voll. Also die sind richtig gut gemacht. Auch mit den Fallen. Ich habe zwei Fallen gelegt, aber die waren dann irgendwie kaputt. Warum? Warum waren die kaputt? Weil wenn er einmal reinsteigt, dann können wir die nicht mehr verwenden. Mm. Ja. Ich habe jetzt noch eine Falle. Und wir brauchen unbedingt Heilung. Wir sind, glaube ich, also ich habe 31%. Ja, wir können halt irgendwelche Dörfer. Warte mal, habe ich noch Heilung? Nee, ich habe nichts mehr. Vielleicht da hinten ist Licht. Ja, da hinten, perfekt. Dass wir uns so ein Richtung bisschen Norden aufteilen vielleicht. Ja, jetzt ist er Tag. Jetzt konnte er eigentlich nicht. Okay, kann er sich heilen? Ja, er heilt sich jetzt bis maximal bis zum grauen Schreiten. Oh, das ist aber auch ehrenlos. Ja. Dass er ihn einfach heilt. Wir sollten ihn suchen, wenn er schläft. Wir sollten ihn handeln, ja. Und dann letztes Mal haben wir ihn sogar gehandelt, ne? Weil er nur irgendwie so zwei Schüsse abkonnte und dann haben wir ihn gehandelt. Aber weiß man, wo er sein könnte? Hat er so. Oh! Er schreit. Oh, er ist in meiner Nähe. Oh. Komm zu uns, Knut, du bist alleine, komm zu uns. Ich dachte, wir teilen uns zusammen. Oh, hier ist ein Wolf, aber keiner hat sich für mich entschieden. Ja. Wolf gibt Fleisch. Oh. Und ein Bär? Ja, Forsythe, hier gibt es auch übrigens Bären und so, die euch. Können. Ja. Alter Jagdturm, okay, sehr gut. Hast du alles gelootet aus dem Turm? Ja. Oh, hallo, Fox. Ja, tötet die Tiere, weil die geben halt uns Fleisch. Das brauchen wir, weil wir es auf die Falle legen müssen, sonst. Oh, den habe ich weggeschnetzelt, den Fuchs. Haha, weg sonst, mit dir. Sonst läuft er nicht in die Fallen. Okay. Wenn Gnu sagt, tötet die Tiere, es klingt einfach wunderschön. Es sind virtuelle, das darf man. Oh, alles klar, René. René hat mir gerade einen Tipp gegeben, ich soll die Motion Blur auf 0 stellen. Auf jeden Fall, ja. Weil das habe ich nämlich nicht gemacht. Bewegungsunschärfe, boom. Okay. Vorsicht, ich höre ihn Fallen bauen. Dankeschön. Ist richtig. Mach mal wieder TikTok. Ekelhaft. Ja, ist richtig gruselig. Oh, ich sehe ein Reh. Ich sehe überhaupt nichts. Gibt es hier mal irgendwo was zum Looten? Hä? Oh, lol. Ich finde wirklich nur Munition. Kein Dorf. Kommt man hier gar nicht rein? Ich bin hier vielleicht noch. Jo, immerhin. Oh, da fallen Steine vom Berg. Ach du Scheiße. Echt? Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, das war so eine Steinfalle scheinbar. Ich bin an so eine Wand rumgelaufen. Auch Fleischi. So Steine runtergefallen. So, ich habe ein Erste-Hilfe-Kit gefunden. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wie viel hat denn jeder so? Ich hab Ich hab jetzt noch eins. Ich hab auch keins. Nee, ich meine an Leben. Achso, ich hab 80. 31. Ich hab noch 69. Leben am Limit. Spring da jetzt hoch, das ist doch nicht. Oh, Bibi. Das ist doch nicht Call of Duty, spring doch da bitte hoch. Oh Gott, das ist doch Call of Duty, scheiße. Ein Igloo! Hallo.
Ein Unk. Ein guck mich nicht so an, okay? Wir sind von derselben Gattung. Nein, wir sind das Gegenteil, wir sind nicht rückwärts. Du kannst meine Milch trinken, ohne dass was passiert. Na gut. Emotion ist ganz, ganz weit voneinander das entfernt. Ganz, das ist auch ein bisschen weird, aber ich find's irgendwie nice. Komm, gib mir noch ein Dorf, Baby, gib mir ein Dorf. Gib mir ein Dorf, Baby. Komm schon, Baby, gib mir noch ein Dorf. Was hat denn hier der Bigfoot gemacht? Das ist aber auch eine wilde Sache. Oh, Gitarre. Oh, ein Mango. Er hat sich gerade geheilt. Er hat sich gerade ein bisschen geheilt. Ja, oh ja. Habt ihr irgendwie noch Heilung? Nö, gell? Mm-mm. Ich glaube, bei mir ist ein Bär. Was passiert, wenn man bei 0 ist? Kann man aufgehoben werden und dann hat man wie viel? Ich glaube, bei 10, bei 0 bist du einfach tot. Ah, okay. Ich glaube, du kannst aber auch nur aufgehoben werden mit Medipack, oder? Ja. Ah, okay. Und das heißt, wenn einer von euch stirbt, müsst ihr zugucken? Ja. Hm, okay. Ja. Oder wenn ich sterbe, muss ich zugucken. So ist es. Genau, deswegen, wenn ich eine Falle aufstelle, wird er danach auf mich losgehen. Das heißt, dann vielleicht wirklich direkt eine Signalfackel auf ihn draufschmeißen, weil sonst bin ich direkt tot. Ja. Ja. Oder wir lassen es einfach. Nein. Na gut. Wollen wir den Satz vollenden mit und heben uns das auf für was Wichtigeres? Oder? Hey, ihr Schweine! Hier sind Schwierigkeiten vom Berg gefallen. Ich würde schon sagen, für wen Wichtigeres? Uhu. Oh. Ich habe ein Uhu gesehen. Uhu. Okay, ich habe jetzt 4 Ersthilfe-Pakete. Okay, ein Hausi! Ich finde einfach gar nichts. Ich finde wirklich nur Munition. Ich finde einfach nur Munition. Oh, er hat eine Falle gebaut. Ja. Ah! Aber wie erkennt man die Fallen? Oh, ja, hier ist ein Zeltlager. Bitte sag mir, dass wir hier noch nicht waren. Oh, geht doch schneller durch, ey. Hier waren wir noch nicht. Danke. Ja, wir waren hier wirklich noch nicht. Sehr gut. Gib mir was, Baby. Okay, wo ist denn hier der Zettel? Der muss ja irgendwo. Oh, Ersthilfe-Pack, sehr gut. Wisst ihr den Code noch da, wo ich gerade bin, in dieser Hütte, wo wir zweimal draufgegangen sind? Nee, weiß ich nicht mehr. Ist ja schon Äonen her. Naja, so lang ist es jetzt auch nicht. Ich finde wirklich nur Munition. Eine Woche her, ne, oder? Ja, glaube. Ja. Es ist nur Munition, also perfekt. Dann komme ich jetzt zu euch. Okay, gibt es hier vielleicht einen Hinweis? Also ich finde den Zettel leider nicht mit dem Code. Oh, hier sind wieder Steine. Die sammeln wir ein, verkaufen wir. Steine. Wie ein Rust. Robin House. Oh. Das klang nach in der Nähe bei mir. Oh Leute, ihr seid ja ganz woanders. Oh, gelb, ja. Ich würde jetzt auch mal in den Osten rüberlaufen. Oh, Bigfoot rennt mir hinterher! Hilfe! Oh nein! Hilfe! Wo? War es nicht? Das war ein Baum. Bär. Das war ein Baum. Ach, es war ein Baum. Ich habe das tatsächlich angehört, wie so jemand, der so richtig groß ist und mir hinterherläuft. Boah. Oh mein Gott. Also, ich versuche es zu euch zu kommen, aber. Ich laufe jetzt mal in den Osten. Okay. Vielleicht finden wir da irgendwie was Cooles. Ja, ich laufe jetzt zu euch. Oh, Papa, du bist ja wirklich am Ass der Welt. Was heißt der Totenkopf auf der Karte? Da nördlich von uns. Da haben wir die Toten gefunden, genau. Ah, da haben wir die Toten gefunden. Huch, ich hab gar keine Totenköpfe auf der Karte. Echt? Nee. Sass. Vielleicht Sus. Hast du sie umgebracht. Süß. Stimmt, du bist Sass. Ha, ja. In welcher habe ich die ganze Zeit Bigfoot? Aha! Sie bei Hello Neighbor, dass du dich verwandeln kannst. Ja. Alter, warum ist das Scam auf einmal so gruselig? Es wird dunkel, ne? Wir müssen irgendwo hin, wo ihr mich abholen könnt. Ja. Oh ja, wo gehen wir denn hin? Weil wir sind jetzt hier auf dem Berg. Vielleicht. Ja, ich komme zu euch. Ich würde da, wo mein. Unten zu dem Haus in der Mitte, wo wir uns treffen könnten. Da ist ein Haus. Das Haus direkt nördlich vom Fluss, ja. Ja, wir müssen da nur irgendwie runterkommen. Ja, einfach springen. Also mal hier irgendwie, können wir nicht springen. Nee, springen ist immer ganz schwierig. Man bricht sich schon bei 2 Metern irgendwie alle Knochen. Einfach einen Gleiter benutzen. Dann stelle ich schon mal alles mit Fallen auf, okay? Also nicht reindüsen. Ja. Okay. Und sobald er auf einen von uns losrennt, müssen wir halt wirklich. Hat jemand noch Signalfackeln oder sowas? Ich habe auf jeden Fall ein Signal. Ja, das hat geklappt. Das geht. Das klappt. Max, hier? Hast du noch Signalpistolen? Oh nein! Mann! Aber es hat mir nur 3 HP gezogen. Alles gut, hat mir nur 3 HP gezogen. Und ich habe einen Tinnitus jetzt, weil ich gefallen bin. Logisch.
Max, hast du auch noch Signalpistolen? Steine. Ich habe auch noch zwei Schuss. Ich habe auch noch zwei Schuss. Okay. Nice. Warte mal, dann mache ich jetzt hier ein paar Fallen davor, ne? Ich immer dieses, ne? Ich habe doch das Haus gesehen gehabt vorhin. Wo sind wir? Nee, warte mal. Wir sind falsch gelaufen, hier lang, ja. Also hier ist schon mal eine Falli. Da tun wir jetzt erstmal alle durchbaiten. Oh, Night 3 hat angefangen. Yep. Ist das das Help House? So, ich mache hier auch noch eine Falle daneben. Ja. Bevor er auf einen von uns losrennt, schieße ich schon mal eine Signalpistole ab, dass er erstmal weggeht. Nee. Erstmal auf eine Falle, oder nicht? Ja, aber nach der Falle, wenn er in deine geht, rennt er auf dich. Wenn er meiner geht, bringt er mich um und ich habe nur 31%. Ja, komm mal her jetzt. Acht auf die Fallen, Teddy. Acht auf den Boden. Yep. Warte, wie mach ich das so? Was war denn das Klopfen gerade? Heal Friend. Ja, danke. Das war Bigfoot, der baut gerade eine Falle auf. Okay. Oh, fuck, was war das? Du bist in die Falle gelatscht. Oh, ist nicht dein Scheiß Ernst. Gnu, ist es dein Ernst? Wer hat denn die da hingestellt? Ich natürlich, hab ich doch gesagt. Aber doch hier vorne nur. Nee, ja, da liegt es wieder eine. Ich stelle mich in die Mitte und dann kann er nur eine von den Fallen nehmen. Wenn er eine Falle läuft, dann würde ich direkt auf den Treibstoff. Ich leg die Falle hier auf dieses rote Gebiet. So. Okay. Drücke E, um die Falle aufzuheben. Drücke E, um Fleisch zu platzieren. Habt ihr Fleisch? Hallo. Da ist eine Falle. Fleisch. Ja, ich mach das kurz. Hier, seht ihr die Falle rechts? Ja, ich mach das. Warte. Ich bring jetzt ins Haus rein. Wollen wir noch Fleisch? Ich bräuchte, wenn, maximal nur Shotgun-Munition. Ich geb dir. Warte, wo bist du? Ah, hast du noch? Ja, ich hab noch. Shotgun hab ich noch 12. Warte. Ich hab 0. Ich brauch nur ein ganz kleines bisschen, damit ich ein paar schöne Shotgun-Schüsse reindrücken kann. Ein paar schöne Shotgun-Schüsse. So, gib mal, wie viel ich noch hab. 4, das war so. Schau mal. Oh, ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Passt. Braucht noch jemand sonst andere Muni? Naja, Muni hab ich auch noch extrem viel, also wer braucht? Ich hab noch... Habo, du noch? Nö, geht die 5er, die 7er. Okay. Und ich habe noch Pistolenmunition. Brauchst du Pistole? Genau. Signalpistole habe, sonst passt es. Ist das das Haus von Bigfoots Mama? Warum? Wieso? Weil hier Big hängen gesehen? Familienfotos. Schau mal über dem Bett. War das ist der kleine Bruder hier. Und da. Süß. Das ist der kleine Bruder. Ja, und das hier? Ich habe nichts geklaut. Oh, süß. Ich höre ihn halt immer noch nicht. Sehr. Boah. Hast du gerade krasse. Oh, jetzt ist er da. Oh, fuck. Oh, er kommt einfach zum Fenster. Er kommt rein, ne? Oh. Ich glaube, er kommt zur Tür rein. Ja, ich mache hier eine Falle in die Tür. Geh mal rechts. Zurück. Ich hab ihn. Da ist jetzt eine Falle in der Tür. Ist okay. Ja, du bist reingetreten. Du bist genau reingetreten. Nee, ich bin nicht reingetreten. Ah, nee, er ist reingetreten. Sehr schön, sehr gut. Sehr gut. Er haut erstmal ab. Oh, er greift mich an. Er hat mich direkt geschlagen. Ich dachte, er haut erstmal ab. Wie du reingerollt bist. Ja, wer ist? Ich bin rausgerollt. Er gibt mir eine Falle rein. So. Yes, nice. Jetzt alle draufschießen. Sehr gut. Warte, er hat mich am Ass. Ja, ich hab ihn. Er hat mich losgelassen. Er geht jetzt. Oh, er will mich. Sehr gut. Holy shit, Naruto Walk. Was war denn das? Da. Ich bin schon wieder am Arsch. Das gibt es nicht. Was will der aber von mir? Oh, ciao. Hat der Bock auf mich? Der kommt, der macht Sachen mit mir. Der macht Wrestling-Move. Alter! So, okay, er ist nochmal gestunt. Er rennt weg. So, meine Munition ist vorbei, ich mache jetzt die Pistole. Alter! Ist er weg? Ja, gerade ist er weg. Ich stelle eine Falle auf. Ich stelle auch eine auf. Wer ist low von euch? Wer ist low von euch? Ich habe 57, das reicht eigentlich, oder? Ich habe 21. Du bist komplett tot? Ich bin komplett tot. Der hat einen Wrestling-Move mit mir gemacht, aber vom anderen Stern. Dann muss ich deine Leiche aber jetzt schänden, tut mir leid. Ja. Deswegen hab ich dir die Axt gegeben. Oh, Mann, wo liegt der? Ich will auch noch was. Ich brauch die Signalsachen, Leute. Ja, ich geb's nicht. Ich droppe die. Wie droppe ich die? Auf E? Er kommt. Oh, okay, rein. Ah! Okay, sorry. Und jetzt auf E? Ach, oh, fuck. Bitte tötet ihn. Ja, den kriegen wir. Oh, er geht rein, ne? Oh! Wie rausgesprungen ist! Oh! Du wirst verprügelt mit dem Schild! Ich will nicht sterben! Nein! Wo ist er? Wer ist er reingekommen? Wie hat er mich erwischt? Oh Gott, der macht einfach einen Chokeslam mit Unge. Ist so hart! Der hat einen Chokeslam. Ich lebe wieder! Du bleibst schön hier. Ich glaube, wir sind hinterher. Papa, ich mach die Pfeilen nochmal hoch. Ich glaube, wir sind hinterher. 57! Oh mein Gott. Der hat 157 Leben. Ja, aber ist das nicht genug? Der ein Schuss macht ungefähr 2 Damage, so gefühlt. Wir müssen die Fallen nochmal ausnutzen. Ach du je. Ja, der kommt nochmal. Mit den Fallen kriegen wir ihn vielleicht.
Ja, alle ja, sofort Max ausgeweitet habt, ey. Wo ist die Vollgas. Aber so Bock. Ich hab nur noch einen Schuss. Hat jemand noch ein bisschen was für mich? Ja, einen ja, Schuss komm, Pistolen-Muni? Warte mal. Ich kann nicht nachladen. Warum ja. kann ich nicht nachladen? Warum kann ich Shotgun nicht nachladen? Versteh's nicht. Weil mich null verstanden. Ah, danke, 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 danke. Okay, haben wir ich hab ein Feuerwerk. Nee, ich hab ein Feuerwerk. Soll ich das hier ne? hinlegen? Ja, das ist ganz gut. Dann geht der nämlich auch. Da liegt's Feuerwerk. Ja, schieß erst drauf, wenn wir ja. ihn. Aber wo ist jetzt meine Signalfackel? Die ist weg. Wo sehe ich die? Wenn du auf Q drückst. Ja, Q, ja. Und dann das unten rechts, also. Ja, ich hab sie. So, genau. und jetzt rauswerfen, wie tue ich die jetzt? Also, du kannst sie anzünden, wenn er kommt, und auf ihn schmeißen. Das setzt ihn unter Feuer und dann haut er ab. Also, ich würde es jetzt noch nicht machen. Ich meine, wie kann ich dir. Ich wollte euch noch eine Signalpistole geben. Oh, drück mal auf mich E. Ah, ja. Geben. Weil dann mache ich das wieder. Das habe ich gut gemacht. Habe ich dir gegeben? Aber dein Charakter sieht einfach nee, ich habe noch keine. Nee, kann ich dir nicht geben irgendwie. Hier steht geben, eine geht nicht. Hast du zu viel? Bin ich ja auch. Voll. Nee, ich habe noch gar keine. Okay, ich gebe dir eine Drohnenbatterie. Das hat geklappt, aber die Signalpistole kann ich dir nicht geben. Ich kann dir die einfach nicht geben. Ach so, nee, nur die Muni brauche ich. Ach so, die Muni. Welche Muni ist es denn? Signalpistolen-Muni, hier. Ja, oh yes, Tag. Danke, geil. Leute, wir sind safe, wir schaffen das jetzt. Das Geile ist, Unge sieht aus, als ob er mit dem Leben schon abgeschlossen hat. Habe ich auch im Real Life. Nu sieht aus, als ob sie bunte Pillen geschluckt hat. Und Papo sieht aus, als ob er dauerhaft Angst hat. Habe ich auch. Ja. Habt ihr noch Heilzeug? Habt ihr noch irgendwas an Heilzeug? Nee, deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt noch die andere Seite der Karte jetzt schnell noch plündern, weil da sind nämlich noch zwei Medkits. Auf geht's. Guter Call. Nein, wir müssen unseren Befallen begraben. Wenn er mal vielleicht gucken, ob er einen Defibrillator oder so findet. Oh, oh, Bigfoot schreit. Na, dann kommt er auch wieder, oder? Nee, der schreit öfter. Sicher? Ja. Ja. Okay. Ach, Gnu, du kannst nicht in jede Falle reinlaufen. Oh, fuck my life. Hilfe, ich bin tot. Fast. Ja, gut, das nur. Was ist Scheiße. Wie hart du geblutet hast. Ja, das höre ich einmal im Monat immer. Okay. Ja, aber schön, dass wir es festgehalten. Nee, alles gut. Es ist ja was ganz Natürliches. Sollte man du musst auch mal über meine Probleme sprechen dürfen. Ohne, dass jeder gleich sagt, oh, oder wie sagt immer Survival Martin, Periode. Ein Tampon. Oh, du hast ein Feuerzeug, Feuerwerk gefunden. Ja. Achtung, Bigfoot. Leute, es gibt keinen Defibrillator in dem Spiel, oder? Frag für einen Freund. Ein Defi. Ich glaube nicht. Oh, ich habe ein Medikit gefunden, das hast du übersehen genug. Oh, sehr gut, dann nimm's dir. Soll ich es mir einfach nehmen? Du hast doch viel weniger Leben. Ja, komm, aber du musst erleben, wie Bigfoot stirbt. Ich habe das schon mal erlebt. Schieb's dir einfach in den Rachen. Dann nehme ich das jetzt einfach. Ich werde es mir jetzt einfach in meinen gierigen Rachen reinschieben. Rein in den Schlund. Zack, 70 Leben. Maschallah. So. Ah, hier hat schon wieder irgendwer Dings aufgestellt. Hier so. Ich habe auch ein Medkit gefunden. Sehr gut. Das war jetzt Karma, glaube ich, einfach. Ja. Weil ich so nett bin. So, Ungilein, dann lass uns mal weiter lungern hier. Was für eine Haarfarbe hast du? Was für ein Harem? Was für eine Haarfarbe hast du? Du hast so graue Haare? Du siehst aber gar nicht so alt aus. Das höre ich öfter. Ja, das ist der Stress von heute. Das ist, glaube ich, hellblond sein. Nee, sieht aber aus wie grau, wirklich. Danke, der Game Welt. Ich aber ganz gut zusammen irgendwie. Ich bin auch ein alter Mann. Stimmt. Ja, süß. Und ich bin euer Sohn. Rick. Ja, dann verstehe ich jetzt, warum du so einen Gesichtsausdruck hast. Ja, ich habe einfach Angst um meine Eltern. Nee, vor deinen Eltern. Ja, und das auch. Läuft man mit jeder Waffe gleich schnell? Oder soll ich ein Messer nehmen, um schnell zu laufen? Ich weiß ja nichts gar nicht. Counter-Strike-Feeling. Man weiß ja nicht, ne? Ich glaube jetzt mit dem Messer, das ist fürs Feeling. Ich habe ein Medkit gefunden. Gnu, wie viel hast du? 41, du kannst es dir nehmen. Ich habe 61. Nimm's dir. Gnu, dreh dich mal kurz um. Na schade, er macht's nicht mehr. Kann ich sie verletzen? Kann ich sie verletzen? Nein, kannst du nicht, hör auf! Okay. Ach nein! Nein! Oh, das ist schon wieder in eine Falle gelaufen, das kann doch nicht sein, Gnu.
mein das Gott. Kann doch nicht sein, dass du in die Falle läufst. Das war, weil ich Angst hatte, dass du mir wehtust. Ich bin Rick, ich vertraue dich auf Rick. Nein! Vor allem, wie du rennst einfach so mit beiden Armen nach unten hängend auf mich zu. Das sieht total gruselig aus. Hat Rick nicht irgendwie Nahkampfschaden plus? Weil ich will ihn messern, den Big Boxen. Aber nicht an mir, versuch's an Papo, der hat doch mehr Heilung. Also kann ich dich doch verletzen? Komm doch her. Nein! Ich heile dich jetzt, Gnu. Wenn ich dich jetzt im Messer stechen würde, würde ich dich einfach durch dich durchstechen? Na, probier es, komm. Ich merke schon, dass du richtig viel Freude hast. Nein, ich mach's nicht. Nein, komm, mach. Ich hab Angst, dass ich wirklich verletze. Okay, ich treffe dich. Ja, ich hab noch. Aha, alles nee, gut. Oh, ich hab dich getroffen. Ja, ich hab kein Ding bekommen. Kein Schaden? Nein. Okay, gut. Danke, Sohn. Ich komm bei ihm direkt ins Gesicht. Hey, Papa, hör auf damit! Nein, nicht den Pizzo. Oh Gott, ey, Streitigkeiten hier. Das ist normal in unserer Familie. Stell dir mal vor, die Familien würden sich einfach so mit Schlägereien irgendwie die Konflikte lösen. Ja, deswegen wurden normal. Wir hier auch ausgesetzt, nämlich. Früher war das so, früher ganz war das so. Normal, da gibt's nichts. Ja. Wahrscheinlich wirklich, ja. Aber fehlen noch zwei Tote. Vielleicht nicht mit Messern, aber so andere Gegenstände bestimmt. Sag mal, was habt ihr vorhin gemeint, was man ausstellen soll? Bewegungsunschärfe. Oder was? Ja, ja. Auf null. Ja. Ja, dann, wenn du dich drehst, ist es angenehmer für den Stream und auch für dich. Ah, okay. Ja. Bei einem Stream durch die Bitrate wird es halt übel verschwommen mit. Ja. Unschärfe. Okay, verstehe. Wischiwaschi. Okay. Ja. Okay, dann ja. Gehen wir mal hier lang. Weil ich glaube tatsächlich, die freien Fleckchen, da kann schon noch sein. Und oben haben wir auch noch gar nicht erkundet, gell? Wir sollten eigentlich mal hochgehen, Leute. Sollen wir das machen? Hier hoch oder wo? Also die Karte oben haben wir noch gar nicht durchschaut. Ja, können wir machen, dann lass uns jetzt hochlaufen. Let's go. Oh, schon wieder Steine. Es fallen immer Steine. Speichern, Leute. Genau, ich muss speichern. Guter Punkt. Was ist denn speichern? Ich kann speichern, damit wir hier wieder landen können, falls wir jetzt alle dumm sterben. Hättest du nicht speichern können, bevor ich tot war? Ja. Tut mir leid. Oh, Knu, das ist echt. Speichere dich jetzt hier. Sie speichert erst, wenn du tot bist. Oh nein. Also so, nächstes cool. Mal dann zu dritt, ne? Teddy ist tot, wir können speichern. Perfekt. Oh. Ein richtiger Bitch-Move, tut mir leid. Hättest du einfach mit dem Speicher nicht ansprechen sollen. Ja, das war meine Community. Wir haben gesagt, jetzt ist Max weg, jetzt speichern. Der Bigfoot hat wieder über 200 Leben. Die Musik. Wir hätten ihn nicht entkommen lassen dürfen. Ja, die Snitch. Der Papo wollte ja hunten. Ich weiß auch nicht, wer da gesagt hat, mach nicht. Ja, ihr wolltet, dass ich nicht hunte. Ja. Hast du aufgegeben, Papo? Du kannst nicht aufgeben. Nein, ihr habt gesagt, ich soll nicht. Und dann nein, hab ich mich, hier gerade den Stein zu überspringen. Mama, Papa. Du hast aufgegeben, ja. Den Stein zu überspringen. Ich hab's geschafft. Wow. Let's go. Niemals aber auf. Ich war trotzdem schneller als du. Das musst du mal auch so sehen, ne? Die Frage ist der schnellere Weg der bessere? Oder der mit dem coolsten Sprung über den Stein? Das ist eine sehr gute können wir eine Abstimmung Frage. Machen in der Community, oder? Let's go. Komm, wir gehen mal hier runter, da waren wir noch nicht. Meine süßen Mäuschen, kommt schon! Ich geh jetzt erstmal hier hoch. Ich will erstmal gut aussehen. Oh, da ist ein Baumhaus. Oh, da würde ich ja so gern reingehen. Oh oh. So, Knu, viel Spaß mit dem ey, Boy. Das ist so unangenehm. Da ist auch noch eine Autobatterie in der Ecke. Die war voll dem ganz geil. Boy. Ja, die hat ziemlich lange gestunt, ehrlich gesagt. Mhm. Dann ja, ist er, die war echt gut. Ist er tot, wenn wir den. Oh, hier, yeah. Hier hätte ich lieber gelebt. Hier. Als in dieser Hütte, wo wir waren. Hier ist schön. Ach so. Schu. Hört auf, euch da jetzt einzuleben, Mann! Oh, hier fühle ich mich aber wohl. Nein. Doch, hier habe ich eine gute Aussicht. Es ist so schön, auch ein bisschen bewachsen und so. Also Glamping? Ja, es ist einfach nur toll. Was? Blamping? Glamping. Glamping. Was ist Blamping? Glamping ist Glamour und Camping. Also ist alles schön und edel. Glamour. Und Glamour und Glamping. Bei mir ist cooler. Ich habe hier oben so einen Safe-Spot gefunden. Und ein Vogelhaus. Du weißt, was das heißt. Firewatch Tower. Es sollte zu mir kommen, Leute. Ich bin schon gleich da. Da musste man da nicht die Batterie irgendwie benutzen? Ich glaube, wir wurden verarscht an der Stelle, muss ich sagen. Echt jetzt? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht. Wir können es nochmal ausprobieren. Ich habe die ja noch dabei. Chat, wurden wir da verarscht? Oder kann man wirklich an irgendeinem Turm diese Autobatterie einsetzen? Okay, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. Und es wird langsam dunkel. Nein, es ist nicht langsam dunkel, es ist jetzt dunkel. Und ich bin allein. Ja. Tschüss, Unge. Oh nein. Hey. Tschüss, Papa. Pass auf, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich mal wieder besoffen nach Hause komme. Vorsicht, hier liegt eine Falle. So, also wie mache ich das jetzt hier? Oh, es ist sehr dunkel.
Leute, also wir haben so viele Fallen, wir haben so viel Fallen und Feuerwerk irgendwie hinten in unser Haupthaus gelegt. Jetzt sind wir woanders. Oh nein. Ich hab die alle mitgenommen. Ach so. Oh Gott. Auf Mama Gnus Palas. Oh nein. So, ich stelle hier auf die Treppe, stelle ich noch so ein Ding, ne? Leute, ich hab so Angst. Ich mach jetzt mein Licht noch aus, damit das noch gruseliger ist. So. Ach, da kommt man gar nicht rein in das Haus, oder wie? Oh, oh, okay, jetzt bin ich zu dunkel. Ah, doch. Okay, ein bisschen Licht muss ich noch anmachen. Oh. Hm. Ein Schusswaffe. Ich hab auch noch eine Falle. Die stelle ich noch nicht auf. Ich glaube, ich warte erstmal ein bisschen, ne? Ja. Ich muss Licht dunkler machen. Junge, du solltest dich jetzt beeilen. Ja, ja, ich habe mein Licht kurz dunkler gemacht für die Atmosphäre. Will dir ja keinen Stress. Ach, wir können auch Vorhänge zumachen, Leute, gell? Was können wir? Wusstet ihr das? Wir können Vorhänge zumachen, dann checkt er nicht, dass wir hier sind. Ja, der ist ja ganz schön schlau. Er kommt! Ich bin da. Gut. Vorsicht, das sind Fallen. Papo, ich glaube unten bei der Mülltonne oder so. Gnu, dreh dich nicht um, Gnu. Da irgendwo ist, glaube ich, der Zettel für den Code. Sollen wir mal alle Vorhängchen zumachen? Vielleicht haben wir Glück. Ja, aber wir wollen ihn noch töten. Ja, aber vielleicht also, kommt er nicht hier rein. Ich sehe Potenzial, dass du da noch das lootest, genau. Da müsste eigentlich irgendwo der Zettel sein. Oder er ist geradeaus weiter hinter. Nach links. Also den Weg entlang laufen. Ich glaube, da war der. Aber das ist jetzt vielleicht dann doch ein bisschen zu risky. So, Kinder, Schlafenszeit, Mann. Alle in eure Fenster lehnen. Oder holst ihn echt her, ne? Du wirst es wissen. Ne, er hat Bock. Guck mal. Oh, er hat Bock. Oh, oh. Also jetzt ist der safe tot, wenn der hier hochkommt. Wo ist das Feuerwerk? Wo ist das Feuerwerk? Ich habe das Feuerwerk aufgesammelt. Ich werde hier noch ein Feuerwerk hinstellen. Das machen wir dann zur Feier des Tages an. Wenn er tot ist. So. Töte sie alle. Braucht jemand Sniper-Muni? Ich hab 110. Ich hab gar keinen. Oh, Alter! Alter. Pack, holy shit! Okay, sehr gut, sehr gut. Oh nein! Oh. Ich bin explodiert. Mal live. Oh, er ist elektroschockt. Ja. Holy shit! Drauf! Der ist noch warm. Nahkampf! Der ist noch warm. In den S! Boah, der ist aber richtig weggebasht worden, ne? Hinterher! Ich hab ein Messer in der Hand. 101. Okay. Gib ihm! Ich mach einfach nochmal die Falle auf, oder? Der kommt nicht weg. Wollt ihr ihn verfolgen oder wollt ihr den nochmal zurücklaufen lassen? Nein, ich glaube, es ist mit dem Messer hinterher. Da gibt's einen Nahkampf. Das ist ein Reh, Digga. Wo ist er denn? Sollte man eine Falle aufstellen vielleicht? Falle aufstellen. Er kommt, Feuer frei. Falle aufstellen. Komm doch unter den Tisch. Du bist zu alt und hässlich. Sehr schön. Lock ihn im Tisch. Sehr schön. Ich loop den Killer. Ich wollte sagen, er loopt die. Sehr schön. Ich glaube es nicht. Los, baller drauf. Oh mein Gott, geht's auf mich. Messer. Wir haben ihn. Rein da. Yes. Wow, es hat echt funktioniert. Wie geil. Das mit dem Tisch war stark. Ganz stark. Ich werde mit dem Yeti für immer und ewig im Wald bleiben. Ihr trefft euch wieder. Wir haben den Yeti ja mitgenommen. Scheiße, dann bleib ich allein im Wald. Ja, du bleibst da schön liegen. Mit den toten Rehen und alles, was Gnu abgeknallt hat. Guck mal, zwei tot. Leider kommen wir ohne Teddy zurück. Zwei tot, ja. Oh, scheiße. Ja, zwei tot. Bigfoot und Teddy. Scheiße. Nice. Sollen wir jetzt nochmal machen, dass einer den Bigfoot spielt? Ja, und ja, wie? Find ich geil. Ich muss nochmal ganz kurz aufs Klo. Ja, ich muss auch aufklären. Wie stark ist das? Also, wie stark ist man als Bigfoot? Ich habe keine Ahnung. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Ach, ich hab's noch nie ausprobiert? Okay, nee. Dann lass mal ganz kurz eine kleine Pipi-Runde machen und dann sind wir sofort wieder da, ja? Ich mach auch ganz normal. Bis gleich. Was ist, wenn man scheißen muss? Nein, okay, ja. Ja, ich einfach rausdrücken, schnell, aber ganz. Und dann nicht abputzen. Du scheißt ja sowieso super schnell. Ich mach kurz Pipi. Okay. Ich komm dann auch. Okay, dann mache ich jetzt auch Piesel. Alle Pipi gehen auch.
So, wer ist fertig? Hallo? Ich bin schon fertig. Hallo. Ich habe mir auch schnell Kekse geholt, weil wenn nämlich tags ist, dann esse ich Kekse und nachts töte ich Bigfoot. Was? Was? Nichts. Cookies geholt. So. Selbstgemachte? Geil. Nee, leider nicht. Die gibt's erst zu Weihnachten. Hast du schon wieder offen? Ja. Mhm. Ich bin schon drin. Heißt du wieder Glumig? Ja. Heißt wieder wie immer, genau. Und Passwort auch genau gleich? Ach, Glumig ist einfach gemutet. Man kennt sie. So. So. Ich nehme dann wieder die Jessica. Wer von euch möchte Biggie spielen? Ich weiß nicht. Ich würde es gerne machen, aber die Frage ist, ob ich es darf. Darfst du also, ja. Wegen mir ja. Ich meine, wir können das ja auch irgendwann nochmal spielen, dann ist halt der nächste Bigfoot. Mhm. Okay. Das muss ja kein One-Night-Stand werden. Die Frage ist, wie OP ist Bigfoot? Das weiß ich eben auch nicht. Weil, klar, als NPC, wenn du immer wieder wegläufst und dann wieder herläufst, aber du musst ja, wenn du den Spiel nicht weglaufen, du kannst ja einfach weiter durchziehen. Ja, guter Punkt. Und du kannst tagsüber auch angreifen, ne? Mhm. Aber ich sehe gerade, du hast 20% Nachtschadenresistenz. Mhm. Also ich habe jetzt mal eingestellt, dass Bigfoot nicht so viel Schaden macht, dass er auch nicht so viel Heilung hat und dass wir sehr viel Loot haben. Oder also schwer für Bigfoot. Also du hast alles getan, dass Papos möglichst schwer hat. Papo? Ja. Das wird sehr gut. Ja, easy. Ich bin grandios. Ich bin Rick. Und er wird trotzdem OP sein. Wahrscheinlich. Weil er einfach Papo ist, natürlich. Ja, weil er uns halt loopt. Im Haus. Ich bin die Legende, Papo. Man kennt ihn. Der einzig wahre. Bleiben wir zusammen im Discord, ja, ne? Mhm. Oder? Ja. Ja. Oder man kann ich auch immer schön, kann ich immer schön hören, wer von euch low ist. Oder brauchen wir Pläne gegen Papo? Müssen wir Pläne machen? Wir brauchen auf jeden Fall Codes. Was für Codes? Ach so, ja, Code ja, grün. So. Also ich lege jetzt hier eine Falle hin. Wird halt auch echt schwierig, ne, weil der wahrscheinlich auch gar nicht in die Fallen laufen wird. Nee, ja, aber Gnu, wenn du Bigfoot bist, läufst du in jede Falle, das kann ich nur sagen. Ja, deswegen will ich auch keiner sein. Schon die Wahl rein. Deswegen will ich auch keiner sein. So, ich muss natürlich jetzt gucken, wie ich meine Fähigkeiten richtig benutze. Okay, ich muss halt studieren für dieses Spiel. Echt? Rammsprit ist so kompliziert. Also es sind halt, ich muss Q, R, F, X, C, Z, V und E benutzen. Nice. Fatalitätsfähigkeit. Ah, Voice Chat. So, haben wir sonst hier alles soweit gelootet? Okay, dann gehe ich mal los, wa? Boah, ich habe gerade einfach schon Schaden genommen, perfekt. Hä? Hat der 1060 Leben? Hat der eben auch 1060? Hat der das Gefühl, er hat eben 500? Nee, der hatte. Oder? Das ist schon viel. Ich habe gar keine Waffe. Gnu, für mich. Es geht direkt nachtlos, okay. Das ist aber gar nicht so. Ach, geil. Du Scheiße. Kommt uns mit ins Lager, geil. Ungi. Dann holen wir uns da schnell noch Waffen. Kann er sehen, dass wir auf der Karte im Süden sind gerade? Vorsicht, ich glaube, der Baum hier fällt gleich um. Ja, ich gehe mal außen rum. Okay, man kann auch richtig krass springen, so wie es aussieht. Was isst du? Nur Paprika? Apfel, sorry, hört man das so laut? Nö, aber ich esse ja auch. So, was aber dich hört man nicht so. Machst du gerade Soundeffekte oder ist das jetzt ja, einfach ich hab, nur... Ja, ich habe gerade einen Soundeffekt gemacht und ich glaube, ich sehe dadurch, wo ihr seid. Oh, deswegen muss er das machen. Ist voll eklig. Wie so eine Fledermaus. Echolot. Ja, disgusting. So. Das Problem ist, er weiß halt ungefähr, wo wir sind. Und wir sind. Oh mein Gott, ich habe viel mehr Angst, als wenn es ein Computer ist.
Ja, weil man halt weiß, dass er schon ungefähr uns ganz gut... Kann man die oh, er ist in der Nähe! Hallo, Unge! Hilfe! Oh no, schrecklich. Also, was muss ich jetzt machen? Warte mal, was, muss, ich was muss ich drücken? Ich hab nichts. Ich hab nichts. Holy shit, Oh mein Gott! Sie ist im Haus! Ich weiß nur leider nicht, wie man zuschlägt. Holy shit, Alter! Mein Gott! Du kleine Drecksau! Ich schieße mit der Waffe, wieso kann ich denn... Aber warum kann ich denn nicht schlagen? Ich kann nicht schlagen, schießen. Oh mein Gott! Wieso kann ich denn nicht schießen mit dieser Waffe? Nein! Oh, da hab ich diesen Hack aufgehangen. Alter Schwede, ey, sorry, ich bin so laut. Okay, so. Ich bin in eine Falle reingelaufen, ich Idiot. Nein! Oh, 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 oh! Okay, nee. So, jetzt geht's aber auf die. Ich sehe ja gar nichts. Hilfe, was ist denn Hilfe, hier los? Hilfe, das ist ja schrecklich. Ich mach einfach Messer, ich messer dich einfach. Oh shit. Nee, das hilft bei mir nicht. Nein, das hilft überhaupt nicht. Wie dumm ist das denn? Doch, man kriegt jetzt mehr Schaden dadurch. Deswegen, so. Deswegen müsst ihr weglaufen. Oh fuck. My life be like, ich werde dich nehmen. Wie übertrieben. My life be like, Es ist alles rot. Es ist alles rot. Ja, weil ich den Signalfackel angemacht habe. Deswegen musst du immer wieder gehen, ich verstehe. Ah. Ja, komm her denn. Okay. Einer macht Signalfackel, der andere schießen drauf, los. Ach du Scheiße. Okay, das ist das. Okay. Ey, sag mir, dass es hier Lute irgendwo schnell weiter. Waffe gibt. Irgendwo eine vernünftige Waffe oder so. Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist ja nur Müll. Hm, aber das war ganz okay bis jetzt, ne? Ja, wir haben dir leider nur bis jetzt 100 Schaden gemacht. Wie viel Schaden habt ihr so? Oder sollen wir es lieber nicht sagen? Wir haben auch nur Schrott irgendwie. Nur mit Schrott auf ihn geworfen. Ja, und kommt der wieder, oder? Ja, der kommt wieder! Oh, scheiße. Hit and run! Oh, Leute, was kommt? Ah, das hat nicht funktioniert, ne? Oder hat das funktioniert? Ich bin gerade unsicher. Ich weiß nicht, was du meinst. Ah, no power, okay. Ich brauch mich? Ich war voll schon du siehst so lecker aus. Ich bin nicht lecker, ich schmeck voll eklig. Ach, ich schmeck Scheiße. Nein, ich bin im Nein. Ich komme mit der Signalfackel. Jetzt auf ihn, jetzt auf ihn, jetzt kann ich es sehen. Sehr gut. Ich muss nachladen. Okay, er geht. Oh. Kommt mal schnell zu mir. Ihr müsst immer, einer muss den Signalfackel anmachen, wenn er kommt. Ja. Mhm. Don't forget this. Oh, shit. Ah, okay, Alter. Ich sehe jetzt auch. Ich muss da unten so eine Fähigkeit aufladen. Okay. Jetzt verstehe ich das. Super stressig so. Also ist gar nicht, braucht jemand Heilung? Wie sieht es aus bei euch? Geht noch. Aber bis jetzt hat er mich ja nicht so wirklich erwischt. Danke. Bitte muss ich? Muss hast du mir gerade zwei Heilungen gegeben oder eine? Scheiße! Oh, du hast mir zwei gegeben? Nein, das war unnötig. Das wurde nicht angezeigt. Kacke, egal. Also ich sag mal so, nächstes Mal verkloppe ich euch mit einem Straßenschild. Perfekt. Hat jemand Fleischi? Nee. Ja. Leider nein. Danke. Wir müssten mal irgendwie ein bisschen Munition suchen, Leute, weil habt ihr die Shotgun und alles gefunden? Ich hab gar nichts gefunden. Shotgun. Hast du Munition? Ich hab gar nichts gefunden, Zwinker Smiley. Wenn er hier hinkommt, ich bin wehrlos. Hilfe. Ich kann dir eine Pistole geben. Ja, und Shotgun, bitte. Die hängt hier doch auch immer irgendwo, Leute. Die Shotgun habe ich, aber ich brauche Munition. Okay, warte. Ich habe mir bis jetzt nur gemessert. Ich habe auch noch Munition für die Pistole. Pistolen-Muni brauche ich noch. Ja. Okay, was ist die Pistolen-Muni? Ich habe keine Ahnung, du wirst sie finden. 24, die 7 oder die 5er? Nee, die sehen... Das sind so dicke Patronen. So dicke... Runde? Okay, lass uns mal kurz verpieseln. Gehen wir mal kurz weiter. Okay. Brauchst du dir mal die Falle mit? So. Let's go! Papo, du bist so ruhig. Ja, ich muss noch ein bisschen rausfinden, wie das alles hier genau funktioniert. Aber, ja, ich weiß es auch, wie man sich heilt, aber ich kann mich gerade noch nicht heilen. Man muss nämlich Tiere fressen. Was? Echt? Naja. Telefon!
Ich habe Pistolenmunition gefunden. Mhm. Wer braucht Pistole? Ich finde alles, ich aber nicht. Keine Schrotflintenmunition. Also merken hier. Okay. So, ja, Pistolenmuni brauche ich. So. Ja, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bin bei Knuhl direkt. Sehr gut. Du bist super weit weg, warte mal. Ich möchte jetzt mal die Seite erforschen, da waren nämlich auch zwei Medkits. Ich hab mir ein paar Kekse reingezogen, jetzt bin ich wieder voll auf dem Zuckerboost. Hast dich auch geheilt? Ja. Wenn ich jetzt Bigfoot sehe, der wird so sterben. Bigfoot. Bigfoot. Wenn ich jetzt diesen großfüßigen Typen sehe. Die Sache ist. Ein einziges Dorf bis jetzt erlebt. Die Sache ist, er wird nicht angreifen, weil tagsüber kriegt er mehr Schaden. Ist das so? Ja. Ist gerade tagsüber. Ab. Ich sehe gar nicht, ob es tags ist oder nachts. Es ist natürlich nachts. Echt? Ja. Ja, dann komm. Jetzt, hä? Ja, dann komm doch, du. Dann komm jetzt? Doch. Dann komm doch, das ist ja weird. Dann trau dich doch. Nö, ich trau mich nicht. Gut, wir sagen, wenn es taktisch runter. Wenn es gleich nachts ist, sagen wir, es ist immer noch tags. Genau, stimmt. Es ist so dunkel, ich sehe nichts, ich habe Angst. Oh, scheiße, Nacht 2 hat angefangen. Ey, das sehe ich selber, wenn das passiert. Versucht mich nicht zu veräppeln. Ja, da hast du scheinbar nicht gerade gesehen, weil genau hier steht gerade minus Night 2. Steht hier gerade. Oben links. Ja, bei mir auch. Oh, lauf, 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 lauf. No shit, Sherlock. Wo seid ihr, Mann? Habt ihr euch aufgeteilt, ihr Süßen? Ja. Nein. Nein, das würden wir doch nie tun. Hast du gerade einfach Ja gesagt? Ja, um ihn zu verwirren. Nein, habe ich gesagt, um ihn das würden wir doch nie tun. Um ihn zu verwirren. Okay. Damit er denkt, wir sind aufgeteilt, wo wir eigentlich aufgeteilt sind, damit er aber dann denkt, ah, wenn ich Ja sage, denkt er, wir sind nicht aufgeteilt, verstehst du? Genau so. Jetzt tut mein Gehirn weh. Warte mal, ich hab doch Munition, Leute. Chillt mal. Ich brauch Pistolenmuni brauche ich, ja. Oh, wenn der Bigfoot kommt. Wie ein Model. Ich laufe nicht nur wie ein Model, ich bin ein Model, okay. Hieß das Supermodel. Dankeschön für die schöne Muni. Hat noch jemand Schrote Munition? Nee. Schrote Munition, ne. Ich brauche was zum Schroten. Was machst du euch die ganze Zeit, Papo, jetzt? Ich suche gerade Wildtiere. Ich habe noch kein einziges gefunden. Das ist, ach, was hier bei uns sind ein paar. Hier bei uns sind ein paar Wildtiere. Ja. Komm doch zu uns, hier sind ein paar Wildtiere. Aber wo seid ihr denn? Teddy läuft genauso. Mit diesem Arm. Das ist total dumm. Das ist total dumm, wie ich wo wir sind? Naja, wir haben jetzt hier gerade ein Reh. Komm, wir töten das, damit er es nicht essen kann. Ja, gut, da muss ich wohl Unge essen. Aber ist auch okay. Töte das Reh. Oh, da sind direkt zwei Rehe. Schnell, töte die. Ich stech's einfach ab. Dann muss ich keine Munition verschwenden. Ah, gut, ihr seid hier. Ich dachte schon. Jetzt ein Jagdgewehr für jemanden. Oh. Ja, dann nimm du das mal. Ja. Nimm du das mal. Okay. Ich such mal den Code. Ja. Ein Jagdgewehr. Ein da Jagdgewehr. Sag mir mal ganz kurz, was für eine Munition du brauchst, weil ich habe viel Zeug. Von der Jagdgewehr? Ja, brauchst du die 7 oder 5? Ich brauche die 15 und die 2. Was? Ja, also 15 und nein, 2. 9 mm und 7,6 mm. Ah ja, Moment. 7,6 und Dankeschön. Na, da komme ich leider nicht hoch. Ich gehe mal kurz einen Zettel suchen. Ich mache die Roller zu. Sollen wir da bleiben, wo wir sind? Das ist ein guter Spot, oder? Ja, finde ich auch gut. Ja, finde ich auch gut. Kriegt der Bigfoot Fallschaden, wenn der irgendwo runterfällt? Dann nee, ist sehr, sehr sobald gute ich das Frage. Jetzt mitbekommen habe, bis jetzt nicht. Dann bringt es uns nichts zu diesem dann bringt es uns nichts bei diesem Baumhäuschen zu bleiben, wo wir jetzt gerade sind. Okay, dann gehen wir weiter runter. Nee, warte. Ich hab da was. Ein Code? Ja, seid ihr noch? Ja, wir sind noch da. 1544. Oh, genug, mach. Mach du auf, komm. Okay. Oh. 1544. Oh! Was drin? What the fuck? Sag mir, dass da Schrote drin ist. Da ist kein Schrote drin, da ist was ganz anderes Krankes drin. Das Scar? Nee, ein Maschinengewehr. Warte. Nice. Einfach ein Raketenwerfer. Das würde ich feiern. Hier, nimm du das Maschinengewehr. Nee, das ist eine M4, warte. Geil. Ich geb sie dir mit aller Munition. Okay. M4 plus die 5 mm, zack. Das ist die Munition dafür, nice. Oder? Nice. Hast du? Ich hab keine Ahnung, aber ich hoffe. Ja, nice. Aber hat die Munition? Hat die Munition? Ich hab Munition. Hier ist noch eine Leuchtfackel. Magst du die mitnehmen? Ja, die sind sehr effektiv. Dann kann er nichts mehr sehen. Das ist alles rot bei ihm. Immer schön Leuchtfackel anmachen. Ein Jachtgewehr, das Gewehr, was man auf der Yacht braucht, man. Ein Jachtgewehr. Wenn man seinen Yacht wo Gnu schon wieder ist.
einfach weg. Oha, Gnu ist ja komplett im Westen Nirvana, von der Karte. Hat auch nicht so viel Infos zu geben. Westen. Das ist ganz rechts, oder? Ja, genau, genau, ganz rechts. Ordere Railgun an, ja genau, schön wär's. Auf dem Bett ist noch Muni! Teddy, wirst zurück! Auf dem Bett ist noch Muni! Wo? Wie sie noch ihr Handy in der Hand hat! Wo ist Muni? Mein Chat hat geschrieben, auf dem Bett ist noch Muni. Ich geh mal kurz zurück. Okay, dann hol du sie mal. Nee, ihr müsst mich nicht allein lassen. Kommt beide in meine Richtung. Aber du bist so eine Sau, ne? Ich sag's dir. Was denn? Lauft, Leute, da rennt mir hinterher. Leute, rennt mir hinterher. Hilfe, Hilfe, ich rau, lauf zu euch hoch. Nein! Mach Fackel an! Mach doch Fackel an! Du musst immer Fackel anmachen. Ich hab keine Fackel! Papo, bitte nicht! Hab Mercy! Oh, okay. Lauf mir entgegen, so, du! Jetzt geht's los! Oh jetzt mein geht's Gott, los. Ich krieg so richtig jetzt eine gescheppert! Oh, so, jetzt wird's immer schön zerfleischt! Rein, rein, rein! Nee, du! Hast du die M4 auf ihn draufgehalten? Ich schieß auf Gnu! Sehr gut! Ja, es muss sehr gut. Einfach auf Gnu geschossen. Mann, Papo, du Schwein! Ja, was los? Wie viel Leben hast du noch? Alles. Geht, na. Ey! Oh, guck mal, er wirft! So, jetzt ist der nächste dran. Ah! So, oh. Töte dieses Papo! Ja, Vorsicht, Junge. Oh. Oh. Ihr braucht Signalfackeln, Leute. Gnu, hier. Ich schieß mit allem drauf, was ich geb dir eine Signalfackel, Gnu. Hier. Ich hab halt. Achso, ja, sehr gut. Nimm sie. Und du musst sie einsetzen, wenn er in der Nähe ist. Das okay. Macht alles rot. Und dann können ich wir drauf schießen. Ich hab leider keine. Wie viel Leben? Ich hab noch 74. Okay. Ich bin komplett voll. Ich glaube nicht, dass er nochmal kommt, weil er macht jetzt ja viel mehr Schaden, ne? Also, ja, wenn er jetzt nochmal kommt, dann kriegt er nochmal richtig eine drüber. Ja, nee, der kommt. Wir müssen jetzt nur die Nacht durchhalten. Wenn es hell wird, haben wir Glück. Ich denke, die Nacht ist gleich vorbei. Hier ist noch Fleisch, Gnu. Fleischi. Ey, Fleisch ist meins. Ich habe noch Patronen für dich. Ja, für wen? Für dich, Teddy. Ja. Tato. Oh, ja. Scheiße, wie lange ist denn noch Nacht? Was hast du mir jetzt für eine Munition gegeben? Ich habe keine Ahnung, lass uns mal schnell abhauen. Ich glaube, ich muss die Unge geben. Warte mal. Da ist er da vorne. Oh. Da vorne ist er! Gnu, Signalfackel! Ja, warte, ich komme! Nein, er hat mich! Ich komme! Oh, ich da habe ich schon wieder einen, ne? Was machen Sachen mit mir? Lass mich runter, Mann! Oh, er ist weg! Oh. Lauf ruhig, du kleine Pissnäcke! Oh, da! So, okay. Ja, ihr habt irgendwie so ein Maschinengewehr, kann das sein? Nein! Ja. Doch. Oh, das tut dir weh, ne? Mach nicht so weit, Spar Munition. So, Leute. Boom, Vorsicht, hier liegt was. Ja, ich leg noch was anderes dazu. Nehmen, ja. Ich leg noch das dazu. Er ist da hinten. Alter. Ich hab ihn gerade gesehen, wie er da hinten war. Er ist nach oben gelaufen, ne? Aber es ist Nacht, Leute, ne? Es ist schlecht. Genau, jetzt ist Nacht. Gefährlich. Ich hoffe, er ich kommt jetzt nicht. Ich hab nur eine Rohrzange, wenn es ist. Gott, das ist unangenehm. Komplette Ruhe gerade. Ja, unangenehm, weil er hört ja alles. Ich höre gar nichts. Oh nein, es ist gerade Nacht. Bitte komm jetzt nicht, bitte nicht jetzt. Mach mal die Taschenlampe aus. Magst du mal für mich furzen, Papo? Du kannst jetzt furzen, klar. Wow. Das war Bigfoot. Das hat Gehalt. Zu viel Fleisch gegessen. Nee, dann ist eher sowas. Was macht ihr da hinten? Wir machen Spiele im Zelt. Das glaube ich dir nicht. Leise. Welche Farbe siehst du alles? Oh, was habe ich denn hier gefunden? Eine Leiche. Was? Ach, der fehlt ein Arm. Oh, der geht's uns ganz gut. Der geht's uns ganz gut. Ja, Leute, was machen wir jetzt? Darauf warten, dass wieder Nacht wird. Na, jetzt ist der Tag. Ich hab ihn gesehen, der ist da hinten. Sag auch die Eule. Oh, ja, ich hab's Kuschen sehen. Er kommt. Hallo. Unangenehm. Oh, einmal einen Bodyslam machen, let's go. Aua. Oh,
ja, das schmeckt. Oh nein, oh nein, der Sound ist voll. Du liegst da hier einfach so auf dem Boden. Geh weg von mir. Ha. Er ist in der Falle. Oh, ich bin in der Falle gelaufen. Stell die Fallen auf, ihr darfst sie nicht, dass sie nicht vergessen. Okay. Ihr dürft die Fallen nicht vergessen. Ich play um den Tisch rum. Komm hier. Nee, da kommen wir nicht hin. Da habt ihr zwei Sachen aufgestellt. Dann nein, ich da steht nichts. Her, lauf ruhig. Ja, lauf. Oh. Hat jemand Fleischi? Ich hab Fleisch. Ein anderes Spiel plötzlich, ne? Ja. Ich hab Fleisch. Ich geb dir Fleisch, pass auf. Hier. Danke. Was willst du mit dem Fleisch machen? Willst du es essen oder was? Ich möchte es hier auf den Grill legen. Ein bisschen Rohkost. Perfekt. Braucht jemand Heilung? Ich hab noch ein Heilset. Ich hab 40. Ja, dann gib Teddy. Okay, warte. Ich bin komplett voll, ich hab ihn um den Tisch gecharged, ja. Er konnte nichts machen. Okay, lass uns hier bleiben. Ich find's eigentlich ganz gut. Danke sehr. Oder? Meint ihr nicht? Nee, ich find's nicht gut hier. Nee, ich würde auch sagen, so. wir packen ein. Okay, let's go. Ich hab alles mitgenommen. Ich habe endlich mal mein erstes Wildtier gefunden und gegessen. Oh, das macht es ein bisschen stärker, ne? Ja, er hat wieder, du kriegst wieder Leben zurück, oder? Leben bekommen. Ja, ich habe Leben zurückzubekommen, ja. Bigfoot ja, geht okay. Gar nicht gut. Ach, deswegen ist denn, aha. Bigfoot hat Bauchweh. Bigfoot geht's wirklich gar nicht gut, Leute. Dem geht's wirklich gar nicht gut. Aber wir haben ihn auch echt schlecht eingestellt, muss man sagen. Also, der kann ja viel mehr aushalten. Wir haben echt viel Loot. Naja, ich hab das Gefühl, wir haben weniger Loot als sonst. Ich hab auch das Gefühl, ich hab 5 Schuss und so, das war's ich hab, dann aber ich hab auch. Kein einziges noch, Medipack irgendwie gehabt bis jetzt. Weil gefunden. Wir auch noch kaum was gelootet haben im Vergleich zu der Map. Ja, Platform. Aber es ist ja auch schwieriger, wenn der Bigfoot keine KI ist. Ja, und vor allem, wenn der Bigfoot im Discord mit einem ist. Ja. Looten ist dann schwierig. Das macht es natürlich auch noch ein bisschen schwierig, das stimmt. Habt ihr den Schrei gerade gehört? Ja, ne? Nee. Nein. Oh, lauf, Falle. Oh. Machst du die Fallen? Ja, ich mach Fallen, ja. Dann sollten wir nicht mehr sagen, kannst wenn du damit aufhören? Ist. Nee. Oh ja. Das ist gut. Oh, okay, er hat schon wieder 400 Leben, die Schweinesau. Er hat zu viele Tiere gegessen. Ja, ich esse gern Tiere. Das höre ich nicht so Bigfoot gern. Bigfoot ist kein Veganer. Sorry. Oh. Na, wieder ein paar Drogenbatterien. Vorsicht beim Runtergehen, nicht runterfallen und sonstiges. So, aber ja, schwierig. Schwierig. Ja. Also es ist auch echt nicht so einfach zu steuern, um euch zu treffen. Ja, das glaube ich. Stille Nacht. Ja, noch ist nachts. Aber gleich nicht mehr. Es ist aber auch ganz schön lange Nacht, habe ich das Gefühl. Ja. So, also, was macht ihr denn gerade? Hängt ihr gerade ab, oder? Wir hängen gerade ab. Wir haben uns aufgeteilt. Warum erzählen wir dir das überhaupt? Also jetzt ist Nacht, ne? Noch. Aber bald nicht mehr. Ah, die Dämmerung bricht herein. Seht ihr den Sternenhimmel? Da ja, oben schön. Schön, so schön. Sehr schön, die Skybox, schön. Schöne Skybox, wirklich aber, so. Nee, ich dachte gerade, der bewegt sich auch wirklich, der Sternenhimmel. Das wäre krass gewesen. Oh. Da ist jemand sauer. Er kann schreien, aber er kann nicht kommen. Hä? Ich sehe euch nicht mehr. Tja, wir haben nämlich einen guten Punkt gefunden, um uns zu verstecken. Kann es sein, dass ihr oben auf dem Berg seid, in einer Holzhütte? Nein. Mach den Stream aus. Ganz falsch. Stream Sniper. Na komm doch, Bigfoot. Na komm. Komm doch, Biggie. Can't you see? Ich habe das Gefühl, es ist auch irgendwie inzwischen Tag. Also ich würde jetzt neuen Mut schöpfen. Ja, ich würde jetzt an der Stelle nicht mehr kommen. Nee. Leg wieder hin! Wie Gnu lacht. Komplett im Loop.
Das ist auch ein Loop. Ich lache eigentlich gar nicht so, dann ist es nicht mehr so anstrengend, so tun zu müssen. Das ist immer so ein Knopf. Genau. Das ging immer voll los. Ich habe verschiedene Lacher, so, weißt du, drückst ja drauf. Mach mal den anderen, mach mal Lacher 2. Oh, ja. Was ist denn hier los? Das ist mein Loop 3, den ich gerade gemacht habe. Ich hatte das Gefühl, hier war es gerade irgendwie. Irgendwas vibriert hier. Hört ihr das? Ja. Also entweder irgendein hat von uns gerade extrem an Gewicht zugelegt. Hallo, mach die Falle weg. Mach die Falle weg. Du kannst hier drüber springen, schnell. Er ist hier irgendwo, er chillt hier irgendwo, deswegen vibriert mein Licht. Aha. Habt ihr Stich dabei? Leuchtet das gerade blau? Mhm. Du bist hier irgendwo hingekämmt, ne? Mein Licht flackert. Er chillt hier unter der Brücke, oder? Kennt ihr die Geschichte mit dem Call unter der Brücke? Er ist unter unserer Brücke, ich seh ihn! Wo ist er hin? Wo läuft er? Warte, ich hab ne Idee. Kann ich Sachen schmeißen? Der ist so groß, den müssten wir doch sehen können. Kann ich Sachen droppen, Leute? Nee, kannst du nicht. Ein Ei kannst du droppen. Also warten wir jetzt da oben im Haus, bis Nacht wird? Da bin ich dabei. Mach mal die eine Falle weg. Aber wäre es nicht klug, ihn jetzt einfach zu jagen? Er wird doch schneller sein als wir. Aber eigentlich hast du recht. Also ich sehe ja Potenzial im Jagen gerade. Außerdem brauchen wir dringend Munition. Also Pepe. Ja. Da ist er! Los, hinterher! Holy shit! Los! Hinterher! Er springt! Oh mein Gott! Nein, das ist eine Falle! Oh, wer ist denn von euch in die Falle gelaufen? Das ist ja blöd gelaufen. Hat nichts ausgemacht, ich war schnell genug. Alter Schwede. Holy shit, wie gruselig. Jetzt kommen Steine, Vorsicht! Steine. Ich glaube, der hat den ganzen Weg hier mit Fallen ausgelegt und lockt uns jetzt. Er ist bei unserem Haus! Er ist bei unserem Haus! Er hat unser Haus! Er ist runtergefallen! So, jetzt los. So, er geht wieder schön auf dich drauf. Nein, warum sind immer auf mich? Was willst du von mir? Such dir eine eigene Freundin. Mach ich auch. Ich suche mir jetzt nochmal irgendwas suche ich mir jetzt nochmal. So ein Fuchs oder so, das snack ich weg. Ja, wie er zickzack läuft. Der alte Tryhard Bigfoot. Ich bin in Wirklichkeit ein Kaninchen. So. Jagen wir ihn, los! Los, jagen wir ihn! Okay, jagen wir ihn. Müssen erstmal runterkommen irgendwie. Ja. Scheiße. Zu Teddy, los, also, zu Teddy, los! Wir kommen hier runter, alles hier gut, wir kommen hier runter. Jetzt schnappen wir ihn uns, bevor der hier wieder anfängt, irgendwelche Sachen zu essen. Tante Marianne. Oh, Biggie, can't you see? Das Problem ist... Voll eklig, wie er da geduckt war, gell? Es sah krass aus, wie so eine Katze. Voll gruselig. Sometimes your words just hypnotize me. I'm not just love you, sexy. Ihr seid so dumm. Papo, du hast mein Jagdgewehr abbekommen, wie hat's dir gefallen? Sehr, sehr gut. Ich habe eine Sniper, deswegen konntest du auch, weil es weggelaufen bist, hast du Schüsse noch abbekommen. Hat's dir gefallen? Aha, wir sind auf dem richtigen Weg. Leute. Er hat's verraten. Er ist halt hier einfach. Nein! Doch. Schnell. Oh, ja, jetzt wirst du auf jeden Fall weggesnackt. Einmal schön so. So, also wer ist denn diesmal schon wieder in die Falle gelaufen? Der zickzack laufende Bambus-Flicker, ne? So, jetzt versuch mal zu treffen. Ich habe einen sehr, sehr smoothen Körper. Bam, habe ich getroffen. Ich bin agil. Nee, das war daneben. Wendig und agil. Guck mal. Oh. Habe ich getroffen. Oh, der hat gesessen, ja. Du kannst laufen, okay, aber du kannst nicht entkommen. Los, hinterher, Leute, hinterher. Ja, ich bin dabei. Wir sind 196, ne? Ja. Wir können ihn schon kriegen. Wir holen uns den. Er denkt, er wäre Bigfoot, aber er ist einfach... Das ist Smallfoot, guck ihn dir an. Diesen kleinen Smallfoot. Aber es wäre schon geil, wenn man irgendwie. Nein, so ich bin eine Falle! Oh, noch eine Falle. Schade, Schokolade. Alter, du musst Tasten drücken, du stirbst. Jo, ich hab A geheimert, aber es hat nicht gerissen. Schnell genug, scheiße. Ich hab nur. Ich hab unter 10 HP.
Oh, ja, echt? Ja, als ob. Ich hab dich keinmal angegangen bis jetzt. Nee, du gehst ja auch nur mich an. Ja, du schmeckst einfach am besten, Teddy. Ja, ich weiß. Es ist positiv. Es ist ein Kompliment. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Danke, super. Ich will nicht sterben. Pass auf die Fallen auf, Leute. Pass auf die Fallen auf. Ich gehe hier, glaube ich, einen Weg, den er nicht gegangen ist. Kann es sein, dass die Fallen auf dem Hauptweg sind? Nee. Ich habe gerade da hinten auch eine gesetzt, ne? In dem Baum. Ja, aber hier, wo ich jetzt laufe, Gnu. Hier, wo ich jetzt laufe, Gnu. Da kann keine Falle sein. Ja, gut, aus der Place, die dort, aber ist unwahrscheinlich. So was, kann ich hier nicht irgendwas mitmachen? Ah. Okay, er baut gerade wieder. Vorsicht. Er baut gerade wieder. Er baut irgendwas, ja. Was ist denn das? Fick dich, Wolf! Wie sieht's aus mit euren Heilungen? Ich brauche Heilung, ich brauche. Hier ist nämlich eine. Okay. Oder? Hier war doch eine, hast du doch eine letztes Mal gefunden. Ich habe keine Heilung, aber ich glaube, hier irgendwo geht's ab. Und war da eine? Oder? Du hast doch hier letztes Jahr, du hast hier eine gefunden. Letztens habe ich hier eine gefunden, aber hier ist nur Munition. Super, super weit. Okay, warte, hier ist nämlich bei mir. Eine neue Knarre? Ah, die habe ich schon. Noch eine G17, brauchst du noch, Gnu, hast du noch eine Pistole? Hier ist noch eine Pistole. Ich habe die schon, ja. Aber ich war noch irgendwo was an Leute? Heilung. Ja. Lasst mal wieder, ich meine, wir sind ja dem bisschen mehr aufteilen, meinst du? Ja, aufteilen wäre super. Okay. Ich habe hier Heilung für dich. Okay, heilst du mich? Heilst du mich? Ja. Ich könnte auch, also ich brauche keine Heilung. Oh, danke, ich bin komplett voll. Aber danke, ich bin komplett voll. Geil. Okay. Okay. Erstmal hier lang düsen. Pass auf die Fallen auf. Ja. Nee, lass doch nicht hier lang düsen. Komm erstmal hier, Gnu, komm. Wegen diesem blauen Symbol auf der Map, du weißt. Ah, stimmt. Danke. Der hat sich geheilt. Papa hat sich geheilt. Ja. Wenn man einen Bär tötet, der heilt ein Meer, habe ich gemerkt. Der hat nur die ganze Zeit am Tiere jagen bist. Ja, muss ich ja. Tagsüber ist es auch das Sinnvollste, was ich machen kann. King Arthur Tree? Was ist denn das? Oha. Aber hier hat doch gerade noch ein Reh geblökt. Oh. Oh, ich glaube, es wird Nacht, Leute. Es wird kuscheli. Okay, wir müssen es jetzt zurückziehen. Lass es in irgendeine Festung. Lass es in irgendeine Festung. Ja, hier vorne ist eine. Okay, schnell, ja, schnell. Ja, Moment. Kommt. Moment. Versucht mehr zu gehen. Vorsicht, hier ist eine Falle, glaube ich. Ne? Damit ihr laufen könnt, ja. Sieht irgendwie komisch aus, oder? Ich weiß nicht. Versucht mehr zu gehen, damit ihr laufen könnt, wenn Bigfoot kommt. Ja, der ist auch viel schneller als wir. Ja, aber trotzdem, laufen hilft. Dann könnt ihr ein bisschen... So, guck mal, wo ihr seid. Okay, da hinten. Alter. Oder mal ein Fuchs, den will ich noch haben. Gib mir den Fuchs. Der Arme. Wie er sich wieder auf die 248 HP hochgeheilt hat. Der wird jetzt noch mehr heilen wegen dem Fuchs. Ein Fuchs kann doch nichts. Ein Fuchs, ja, ein Fuchs ist halt echt nichts dran. Gnu, wo gehst du hin? Wir brauchen eine Festung. Trust me, okay. It's so easy to leave me. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist unsere Abschiedsmusik. You see? Ja. Ah, cool, super. Just trust me. Leg mal den. Habt ihr noch einen Kanister oder sowas? Ja. Wie soll man das denn machen? Okay, so. Okay. Licht aus! Vorhang zu? Okay. Ja, ich weiß bestimmt nicht, wo ihr seid. Keine Sorge. So. Scheiße. Vielleicht dürfen wir uns aber auch nicht bewegen. Vielleicht sieht das dann nicht. Ja, ich bewege mich auch nicht mehr. Ich werde gerade eins mit der Natur. Ich bin ein Laubfrosch. Nicht. Ich bin ein Laubfrosch. Genau. Ich bin ein Baum. Er hat 288 Leben, was ist denn da los? Ja, ich habe ein bisschen was gefressen. Ja, der frisst auch Bäume jetzt und so. Oh nein, er ist zum Veganer geworden. Oh nein! Imagine Bigfoot wäre Veganer. Er frisst nur Bäume. Dann hätten wir halt kein Spiel, Punkt. Doch, ja, Veganer töten zum Spaß, aber nicht mehr zum Essen halt. Ja, richtig. So. Kann ich aus Erfahrung sagen. Also, das ist so ein Psycho. Ja, er wird dich trotzdem jagen, aber er wird dich halt dann nicht essen. Sondern nur, aber die anderen Leichen hat er auch nicht gegessen. Die sind ja zerstückelt nur, aber nicht gegessen. Ja, stimmt. Verstehst du? Voll die Verschwendung. Okay. Oh, er kommt von da. Er ist halt hinter uns, ja. Ja.
Spannung. Gleich wird es wieder Tag. Dann haben wir, dann werden wir ihn holen. Ich bin ein Busch. Kann er sich auch anschleichen? Na klar. Er ist Bigfoot, der kann alles. Hat er vorhin ja auch gut gemacht. Na, stimmt. Oh, es regnet. Oh, okay, 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 okay. Ah, okay, okay. Ich verstehe das Spiel noch ein bisschen mehr. Gut, nice, nice, nice. Hast du einen Frosch gefressen? Du hast irgendwie zwei Leben mehr? Ich habe eine Toilette, wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade eine Mülltonne geleert. Wirklich? Oder so? Oh nein, da ist auch Essen wirklich, drin, ne? Ja, ja. Scheiße. Wir hätten da gerade kurz eine Taschenlampe angemacht. Wir sind nicht da, wir sind nicht da. Wir sind nicht da. Hallo? Nein, Hilfe, okay, er hat mich. Lauf zu mir, Omi. Omi, komm. Ja, sehr gut. Ja, ich habe in die Falle gelockt. Haha, das war der Plan. Du bist drauf reingefallen. Das war der Plan. Das wird jetzt aber knapp. Das wird jetzt aber knapp hier. Erstmal wieder raus hier. Ja, lauf lieber. Besser ist es, besser ist es. Das war ganz gut gerade. Das lief tatsächlich ganz gut gerade. 154, ja. Guck mal, da nimmt er Reis aus. Da hat er aber ein paar kleine Schüsse abbekommen. Da hat er Federn gelassen, der gute Mann. Er war im Blutrausch, er ist mir hinterhergelaufen und hat nicht gemerkt, dass ich in die Falle gelockt habe. Sollten ihm jetzt aber nicht hinterher. Die Fallen sind auch wirklich, wirklich schwer zu sehen, muss man sagen. Aber ich habe auch so eine Falle vom Yeti noch nie gesehen. Ja. Ja, wir sollten ihm jetzt aber nicht hinterherrennen, weil ich glaube, dass er jetzt ganz viel baut. Wir rennen ihn hinterher. Braucht noch irgendwer Munition eigentlich? Nö, aber Heilung, wenn niemand hat. Nee. Hab ich leider nicht. Ich habe nur noch 4 HP. Scheiße, ich hab voll. Sollen wir hier irgendwie nochmal weiterlaufen oder bleiben wir dann... Ne, wir bleiben erstmal noch ein bisschen hier. Im Dunkeln lässt sich gut munkeln, sag ich immer. Ja, glaubst du? Mhm. Der General Grand Tree. Ah, was haben wir denn hier? Sehr schön. Munition. Hast du? Ja, ich hab noch ein bisschen, ich hab noch ein bisschen... Oh Gott! Oh, warum geht das nicht? Ich kann dich nicht greifen, das ist halt echt traurig. Traurig, aber die Realität... Oh, der Falle. Ja, er ist der Falle, Leute, draufbolzen! Das war's. Yes! Pablo, ich hab die sogar noch gesehen und bin einen Schritt zurückgegangen, aber ich bin kurz danach da reingeportet quasi, ne? Also das ist halt, die Hitbox ist ein bisschen größer. Du hast dich nur verloren. Ich bin gerade aber erschreckt. Haben wir auch die Möglichkeit, ihn zu fangen? Ich glaube schon. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber du hast nicht nur verloren, du hast auch verloren und eine Mülltonne geleert. Du hast doppelt verloren. Also es ist halt insane schwer. Die Fähigkeiten kannst du halt einfach nicht treffen, wenn die Leute sich bewegen. Ja, und ich glaube, man müsste halt wirklich machen, dass Bigfoot viel, viel mehr Energie hat und wir ein bisschen weniger Loot, dass man ein bisschen taktischer auch sein muss. Also ist halt die erste Runde gewesen, ne? So. Aber geil. Ich glaube, wenn man Bigfoot spielen kann und jetzt die gleiche Situation hätte, dann glaube ich, wäre es mega ungerecht, weil ich finde, wir haben wahnsinnig wenig Loot gehabt. Wir haben aber auch nicht gut gelootet. Wenn man halt, man kann ja immer gucken und so anpassen, wenn man halt später mehr checkt, wie alles funktioniert, kann der Bigfoot ja auch entweder mehr oder weniger Leben bekommen. Und ja, je nachdem, ob er wirklich strong ist oder nicht, das kann man halt so erstmal überhaupt nicht einschätzen. Aber war geil und ich hätte jetzt voll Bock auf das neue Phasmo-Update. Dann let's go. Same. Aber Bigfoot war geil. Ja. Bigfoot ist echt witzig. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Vor allem jetzt so, dass halt mal jemand anderes quasi Bigfoot spielt und nicht der PC. Mhm. Ja, das ist echt nice. Aber es fühlt sich sehr, sehr clunky an, Bigfoot zu spielen. Also es ist nicht so smooth, wie ich mir das erwünscht hätte. So auf die Fallen aufzustellen, du musst halt irgendwie so 2 Sekunden stehen, bevor du die setzen kannst. Und dann musst du an einem Baum dran stehen und sowas. Das ist alles ein bisschen schwieriger, aber... Kennt ihr von Fortnite diesen Modus, als man Thanos spielen konnte?
Oder habt ihr von mitbekommen? Das ist schon ja, recht lang her. Ja, wäre es genauso gewesen. Weil das war so eher ähnlich, dass du so halt, ja, ne, so ein bisschen. Das war genauso, ja. So, Phasmo, fettes Update, Leute, soll richtig geil geworden sein. Endlich! Du machst auf. Bei mir startet es gerade im Fenster 4:3. Geil. Looks like there are others out there in need of help. Sag's einfach den Code wieder. Hey, warum muss ich das machen? Wieso denn das? Na gut, ich mach's. Müssen wir eigentlich die Beta starten, oder? Nee, normal. Oder? Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht. Das ist ganz normal, ist doch jetzt das Update offiziell draußen. Also müssen wir keine Beta starten. Ah, okay, gut. Cool. Let's go. Yes. Nee. Nee, ich habe auch keine Beta. Ja. Phasmophobia. 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 I take you to the Phasmo Club. So, mal gucken, ob die mich überhaupt hören. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Okay, das fühlt sich aber an, als wäre hier wieder... Was? Was ist so lustig? Ich muss gerade nur lachen wegen... Einer hat im Chat so einen Satz geschrieben, den Mickey immer gesagt hat bei Phasmo. Margaret, where did you do the dirt? Margaret. Ja, in dem Dirty Water, man hat auch immer nach dreckigem Wasser gesucht. Achso, ja, true. Margaret, where did you do the dirt? Aber so richtig schlecht. Und hat er einfach den ganzen Abend gesagt. Ich musste es gerade lesen und hab direkt Flashbacks bekommen. An Mickey. So, ich habe euch den Code geschickt. The Code. Perfekto. Ja, muten wir uns jetzt in Dings hier. Ja. In, oh Gott, ihr seid so laut. Oh Gott, warte kurz. Sag mal nichts. Wie stelle ich was ein? So. Ich schon gehen? Leertaste. Ah. Und dann auf Option. Test 1212. Ich muss weg von euch. Hallo? Ich muss kurz weg von euch. Das höre ich immer. Aber wo ist denn Option? Ich sehe Option nicht. Wo muss ich nochmal rausgehen? Du kannst doch einfach an die Tafel gehen und uns da leise stellen. Ah, das ist die Lautstärke. Ja. Ah, ich mach mal beide auf 50. So, jetzt stelle ich mir neben. Aber wir hören dich, glaube ich, nicht in-game. Wir hören dich nur am Discord. Ach so, warte, habe ich noch das falsche Mikrofon drin. Okay, warte. Aber redet ihr nochmal im in-game? Hallo? Oh, immer auch sehr laut. Ich bin ein Knutella. Boah, wir müssen mal. Wir können ja so lange mal alle Sachen hinzufügen, Leute. Hallo. Ich habe alles hinzufügen. Ich bin noch mal kurz rausgegangen, weil ich schon mal ein anderes Mikrofon einstellen. Moment. Audio. Mikrofon. Give us a sign. Ist eigentlich das Richtige drin? Ah ne, das ist es. Give us a sign. Ah, we heard you. Perfekt. Sehr gut. Hallo. Hört ihr mich in-game? Looks like there are others out there in need of help. Erster Buch ist drin. Es sind zwei drin. Ich habe alles reingehauen, was ich hatte. Okay. Wähle einen Job. Asylum oder Graft and Farmhouse? Geil. Wir machen direkt Profi, Leute. Ich bin so gespannt, ja, klar. Wirklich. Klar. Okay. Let's go. Hört ihr mich in-game? Let's go. Ja. Du musst dich mal im Discord muten. So, hört ihr mich? Nee, sprich mal. Hallo. Nee, ich höre dich nicht. Spiel hat gesagt, es hört Dings. Spiel hat gesagt, es hört mich. Ehrenlos. Ich hole mir noch ein Wasser. Ja, ich höre Unge nicht. Okay, dann vielleicht musst du das mal in Windows richtig das einstellen, das Mikro, was du auch jetzt verwendest. Ja, ich muss mal kurz zurückgehen. Moment. Okay, kein Problem. Welcome back. There's some jobs ready for you. Give us a sign. Ja, hä? Geht doch. Okay, also das Spiel hört mich schon mal. Okay. Dann muss ich kurz noch was einstellen hier.
They're in need of help. Okay, Leute, hört ihr mich jetzt im Spiel? Nee. Hast du denn auch in Windows dein Mikro, ja, was in Phasmo verwendet wird, in Windows als, ja, als Standardmikro gewählt? Hab ich jetzt gerade reingemacht. Hm. Ja, habe ich reingemacht, aber irgendwie nimmt der es gerade nicht. Ich starte das Spiel einmal komplett neu. Irgendwie ja. Ich starte das Spiel einmal komplett neu. Okay, ansonsten. Welcome back. Okay, probieren wir es nochmal. Hm. Hast du Push-to-Talk ausgemacht? Ah, Chat hat auch gerade gesagt, V, Push-to-Talk. Hm, okay. Daran kann es liegen, Push-to-Talk. Hörst du mich im Discord denn? Ja, ne? Ja, hör ich. There's some jobs ready for you. Wo ist denn Push-to-Talk? PC-Settings? Nee. Wo stelle ich denn Push-to-Talk aus? Controls. In den Einstellungen, genau, da müsste es drin stehen. Local Push-to-Talk off. Okay, jetzt müsste es aber gehen. I've gathered a list of other hunters asking for help. Achso, man kann nicht mehr unendlich lang rennen, ne? Ah, okay. Man atmet dann auch. Ja. Hört ihr mich jetzt im Spiel? Genau, wissen, wann du rennst und so. Sprich mal. Hallo? Hörst du mich jetzt im Spiel? Oh nö, leider warte, nicht. Jetzt mit V? Jetzt mit Push Talk? Jetzt? Ah. Ja! Okay, aber ich habe Push Talk eigentlich ausgemacht. Local Push Talk. Aber dann war es scheinbar nur Local Push. Wo kann ich das Push Talk denn komplett ausmachen? Hm. Also, warte, ich gehe am. Also, du musst in Einstellungen und dann steht da quasi Push Talk aus. Ach, ich habe nicht Apply geklickt, glaube ich. Ja, ja, aber weil ich gerade durch den Knopf drücke. Ich mach nochmal. Also, das Mikrofon geht, es war nur Push Talk, das war das Problem. Okay, sorry. Ja. Welcome back. There's some jobs ready for you. PC-Settings. Ah, ich habe Back gedrückt. So. Jetzt müsste es aber gehen. Looks like there are others out there in need of help. So, ja, jetzt müsste es aber gehen, oder? Ja, geil. Sehr gut. Okay, ich war zu blöd, um Apply zu drücken, ich Idiot. Ich freue mich so, mit euch dieses Spiel jetzt spielen zu dürfen. Sehr gut. Aber auf was für eine Lautstärke habt ihr? Auf was für ein lauter... Ich habe euch jetzt beide auf 70. Ich habe euch auf 10. So laut seid ihr bei mir. Echt? Ja. Ich habe 3. Okay, krass. Also Gnu, du bist auf 10 bei mir. Sag mal die anderen. Ja. Papo, sag du mal was. Papo ist gar nicht mehr drin. Achso, dann sag... Na gut, ihr seid auf 30 jetzt bei mir. Sag du erstmal was. Ja, hallo, hallo, mein okay. Name ist... Dich kann ich wieder lauter machen. So, und mach mal auf 30. Okay, test nochmal. Hallo. Ja. Ich spreche jetzt auch mal ein bisschen lauter. Ja, so ist super. Sonst würde ich Angst haben. Ja, sehr, sehr gut. Und jetzt nur nochmal, du bist auf 10. Ja, hallo. Red mal ein bisschen lauter, als hättest du Angst. Hallo, ja, Gnu, du, ich bin's. Ich glaube, Gnu mache ich auf 15. Als hättest du Angst, hallo. So, okay. Hallo. Gut. Alles paletti. Papo, wo bist du? Papo hat Spiel wieder gestartet. Ah, also, nice. Okay. Hallo, hört ihr mich? Hört ihr mich? Hallo, ja. Ja. Sehr schön. Bereit, alle bereit. Hört ihr mich jetzt noch? Spielen, spielen. Ja. Er hört mich echt die ganze Zeit. Ist nicht Porsche Talk an. Stopp. Hm. Papo ist bei mir. Ich muss nochmal raus und rein, weil Papo ist bei mir noch drin von seinem alten Charakter und ich habe ihn leiser gestellt, aber den neuen Papo sehe ich nicht. Deswegen muss ich mal kurz raus. Okay. Und wieder rein. Welcome back. I've gathered a list of other hunters asking for help. So, ihr müsst auch bedenken, Leute, wenn die neben einem stehen, sind sie lauter, wenn sie irgendwo einen Raum reinlaufen, sind sie leiser, weil es Proximity ist, also nicht direkt gleich wieder losschreien. Okay, Papo, jetzt. Einfach mal abwarten. Jetzt sag nochmal. Hallo, Test 2. Ja, perfekt. Ja. Hörst du mich? Ja, sehr okay, gut. Ja. Fein. Ich höre euch auch. Jetzt alles perfekt. Bereit! Alles klar, abfahren! Eine neue Runde, meine Frau, steigen Sie wieder ein, es geht wieder los. Ohne bereit! Hallo. Spannung. Guten Tag. Okay, uns fehlt aber einer. Und zwar Papo fehlt. Papadelle. Ich muss gegen diesen Tisch hier, ich muss jetzt mit meinem Kopf auf diesen Tisch hier schlagen.
Aua. Da mach ich mit. Warte. Okay. Oh Gott. Oh, geil. Es sind wieder Wahlen. Wo ist Papo? Wo ist Papo? Papo ist der weiß schon, warum er hier reingekommen ist. Zwischen Raum und Zeit. Papo, Pepo, Papadada, Papapo. Da ist er ja. Da ist er doch. Papo, Pepo, Papo, okay. Was ist das hier? Ich sag immer, wie der Geist heißt. Charles Robinson. Charles Robinson, okay. Hey, Mrs. Robinson. Hey, cool, sieht ja alles komplett anders aus. Ja. Ja, die haben alles überarbeitet, oder? Geil. Ja. Was ist denn das hier? Y-Food? Hast du ein Placement, oder warum sagst du? Warum haben wir 6 Kameras dabei? Das sieht einfach aus wie Danone. Nee, also das hier ist Schlagsahne. 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 Das ist für die besonderen Momente später. Okay, also ich glaube, ich habe... Ich habe einen Temperaturmesser also dabei. Welche ist die beste was ist die beste Kamera? Die schwarze. Die kleine? Die schwarze, genau. Die rechte? Die ja, da? Genau. Okay. Da es Profi ist, müssen wir jetzt als allererstes mal die Heizung anmachen, damit wir überhaupt den Strom. Geist ermitteln können. Genau. Ich habe jetzt Geisterbox dabei und ich habe jetzt EMF. Was Geisterbox habe ich auch, dann schmeiß ich die Geisterbox wieder weg. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich das. Oh mein Gott, ich habe gerade die Master-Volume runtergestellt. Das hat ja auch alle leise. Oh. Dann habe ich noch UV dabei. Dann habe ich jetzt UV, Licht und Buch. Okay, sehr gut. Okay, dann. Okay, und hier ist der Charles Robinson. Okay. Geisterbuch haben wir irgendwie nicht, ne? Geisterbuch habe ich. Oh, wir können jetzt auch rennen, aber nur beschränkt. Interessant. Genau. Okay. Wow, ich bin 1 Meter gelaufen, schon Kreislaufprobleme. Ja. Rechte Maustaste. Okay, wir gehen erstmal Strom suchen. Wir müssen die Heizung schnell finden. Warum die Heizung? Warum? Weil es das ganze Haus kalt ist? Genau. Wie ist nochmal der Walkie-Talkie? Auf B. Hier ist Walkie-Talkie, oder? Hallo, hallo. Die Türen sind abgeschlossen, kann es sein? Heizung ist an. Türen sind abgeschlossen. Muss man einen Schlüssel finden jetzt? Können wir den Kamin auch anmachen? Nee, ist echt kalt hier drin. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Ey, die ganzen Türen sind zu. Ist das einfach normal jetzt? Ey, du musst die aufmachen. Ja, aber ich meine, ich brauche einen Schlüssel oder was? Nee. Da finden wir nachher ein paar Schlüssel. Hast du einfach... Ach so. Ich hab nur gezogen, oder? Zeichen, da stand schieben, da stand drücken. Ich hab nur gezogen, nicht gedrückt. Ja. Hier ist der Knochen, ich mache ein Foto gleich. Hier ist der Knochen. Ich hab ein Waiterboard hier oben, Leute. Kommt mal her, ich komm hoch. Ich brauch EMF5, bitte. Also ein EMF5. Ja. Das ist nur 3 Grad. Oder es dauert noch, bis die Heizung an ist. Komm da hoch, ist die Schlafzimmer an. Also Leute, wenn ihr huntet, müsst ihr alles an Lichtern und EMFs und Co. ausmachen, gell? Weil das hört er an. Nö, mach ich nicht. Okay. Okay, einmal EMF bitte anmachen. Was? Was tut ihr da? Was denn? Der wird uns doch gleich umbringen. Nein, wieso? Wie heißt du? Na gut, okay, dann mach. What's your name? Wie heißt du? Oh, habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Ja, ich hab's gehört, ja. Wie heißt du? Ich hab Spiel auf. Wo bist du? Oh. Im F2. Upstairs. Upstairs ist er. Upstairs. Das heißt, er war direkt gerade neben uns, kann das sein? Ja, er war neben uns. Ja, er ist hier drin. Ja, oder? Der ist hier oben. Der war wahrscheinlich gerade genau in dem Zimmer hier. Mach das mal zu. Ja, okay, EMF2. Vielleicht ist er auch direkt hier drin in dem Zimmer. Oh, ich glaube, er ist hier, oder? Ja, sag ich dir. Es könnte genau hier sein. Aber ich habe hier Temperatur nur so 3 Grad. Ist das richtig? Gib uns ein Zeichen. 3 Grad, ja. Hier drin ist 3 Grad. Nein, mach das Reacher-Board aus. Mach das Reacher-Board aus. Wieso? Warum geht das noch? Aus. Warum läuft das noch? Das ist aus. Warum läuft es noch? Keine Ahnung. Ich hab's ausgemacht. Wo ist er? Der ist hier irgendwo. Er ist hier irgendwo, ne? Er ist irgendwo hier, ja. Aber warum läuft es noch? Das weiß ich nicht. Mach weg die Scheiße. Ich nehm's jetzt mit. Oleg, hast du Kopfschmerzen?
Gib uns ein Zeichen. How old are you? Übrigens, der kann uns jetzt auch bis zum Van umbringen. Fünf? Ne? Ist da draußen nicht sicher. Acht. Er ist 58 Jahre alt. Hat uns nichts gebracht, super. Aber er ist 58. Das heißt, wir wissen, wie alt der Mann ist, der uns umbringt. Super. EMF4, Tür, EMF4, ja. Hier. Moment, Taschenlampe aus. Also hier ist auch, okay, hier war gerade 3 Grad, jetzt nicht mehr. Bist du hier? Oh, er ist hinter uns! Oh mein Gott. Oh Gott. Nicht die Tür zu machen, nicht die Tür zu machen, jetzt. In den Schrank. Taschenlampe aus. Ich hab sie raus. Oh, erster Kill. Was, ist jemand tot? Ja. Gnu ist tot? Nein, ich lebe Gnu? Noch. Papo hat's erwischt? Nein, nicht Papo. Oh nein. Kann es sein, dass er hier gespawnt ist auf dem Klo? Hast du gerade das Wasser angemacht, Junge? Ja, ich hab's Wasser angemacht. Ich wollte mir die Hände kurz waschen, weil ich habe richtig schwitzige Finger bekommen. Kann es sein, dass er hier oben gespawnt ist in der Toilette? Nee, er ist hier gewesen. Bist du hier? Sollen wir gehen? Gib uns ein Zeichen. Schreib ins Buch. Bist du hier? Schreib in das Buch. Holy shit, wo ist denn? Bist du hier, Geist? Gib uns ein Zeichen. Ganz wichtig, sobald er huntet, müsst ihr alle eure Geräte ausschalten. Ja. Vor allem, wir erfahren nur noch, indem er, dass er huntet, durch den Chat. Ja. Mein Problem ist, gib uns ein Zeichen. Meine PC-Einstellung ist auf Englisch, deswegen muss ich Englisch mit ihm reden. Sorry, ja. Achso, okay. Gib uns ein Zeichen. Gnu, wo ist er denn gespawnt? Oh. Er ist da. Hier. Ja. Oh, fuck. Er ist drin. Jagt der noch oder sind wir safe? Junge, mach mir keine Angst mit deinen Geräuschen. Was? Hast du gerade dieses Dämonengeräusch gemacht? Nein! Nein, ich dachte, das war bei dir. Nee. Du warst das, oder? Oh, nein! Du lebst noch? Nicht. Das ist voll schwer. Also der ist auf jeden Fall in dem Raum gespawnt, Leute. Ja, aber die Tür ist gerade aufgegangen von alleine. Warte, vielleicht hat er was angefasst. Moment. Ja, wir haben Fingerabdruck. Ja, wir brauchen Fotos jetzt, ne? Wir brauchen jetzt Fotos. Auf jeden Fall hier drin. Fingerabdruck, ja. Hat er ja. Buch geschrieben? Bist du hier? Ich hole eine Kamera fürs Fotografieren, okay? Du kannst auch durch meine Kamera gucken. Ah ja, das mache ich. Bist du schon im Van? Ich bin im Van, ja. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Geisterbox nicht geht. Er ist tot. Oh no, echt? Er ist tot, ja. Oh scheiße, oh, das ist voll schwer. Wir haben beide nur noch 0% Dings, ne? Wir sollten mal unsere Tabletten nehmen. Oh, guter Punkt. Und wir müssen mal ein paar Kameras. Nimm mal, genau, wir nehmen beide jetzt. Und wir nehmen mal die Kameras mit. So, wie kann ich das hier nochmal hinbatschen? Wie macht man noch das Buch auf? Mit welchem Knopf? Buch ist einfach nur hindroppen mit... Nein, das Buch, das wo man die Sachen einträgt. Ach so, J. J, stimmt, Journal. Fingerabdrücke haben wir, oder? Ja. Okay. Fingerprints. Was ist das hier nochmal? Was ist denn das? Sind ja voll die neuen Geräte, ich check das alles noch gar nicht. Wo ist denn eine Fotokamera?
Hier. Ach, die da, ja. Genau. Ich nehme mal jetzt die mit und ja, dann lass uns nochmal hochgehen. Ich nehme noch das vielleicht hier mit. Vielleicht nehme ich auch einfach mal das neue Gerät hier mit. Ich mache hier so ein Ghost Hunt Ding hier mit. Ein Kreuz wäre auch geil, okay. Eigentlich. Ein Kreuz wäre auch geil. Okay, let's go. Wie geil, ich sehe jetzt auch durch die Kamera schon. Ich sehe jetzt auch durch die Kamera schon, was ich hier aufnehme. Ist schon echt geil geworden, das Update. Oh, da liegt Toda. Hallo. Hallo. Okay. Ich pflanze sie mal hier hin. Wie benutze ich das? Wie benutze ich das? Was meinst du? Ah, Salz. Ich weiß es nicht. Hier. Was ist denn das? Salz ist das. Ah, das ist salzig. Okay. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz raus. Ich hole mir nämlich noch mal kurz dieses Dodge-Dings. Ja, mach mal hier. Hast du diese lila Taschenlampe? Oh, leck mich am Arsch. Gnu, lebst noch? Ja, du auch. Machst du mal an der Kamera die Nachtsicht an? Ja. Wie geht das? Wie geht das? Auf die Tastatur klicken scheinbar. Achso, ich. Moment. Kannst du die Kamera ein bisschen weiter hinten in den Raum reinstellen? Ja. Und dann Richtung Ausgang, ja. Wie platziere ich die nochmal? So. Genau, und dann das Licht ausmachen, damit ich die Orbs sehen kann. Und ich komme jetzt rein mit den Dots. Genau, an der anderen Seite noch das Licht aus. Und die Taschenlampe am Boden müsste auch aus sein. Yes. Also Orbs sehe ich gar keine, ich sehe gar nichts. Oh. Oh doch, ich sehe Orbs. Sehr gut, sehr gut. Ich hab, der hat Fußspuren hinterlassen. Beim. Der hat Fußspuren. Der, und der hat Fußspuren hinterlassen auf dem Salz. Fußspuren auf dem Salz, was heißt ja, das? Ja, sehr gut. Das ist nur so eine Zusatzinfo. Ach so. Aber wir haben Orbs. Ghost Orbs, okay. Das heißt, es könnte ein Benji Hantu sein. Ein Benji, da fehlt uns noch. So. Benji fehlt uns noch die Dots, den Dot-Projektor, den kannst du gerne mal mitnehmen. Den Dot-Projektor, was ist ein Dot-Projektor? Genau, ich zeig dir den gleich, der ist neu. Wir müssen unbedingt Fotos noch von den Fingerabdrücken machen. Ne, die haben noch Fingerabdrücke! Die haben wir nicht eingetragen. Ah doch, haben wir eingetragen, ja, stimmt. Genau, und wir brauchen noch Gefriertemperatur, das ist auf keinen Fall. Ne, Gefriertemperatur ist es nicht. Das heißt, wir müssen dieses Dot-Dings holen, wo ist denn das jetzt? Ja, aber wenn es jetzt nur noch Gefriertemperatur oder Dot ist, dann können wir es doch ausschließen, weil Gefriertemperatur ist es nicht. Ich würde trotzdem mal glubschen, weil manche Geister bringen ja immer später erst die Temperatur. Okay. Also ich habe jetzt das Dot-Dings. Willst du es haben? Als nee, mach, wie's so ist? Mach du mal. mach du mal. Okay, dann gucken wir mal, was die Zusatzaufgaben sind. Wir haben noch das Kruzifix, das heißt, wir nehmen noch ein Kruzifix und eine Kerze mit. Magst du die Kerze machen? Die ist halt gruselig, ne? Weil der pustet der die aus. Oh nee. Komm, du nimmst die Kerze. Komm hier, ich schenk sie dir. Guck mal, die ist sogar angezündet hier auf dem Boden. Oh nein. Komm, let's go, Ungi. Los geht's. Let's go! Yeah! Oh, der handelt, egal wie viel Sanity wir haben, ne? Okay, was macht dieses Ding jetzt? Ich kann es ja nicht mehr anmachen. Gib uns ein Zeichen. Also ich kann mit diesem Gerät nichts machen. Das Ding geht nicht an und nicht aus. Stell dich doch hin. Die will sich hinstellen, die Kerze. An die Wand und durch die Kamera? Ach so, ich kann es an die Wand packen. Ah. Ah. Okay, oh. Oh, stark, stark. Mach dein Kreuz in die Hand. Nimm dein Kreuz in die Hand. Stimmt.
Das packen wir auch hier hin, weil dann sorgen wir dafür, dass er nicht huntet. Was macht das jetzt? Ja, wenn er hier durchläuft, dann werden die Dots unterbrochen. Das ist gut. Ah, okay. Verstehe. Dann packe ich das mal aber auf den Boden. Geht nicht, es geht nur an die Wand. Aber war der hier überhaupt? Ja, ja, hier. Hier, hier, sollen wir noch einen holen? Hier in der Tür sind Fingerabdrücke, könnten wir noch fotografieren, theoretisch. Vielleicht, ja, und ich packe das auch mal eher hier hin. Ich fotografiere die jetzt einfach mal, ohne dass ich die aufdecke. Mal gucken, ob es trotzdem zählt. Okay. Eine durchsichtige Geistergestalt dadurch. Okay. Meine Kerze hat er nicht ausgepustet. Okay. Ich schaue gerade durch die Kamera. Mhm. Alles okay bei dir? Ich hab Angst. Ich sehe dich in der Kamera. Genau, da kannst du jetzt durchgucken, ob da irgendwas durchläuft. Ja. Ich beobachte es. Gruselig. Jetzt Licht ausmachen sollen, ne? Haben wir Licht an überhaupt? Nee. Das ist das einzige Licht, was da strahlt, ist von dem Dot-Projektor. Das ist ja auch ein Licht. Alles andere ist aus. Okay. Ja, ich habe die Kerze hingestellt. Also die Leute meinten, es ist schon was durchgelaufen, aber ich weiß es nicht. Ich habe nicht gesehen, dass da was durchgelaufen ist. Also an die beiden Toten, wir haben jetzt einmal schon die Beweise Geisterorb und Fingerabdrücke. Das ist wahrscheinlich noch dieses Dot-Ding. Oh mein Gott, mein Foto mit Fingerabdrücken hat funktioniert, obwohl da gar keine Fingerabdrücke zu sehen waren auf dem Foto. Sehr gut. Ach, geil. Sehr gut. Und jetzt beobachten, okay. Soll ich jetzt noch ein Dot-Dings hochklatschen? Boah, nee, noch ein Ding. Denkst du, viel hilft viel? Ich weiß nicht. Ich würde es nochmal machen. Denkst du, es ist eine Banshee? Ich glaube, wir haben es tatsächlich schon. Ich würde tatsächlich Banshee eintragen und dann würde ich fahren, damit die anderen beiden auch noch mitdüsen können. Vielleicht geht es ihnen jetzt besser, da wo die sind. Ah, Nachtsicht sollen wir ausmachen. Ah, ach, okay. Das ist das Problem. Muss es dann rot werden oder wie? Ich glaube, es wird dann kurz rot. Aber ich habe es keinmal gesehen. Aber die Dots auf dem Boden kann ich nicht machen. Also ich kann jetzt gerne nochmal reingehen, aber wenn ich sterbe, sind halt meine ganzen Sachen. Ja, dann komm, ich geh rein. Ich würde sagen, wir... Okay, also du musst es auf dem Boden scheinbar platzieren. Wo ist denn noch so ein Dot-Gerät? Okay. Dann lege ich es hin. Wo ist... Also irgendwo war, glaube ich, noch eins. Warte mal. Ich glaube, wir haben es irgendwie weggeschmissen. Ah, hier hinten, doch da. Welches warte, ich schmeiß sie hier hin. Pop. Okay. Los, Omi, mach Mama stolz! Ja, ich mach. Hier, Leute. Wenn es nicht auf den Boden geht, dann an irgendeine Wand, weil ich glaube, Boden geht gar nicht. Es geht nicht. Vielleicht eine Wand daneben oder so, ja. Ja, da. Geht, das ist wie? Auch in der Kamera. Die Kamera mit was? Mit was? Mit was für einem Knopf? Mit F. Ah, es geht auf dem Boden auch. Geht auf dem Boden auch. Ja, okay, sehr nice. Dann die Kamera vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten stellen, damit wir das alles sehen. Nee. Nee. Es hat sich bewegt, es hat sich da was bewegt. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin reingegangen. Danke. Da ist, hat sich was da. Da ist ein Geist durchgelaufen. Hast du es gesehen gerade? Echt? Nein. Scheiße. Oh echt? Mein Gott, da ist ein Geist durchs Bild gelaufen, aber so ganz schnell. Okay, geil, dann haben wir es. Okay, Leute, es ist ein Banshee. Fingerabdrücke, Geisterob und Dot-Projektor. Ja. Let's go. Ja.
Okay, dann. Geil, Ungi, wir haben es geschafft. Da ist wirklich ein Bild geistig durchgelaufen. Krass, dass du es verpasst hast. Hammer. Du hast den heftigsten Moment deines Lebens verpasst. Nein. Ich weiß, jetzt war es nicht so schlimm. Verdammt! Warte, ich muss auch einmal kurz gegen den Tischplatte hauen. Das war so schlecht. Okay, mach. Okay, let's go. Oh, okay, let's go. Let's go. Ich kann auch rülpsen, warte. Yeah, wir haben richtig gehabt. Sehr gut. Yes, sehr schön. Ja, er ist oben nochmal richtig durchgebottet. Durch die Dots. Der ist richtig schnell weggerannt. Ich bin relativ schnell gestorben. Ich habe den Geist nämlich, glaube ich, noch angeguckt. Das war ein bisschen dumm. So viel verloren, ey. Wo ich noch meinte. Jetzt noch mal eine kleinere meinte noch Map. So irgendwie so, ich stelle mich mal in die Ecke und guck mal durch. Genau in der Sekunde beginnt der Hand. Und ich habe sofort die Hände vorm Gesicht. Ja. Das ging richtig schnell. Okay. Also, ich fand eigentlich, die Runde war eigentlich ganz gut für unsere Größe, oder? So von der. Ja, ich habe jetzt nochmal eine kleinere Map genommen. Okay. Und würde sagen, alle ready und dann drücke ich Start. Yes, yes. Ich bin bereit. Si, claro. Let's go. Si, si, ja, si, si, señor. Oh, muy bien. It's me, so. Mario. Wahoo. Wollt ihr alle in mir spawnen? That's what she said. Nice. Aber die ganzen Items sind nicht da. Oh oh, wir sind ohne Items hier. Kommt gleich, wenn der Papo kommt. Nein. Du hast noch 99%. Ah, ist wieder 100. 98. Oh oh. Jennifer Brown. Jennifer Brown. Bist du Brown, kriegst du Frown. Okay, okay. Ich nehme EMF mit. Okay, Heizung. Ja, ich habe Buch. Und ich nehme wieder UV mit. Ich habe Dot und Geisterbox. KK Box. Und wir müssen Heizung anmachen. Ich finde es so cool, dass wir jetzt auch schnell laufen können. Weil so ist es halt, es ist schon ganz cool, aber es könnte deutlich gruseliger sein. Was denn? Ja. Was könnte gruseliger sein? Das Game. Was könnte denn noch gruseliger sein? Ja, stell dir mal vor, du kriegst dieses Grudge-Geräusch, dieses und dann guckst du so nach links mit dem Kopf und dann ist das Gesicht so ganz nah an dir dran und huscht dann so nach hinten weg oder ja, so. Ja, das ist ja aber echt crazy. Solche Dinge. Aber dann würde ich weinen. Okay, jetzt. Ich würde einfach weinen. Dann bist du hier. Okay, habt ihr irgendwie EMF oder sowas dabei? Ja, hab ich. Ich hab EMF auch dabei. Okay. Wie heißt sie? Nice. Brown, oder? Jennifer. Jennifer Brown? Jennifer Brown. Jennifer! Meine Karriere wegen Jennifer mir Brown, backup. Gib uns ein Zeichen. Jennifer Brown. Wir haben nur ein Temperaturmessgerät, oder was? Oder haben wir zwei Temperaturmessgeräte? Jennifer Brown, wo bist du? Gute Frage. Brown, bist du hier? Gib uns ein Zeichen, bist du? Ich denke, sie ist im Kinderzimmer. Mach den PC jetzt an. Thomas Wilson? Im Schrank verstecken soll nichts mehr bringen. Jennifer Brown. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Warum ist dieser Bär so eine coole Cappy? Sollen wir gehen? Gibt's eigentlich in jedem Spiel immer einen Ouija-Board? Bist du hier? Oh, oh, oh. Hier. Ich hab gib uns ein Zeichen. Oh ja, EMF Flur. 2. Oder nee, hier im Zimmer, Entschuldigung. Ja, ne? Oder im Flur. Okay. Nee, hier im Zimmer. Hier? Okay. Ich leg's auf die Babywiege. Buch so. Ist positioniert. Okay. Okay. Ich geh mal checken. Wir haben jetzt nicht geguckt, ob sie auf Gruppen reagiert oder nur auf einzelne. Genau, ich versuche mal allein mit ihr zu reden. Ich glaube, das schreiben sie nicht mehr rein. Okay. Ja, mach mal. Bist du hier? Sollen wir gehen? Gib uns ein Zeichen. Ich bin der Spanner, der aus dem Schrank rauskommt mit der. Oh! Die macht so. Ja, das ist ein ganz unangenehmer Typ. Okay, unangenehm? Also, sie antwortet nicht? Was? Sie antwortet nicht. Okay, es steht nicht drin, ob sie alleine. Jennifer Brown.
Nee, das, ich glaube, das schreiben sie nicht mehr dazu. Okay. Ich stelle hier mal so eine Kamera auf, ne? Gnu? Jennifer Braun. Die Box klingt auch jetzt anders. Jennifer. Jennifer Braun. Schöne schreiben Sie bitte etwas ins Buch. Bitte schreiben Sie ins Buch. Jennifer Braun, wo bist du? Okay. Ich habe die Kamera aufgestellt. Ich gehe nochmal checken. So, ich stelle mal hier die Kamera auf. Also eine Kamera steht schon im Zimmer. Ich stelle mich kurz ins Wohnzimmer. Mach mal. Journal Game Changer, the main goals of Jefferson and Hint Income. Schreib in das Buch. Ich würde so gerne eine Tasse mitnehmen. Oh ja. Ich rede aber auch immer mit dem Geist, als ob er irgendwie schwer vom Begriff ist. Ist ja auch. Gibt's Orbs nur bei Nachtsicht oder bei normaler Sicht? Orbs? Okay. Ich lege hier eine Tasse hin. Ich bringe alles in das Zimmer jetzt rein. Ja, ich komm nicht mal raus. Ich werfe jetzt so viele Sachen da rein, bis sie wütend wird. Jennifer! Frau Braun? Ich hab schon einen Gast. Ah, okay, gut. Frau Braun? Schreibe das Buch! Frau Braun? Schreibe das Buch! Frau Braun. Frau Braun. Frau Braun. Frau Braun. Frau Braun, schreiben Sie das Buch. Das ist schrecklich. Ich glaube, er hat gerade Licht in der Küche angemacht. Oder ja, es flackert ein bisschen. Ja. Schmeißt ihr da gerade irgendwelche Foto? Irgendwelche. Oh, hier hinten. Anderer Raum. Hier hinten. Anderer Raum? Ja. Willst du jetzt sagen, ich habe alle meine umsonst, die ganzen Items umsonst in diesen Raum geschmissen? Ja. Bei. Nee, aber durch die Wand vielleicht EMF auch. Maybe. Ich schmeiß alles ins Kinderbett. Die ganzen Schuhe. Ich schmeiß mal das EMF-Gerät hier so hin. Oh, EMF5. Hier EMF5. Wo? Wenn ihr den Flur nach rechts weiter geht, hier, bei diesem Raum hier. Ach, oh Scheiße, nein, wir sind im falschen Raum. Oh no. Oh nein. Aber EMF5 schon mal gut. Können wir schon mal eintragen, EMF5. Hol das Buch. Ah, okay. Oh no. Ich hab das Buch. Was? Ich hab ein bisschen Salz hingelegt. Ich hol mal die Kamera. Schreib mir das Buch. Buch. Eva? Ist er woanders? Achso, nicht, ist nicht Eva Braun. Raum nebenan. Ah. So geil, ey. Mann. Was kann ich hier voll machen mit? Ach, das Bett. Schmeiß mir alle Schuhe aufs Bett, dann wird die sauer. Okay, wir haben schon Buch. Okay, ich hol Sachen fürs Bett. Okay. Sachen klauen. Ich hab eine Kamera aufgestellt. Aber ist sie im Flur? Weil sie schmeißt ja auch hier die ganze Zeit Sachen runter. Und hier liegen ja auch tausend Sachen. Ich nehme an, sie ist einfach vorne in dem Bereich. Ich bin ein Poltergeist. Warte mal, wir haben einen Fingerabdruck, Leute. Wo? Wir haben einen Fingerabdruck. Wo? Hä, mach mal. Ich seh's nicht. Hier, auf dem Lichtschalter. Hä? Ich seh den aber nicht. Mach nochmal. Mach mal höher. Leuchte drauf. Ja, nee, bei mir seh's nicht. Leuchte mal ein bisschen höher. Ein kleines Stückchen. Und ein bisschen mehr zum Lichtschalter links, ne? Ja. Ist egal. Ich mach einfach ein Foto. So. Ist jetzt keine Orbs, aber wir haben auf jeden Fall schon mal EMF5 alle eintragen, ne? Also ich sehe hier einen links. Also die Leute sagen, der Raum wechselt, der Geist wechselt jetzt auch die Räume. Das wäre halt bitter. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal EMF5 und Fingerprints. Das ist gut. Er ist halt nicht sesshaft, ne? Es kann jetzt nur ein Djinn oder ein Goroyo oder ein Milling sein. Es kann ein Djinn, Goryeo oder Mühling sein. Der Geist ist durchgelaufen, ich hab's gesehen. Ja, da haben wir haben alle Hinweise. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Bommasche aus dem Buchen, raucht ruhig auf den Tisch. Nee, der ist durch das Gerät gelaufen. Okay. Ja, ich hab ihn da auf jeden Fall gesehen. Unge kann mal Mittel nehmen, ne? Ein paar Tabletten schmeißen. Was haben wir jetzt alles? Dort Fingerabdrücke. Wir haben alles. Ein Goryeo. Ja, wir haben alles. Ich habe scheinbar doch keinen Dot, aber ich dachte, ich habe ihn gesehen. Dot muss. Hä? Doch nicht. Also scheinbar doch kein Dot. Ich war mir sicher, ich habe was gesehen. Meine Community meint nein. Toll, du hast uns einfach nur an der Nase herumgeführt. Das stimmt. Dann guck ich mal schnell, was es sein kann. Also, warte mal. Also, scheinbar kann man die Dots nur durch die Kamera sehen.
Nee. Nee, 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 wir haben ihn vorhin auch rennen sehen. Ja, ja, aber bei Goryeo, also bei diesem Geist, der Goryeo, da siehst du die Dots nur durch die Kamera. Okay, also Jin bräuchten wir eine Gefriertemperatur. Bei ja, den anderen brauchen wir Geisterbuch, beim Mühling. Genau, da bräuchten wir die Dots. Lass mal die Stärken von dem Gyros durchlesen. Get a ghost to blow out a candle. Na komm, dann bin ich eine Kerze. Ein Gyros zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Das ist ja wie ein YouTuber. Hä, hey, das stimmt gar nicht. Er ist doch dann da. Hey. Boah, Alter, oh, da war doch gerade was. Ja, aber das war Teddy. Ach so, oh Mann. Ich geh jetzt mit der Kerze, Ich geh mit der Kerze rein, weil der muss die ausblasen. Das ist eine Aufgabe. Teddy, warst du gerade im Raum drin? Blas die Kerze aus. Und Geisterbuch muss man genau reinleuchten, das ist anscheinend eher unauffälliger. Simon, du musst mit F, musst es hinstellen, mit F. Schreib ins Buch. Sehr gut. Ich will es aufs Bett stellen, das ist Brandgefahr. Erscheine. Ich will sie irgendwann an eine coole Stelle stellen. Super. Hier auf diesen Knauf vom Bett. Erscheine. Oh, Brandstiftung. Die wackelt dann. Wo bist du? Oh ja. Sie. Eigentlich gefällt mir wo das. Wo bist du? Hier. Oh mein Gott, er hat hier gesagt. Er hat. Könnt ihr nochmal in das Buch reinleuchten, weil es scheinbar auch sehr. Ja, er hat hier gesagt. Ist, wenn die das reinschreiben. Er hat hier gesagt. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht hier raus sollten. Geisterbox. Sollen wir gehen? Haben wir Geisterbox? Sollen wir gehen? Doch, er hat gesagt yes, Hat er ins Buch geschrieben wenigstens? Also wir haben gerade. Wir müssen. Jennifer alles Brown. Geisterbox. Nee, Jennifer Brown. Wir haben ja gar keine Geisterbox da. Aber es kann nicht sein, weil dann gibt's keinen Geistertyp. Also hat er wirklich gesprochen? Er hat 100% gesprochen. Er hat gesagt. Eine Info ist falsch, die wir haben. Dann sind Fingerabdrücke wahrscheinlich falsch. Die hat nämlich. Hat nur Teddy gesehen, glaube ich, Fingerabdrücke. Teddy, guck nochmal genau sollen nach. Sollen wir gehen? Nee, Fingerabdruck ist ganz safe. Dann zeig uns das nochmal. Gib uns mal die es Kamera. Es ist ganz safe. Gib mir mal die Kamera, dann sehe ich sie auch. Gib mir mal die Kamera. Guck hier hin. Ja, bei mir sehe ich sie nicht. Schau ins Buch. Schau ins Gib uns ein Zeichen. Wenn du ins Buch schaust, Fingerabdrücke wurde abgehakt. Gib uns ein Zeichen. Ah, du hast recht. Fingerabdrücke wurde abgehakt, ja. Bist du hier? Ganz safe. Nicht die Box. Nicht. Okay. Nicht, es ist nicht Box, nein. Okay. Es ist nicht Box, weil wir haben die zwei richtig. Okay. Was ist es dann? Ey. Wo ist er denn jetzt? Ja, wer hat geantwortet? Ich weiß es nicht. Er ist ja noch nicht aufgetaucht. Bist du hier? Er hat die Kerze ausgeblasen. Wie sollen wir gehen? Ja, das ist gut. Okay, die Aufgabe ist schon mal erledigt. Cleanse the area near the ghost with smudge sticks. Okay, smudge sticks, lecker. Habt ihr mal in die Bücher genau geschaut? Hast du mal die Menge an Spielzeug gesehen? Was meinst du? Hast du mal die Menge an Spielzeug gesehen? Oh ja, räucher ihn. Scheiße. Hat noch jemand Räucherstäbchen? Nee. Oh, ich habe außerdem eins angezündet im Truck. Buch. Hat nur ein Räucherstäbchen dabei oder hat jemand von euch Räucherstäbchen? Buch. Ich glaube, wir haben noch, aber es ist Buch. Es ist ein Meiling. Meiling Cyrus. Es ist ein Meiling Cyrus, wir haben's. Ja, aber ich wollte noch. Wir haben ihn noch nicht Wir haben noch nicht die Aufgaben erledigt und zwar. Die Area Cleansen. Aber ich habe ein Räucherstäbchen verbraucht, leider. Das liegt da oben, das verbrauchte. Nee, oh, ach so, ja. Das verkohlt. Dann haben wir keins mehr. Warum redest du eigentlich über Funk? Weil ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Wir haben leider keins mehr. Ja, dann?
Lass uns los. Paramek haben wir leider nicht dabei. Wir müssen Paramek holen. Da hätten wir jetzt voll die coolen Sachen noch gesehen wegen dem Geist. Schade. Scheiße. Wir brauchen noch mehr Räucherstäbchen, wenn nur einer okay, daneben dann, geht. Okay, dann ja. Räucherstäbchen und ich mache noch ein Foto. Von was? Räucherstäbchen haben wir nicht mehr. Scheiße. Räucherstäbchen haben wir nicht mehr. Na dann kommt mit, wir müssen noch ein Foto machen. Ameno, ameno, latire, latireto, ameno. Warte mal, ihr habt gesagt, er hat das Buch geschrieben. Erscheine. Ihr habt gesagt, er hat das Buch geschrieben. Ich sehe kein Buch. Ja. Ah, doch da. Hier? Ja, hat er. Ja, ihr habt recht. Jennifer Brown, erscheine. Erscheine in neuem Licht, Jennifer. Erscheine! Jennifer Brown. Das Ding ist, sie hat ja reingeschrieben, dass sie hat Schmerzen. Sie will eigentlich nur erlöst werden, ne? Also ich glaube, Jennifer Brown, gib uns ein Zeichen. Jennifer Brown, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Die wird es, glaube ich, nicht machen. Sie will einfach nur. Sie will einfach nur was sagen. Können wir kurz mal ein paar Wörter sagen? Also, Jennifer Brown, es tut uns leid. Jennifer Brown. Alter, komplett verändert. Oh, Jennifer Brown. Jennifer Brown, nicht ins Ohr schreien. Jennifer Brown, ja komm. Einer muss sich. Oh, sie geht ab. Sie will es richtig wissen, Alter, Jennifer Brown. Jetzt wird sie richtig grumpy. Jennifer Brown. Ein schönes Foto machen. Jennifer Brown. Schnell auf, sie kommt mit zum Van! Sie ist hinter mir! Wow, ich habe wirklich gerade gedacht, es ist halt wirklich der Geist. Ja, schade. Okay. Ja, dann fahren wir jetzt, ne? Okay. Let's go. Ja, oh, der Geist ist hier mit drin! Oh nein, der Geist ist mit drin. Ja, wow! Oh Mann, ey. Es war Miling Cyrus. Aber es war wirklich ein Miling. Es war wirklich ein Miling. So der einzige Miling war das. Schwede, ey. Komm nochmal. Aber ich hab nicht verstanden. Das andere auch mit. Ja, aber ich hab nicht verstanden, warum die Geisterbox nicht funktioniert hat. Weil wir, die hat mit uns geredet. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Wie war dieses Parabol, sollen wir mitnehmen? Damit hätten wir jetzt viel Spaß gehabt. Ich kauf das jetzt mal zweimal. Ich und kauf auch nochmal Räucherstäbchen, ja? Okay, müsste jetzt alles drin sein. Wenn ich sterbe, ist alles weg. Cool. Let's go. Dann stirb bitte nicht, okay? Ja, I try. Ja, mach einfach nicht, okay? I try to do my best. I'm gonna try very best. Your best, but you don't. But you don't succeed. Okay, jetzt noch eine Runde noch jetzt, ne? Okay, wenn der Teddy ready drücken muss und es einfach nicht tut. Nein. Oh, Stativ ist drin. Stativ? Oh, scheiße, wir haben Stativ nicht drin. Ja, ich hab's ja gerade noch gekauft, aber dann wurde ich ja gezwungen, sofort reinzukommen. Guck. Also, der Träger des Paramix kann jetzt Schritte hören wie früher und man hört die paranormalen Sounds. Finde ich geil. Okay, nehmen wir alle eins. Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Wir sind bei Daniel Martini. So, da warst du nur der. Erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustandswert von unter 25%. Kann man das auch mit dem IQ machen? Dann habe ich ja schon verloren. Dann müssen wir jetzt machen. Cool Headphones. So, ich nehme jetzt einfach mal das Para mit. Para nehme ich mit. Ja, warte mal, dann nehme ich das Ding jetzt hier noch nicht mit. Dann nehme ich jetzt erstmal noch hier so einen Sensor mit. Okay. Ja. Besser ist es. Ich mache unten mal die Heizung an. Bitte, ja. And always look on the bright side of life.
alles an. Always on the bist du hier? Side of life. Gib uns ein Zeichen. Es ist gruselig, mit sowas rumzulatschen, wo man keine Ahnung hat. Nice. Okay. Okay. Jo, irgendwie hat mein Stream sich gerade verabschiedet. Oh, oh. Bist du hier? Dann verabschiede ich mich auch kurz. Bist du hier? Ich rede vom Stream von dir. Ist dein Stream hier? Hallo. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Teddy Stream. Schreibt alle Pockers in den Chat. Bist du hier? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Hey, Wasser geht an oben. Wasser ist oben angegangen, oder? Oh, ja, dann schnell hoch. Galileo, wow. Galileo. Einfach Stream gerade abgeraucht. Oh, oh. Aber es hat einfach... Ey, ich muss warten, wieder online, ne? Auf. Bist du hier? Vielleicht war's. Ich bin wieder da. Holy shit, der antwortet jetzt richtig widerlich über die Geisterbox. Sag ich doch. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oder? Ja. Okay, ja. Gib uns ein Zeichen. Hat sich einfach das Stream gedacht, no fuck you, Digga. Einfach ciao. Gib uns ein Zeichen. Hat einfach zugemacht. Vielleicht war es ein Zeichen, dass dein Stream abgestürzt ist. Holy shit, der Junge, mach das mal hier. Ja, mach ich mal. Hier, dann nimm du mal das Temperaturgerät. Ja. Oh, widerlich, ja. Okay, wir haben Geister. Ich sag doch, der klingt anders. Der klingt voll geil. Where are you? Where are you? Oh, hier, sagt er. Widerlich, ne? Give me a sign. Give me a sign. Frag ihn irgendwas anderes. How old are you? Was? Seven? How old are you? How old are you? Er hat gesagt seven oder so. How old are you? Das ist eine Kinderleiche. Vielleicht darf ich nicht sagen. Das ist eine Kinderleiche. How old are you? How old are you? Seven. Er sagt immer seven. Er sagt immer seven. Er ist sieben. Das ist ein siebenjähriges Kind. Dann ist er nicht so schlimm. Ja, aber Kindergeister sind die schlimmsten. Ab ins Klo damit. Ja, stimmt. Ja, die wollen nämlich spielen. Willst du mit den Bauklötzen spielen? Was soll ich fragen? Was soll ich fragen? Ob er Hunger hat. Are you hungry? Bist du Ungarin? 3 Grad hier? Hä, hier irgendwie 3 Grad? Also Geisterbox haben wir hier. Are you here? Are you here? Are you here? Where are you? Sprich mit mir! Ist deine Data gefährlich? Sprich mit mir! Ist deine Data gefährlich? Wieder in den Schrank gehst! Ich muss mit dem Geist sprechen, Ruhe! Okay. Bist du hier im Schrank? Bist du hier im Schrank? Hä, ich dachte, du musst ihn auf Englisch fragen. Ja, aber ich frage ihn auf Deutsch für Verwirrung. Vielleicht, achso, sag mal die Ausländer. Ja. Are you here? Where are you? Was? Was hat er gesagt? Was? 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 Sprich mit mir! Oh, oh, er ist da! Oh, 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 Leute, lauft! Oh Gott! Ich bin hier im Schrank, du kleiner Hund! Na komm doch! Okay. Nein, jetzt hat sie alles verloren. Das ist super creepy, ey. Ist er denn jetzt hier drin, oder was? Ja, ich glaube. Ich hole mal alles, was noch genug hatte. Scheiße, genug. Das ist creepy. Jetzt hat nur alles verloren. Wo ist denn das? Wo ist denn ihre Leiche? Ja. Hier unten auf dem Klo. Ach so. Wie höre ich ihn? Natürlich. So hört man ihn jetzt, oder was? Geist, kannst du mich hören? Ich nehme mir so ein Bild von ihm mit.
Obwohl, Mikrofon, pass mal auf. Jetzt stelle ich mich hier hin, damit ich immer an den Geist denken kann, wenn ich traurig und alleine bin. Ja, so ist schön. Was haben wir nochmal? Oh, wir sind schon unter 25? Oh Gott. Das denke ich mir erstmal eine Packung. Oh, hab ich noch eine zweite. Zack. Was müssen wir jetzt noch herausfinden? Brauchen. Habt ihr die Kamera aufgestellt? Nee. Eine habe ich aufgestellt. Eine hast du aufgestellt? Okay. Nee, die ist nicht an. Er huntet. Er huntet euch, Jungs! Er hat irgendwie erwischt. Scheiße, hat Papo erwischt. Mach die Tür auf. Wo liegt Gnu? Gnu ist tot, wir sind nur noch zu zweit. Ja, wo liegt Gnu? Wenn ich ein Foto von ihr mache, kriegt sie von der Versicherung Geld zurück. Oder? Okay, super. Gnu ist auf dem Klo unten. Unten auf dem Klo. Ja, da ist natürlich klar, dass sie da gestorben ist. Sprich mit mir. Ach, da liegt sie ja. Hallo. Sprich mit mir. Einfach noch hier kurz vorm großen Geschäft. Ende. Du musst dir dringend Pillen reinziehen. Zieh dir Pillen rein. Geh raus und zieh dir Pillen rein. Ja. Sprich mit mir. Ja, nimm du mal das Ding hier. Haben wir denn irgendeinen Beweis schon? Nee. Haben wir irgendeinen Beweis? Nee, wir haben gar nichts. Hörst du mich? Ja. Ah, okay. Haben wir irgendeinen Beweis schon? Nee, wir haben gar keinen, glaube ich. Das Buch ist nicht beschrieben. Es gibt kein Dings. Also außer Spiritbox. Ja, haben wir. Ah. Die hatte bei Gnu funktioniert, oder? Ja. Okay. Hast du zwei Packungen reingezogen? Nee, eine. Ja, aber du kannst dir ruhig zwei reinziehen. Ja, okay. Schreib ins Buch. Soll ich noch einen zweiten holen? Wir haben zwei davon. Ich weiß nicht, ob die Kamera hier gut liegt. Oh, okay. Das war einer von euch. Ich weiß nicht, wo ich die Kamera am besten hinplatziere. Da? Doch, da ist eigentlich okay. Ja, ich gehe noch mal kurz gucken nach Orbs. Ja. Oh, Telefon klingelt. Oh, klingelt ein Telefon. In der Schublade? Keine Ahnung, ich hab's nur vibrieren gehört. Ja. Ich sehe es nicht. Nimm die Taste mit. Ich bin jetzt im Van. Jo, ich komm auch mal raus. Okay, pass mal auf. Komm, gib uns Orbs. Irgendwas. Wir werden mit Tassen beworfen. Wer macht sowas? Ich weiß es nicht, irgendjemand völlig krankes. Oh mein Gott. Auch dass das Bild jetzt so vibriert ist. Das ist wegen Nachtmodus. Nee, jetzt, das ist jetzt normaler Modus. Ja, das ist normaler Modus. Und wenn es Nachtmodus ist, vibriert es. Das. Guck, ja, jetzt vibriert es nicht mehr, oder? Ja, stimmt. Okay. Spiritbox, was könnte es denn noch sein? Noch viel. Es könnte halt irgendwie noch alles sein, ne? Was für Fotos hat denn funktioniert? Dead Body. Ich hab zwei tote Körper wenigstens fotografiert. Sehr gut. Hast du die Fotos gesehen, wie ich sie fotografiert habe? Nee, warte. Ich habe gute Fotos gemacht. Arme Gnu. Ich geh mal mit UV-Licht. Da ist jemand durchgelaufen! Oh, ja! Da war er! Sehr gut, sehr gut. Also. Sehr stark. Dots Projector. Spiritbox Dots Projector. Das heißt, es kann nur noch Gespenst, Phantom oder Yokai sein. Ja, lass mal kurz nachlesen. Wrath, Gespenst. Phantom und Yokai. Also ein Gespenst ist ein Wrath? Wahrscheinlich. Wrath, Phantom und Yokai, ja.
Warte mal, aber da brauchen wir noch EMF-5. Das kam gar nicht, obwohl ich EMF die ganze Zeit liegen habe. Phantom, was könnte bei Phantom sein? Warte. Also Gespenst, Phantom, Yokai, warte. Gespenst. Phantom ist Fingerabdrücke, die checke ich jetzt. Ja, und Ghost Orb. Und was war das letzte? Ghost Orb wäre beim Yokai. Ghost Orb wäre da. Yokai. Okay, dann schau du noch nach den Orbs und ich gehe nochmal. Die Orbs sehe ich ja hier überhaupt gar nicht. Nee, dann guck durch meine Kamera. Ich gehe hoch, guck nach UV, nach Fingerabdrücken und du schaust nochmal nach Orbs. Ja, okay. Okay. Guck mal nach Fingerabdrücken. Dann nimm noch eine Pille. Nimm noch eine Pille. Okay. Ich wollte spannend machen. Wird auch so. Mach den grünen Projektor gleich aus, wenn du im Raum bist, okay? Okay. Mach den grünen Projektor aus. Siehst du irgendwelche Fingerabdrücke? Bis jetzt noch nicht. Nee. Oh. Was machst du? EMF 5, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben's. Sollen wir noch ausräuchern? Lass noch Smudge Sticks reinmachen. Smudge Sticks ist nur, wenn er jemanden chased. Das ist scheiße. Get the ghost, blow out the candle. Das können wir noch machen. Ja, das kriegen wir noch hin. Da komm, ich nehme mal die Smudge Sticks noch mit. Ich nehme auch die Smudge Sticks noch mit. Okay, ich mach die Kerze. Und ich nehme die Smudge Sticks. Ach, scheiße. Scheiß auf, Digga. Okay, los, wenn der jemand chase. Hast du Feuerzeug bei? Ja. Du auch? Okay. Okay. Sobald der chase, mache ich Räucher. Räucher-Action. Okay. Und ich hoffe, dass er einfach auspustet. Ja, du kannst die Kerze hier irgendwo hinstellen. Auf den Tisch hier zum Beispiel. Okay. Alles klar. Ich geh in den Schrank. Ich geh in den Schrank. Ey, sie ist ausgegangen, Kerze. Kerze ist direkt aus. Oh. Aber er handelt noch nicht. Scheiße, ich hab zu früh angemacht. Wir müssen raus. Ja. Handeln tut er noch nicht. Du Ratte! Ja, mit den Sticks muss ich nochmal. Während er jagt. Nehmen wir beide nochmal Sticks mit? Ja, komm. Okay. Aber alles andere haben wir geschafft. Ich komm zuerst rein. Ja, hier ist Stimmung. Hier ist Stimmung auf 3. 5! 5, oh, er ist aggressiv. Erscheine! Jennifer Lawrence! Ich bleib die ganze Zeit auf dem Chat. Erscheine! Wo bist du? Mein Sonnenlicht. Erscheine! Ich suche dich. Wo bist du, mein Sonnenschein? Ey, der kommt nicht, ne? Nee, er kommt nicht. Das ist so geil. Was ist einfach mit Papus Arm passiert? Papu. Guck mal, die Arme sehen so super dünn aus. Die sehen aus wie Hufe. Guck mal, man sieht hier sein. Die sehen aus wie so Hufe. Das sieht aus, als wären die bis zum Knochen zusammengedrückt worden. So. Wenn du Obst dürrst, so ein Dörrobst ist so zusammengezogen. Die komplette Flüssigkeit wurde rausgesaugt aus seinem Arm. Oh. Wie heißt der Geist? Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence. Jennifer. Ja, glaube, J-Lo. Jennifer Lawrence. J-Lo, bist du da? J-Lo, erscheine. Komm, jag uns. Ey, wir hätten die Sanity-Pill. Ich hätte die Sanity-Pill nicht dehnen dürfen. Jetzt hat er keinen Bock mehr auf uns. Oh Gott, du musst dir seinen Hals angucken, hier drunter. Oh, schön. Aber wo war das Handy, was vibriert hat? Keine Ahnung.
Oh, er huntet! Jetzt. Let's go. Wie du rausgegangen bist, so. Weißt du? Ey, weißt du was? Alles todesentspannt. Ich hab mich in den Schrank versteckt. Das hat nicht gezählt, ne? Das hat nicht gezählt? So dumm, nee, wir haben beide Dinge angemacht. Also, das ist schlecht. Okay, ja, scheiß drauf. Weißt du was? Ich hab. Toten. Wir haben ein Gespenst. MF5, Dots und Geisterbox. Ein Gespenst. Ich habe mich im Schrank versteckt und er hat immer wieder dreimal die Türen aufgemacht. Ich hab immer wieder zugezogen. Er hat die Türen einfach wieder aufgemacht. Immer wieder zugemacht. Bist du hier? Nein. Dass das nicht zählt, obwohl wir es angemacht haben, als er gehandelt hat, das ist so frech. Ja, lächerlich. Ich bin sogar einmal in den Raum noch reingelaufen. Ja, ich habe so angemacht und geräuchert. Wir haben überlebt. Wir sind einfach zu krank. Wir sind einfach zu heftig. Alle haben gedacht, wir sterben. Let's go. 120. Alles ist weg. Alles ist weg. Echt? Gibt's nicht so eine Versicherung? 20. Ist nicht so, man, alles verloren. Ist nicht so, wenn man Leiche fotografiert, dass Versicherung irgendwie was macht? Nur 20, aber. Von der Versicherung. Naja. Na ja. Die Geisterversicherung. Schrecklich. Aber nice. Gut. Er schwebt immer Boden, er ist ein Geist. Alter. Also, ich glaube, Phasmo passt, oder? Ja, war sehr lustig. Cool. War sehr lustig. Ab in Discord. Ab in Discord. Sie, klar, Sarah. Hallo. Hallo. Es war lustig, war beides lustig. Bigfoot auch. Ja, sehr viel Bigfoot Spaß. Hat auch mega Bock gemacht. Das ist schon nice. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich werde jetzt noch ein paar gediegene Runden Dead by Daylight daddeln. Ba-da-da-da-da. Ich glaube, ich... 6 raus. Ja, 6.30 Uhr geht's weiter. Ich kenne deinen Tag. Warum 6.30 Uhr? Was hast du morgen vor? Viel. Ich muss voll viel vorproduzieren, weil ich Donnerstag, Freitag wieder unterwegs bin auf Events. Oha. Da Gnu, sei mal nicht so busy. Sorry. Du Business Lady. Well, sorry. Okay. Gar nicht. Also, dann vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht. Gerne. Ja. Ich würde auch sagen, wir nötigen Unge jetzt einfach öfter mit uns zu spielen. Ja, gerne. Also wenn ihr nochmal Bigfoot spielt, bin ich auch am Start wieder. Ja, also, machen wir auf jeden Fall. Weil ich wäre gerne auch mal Bigfoot. So chunky, okay. So ja, clunky Bigfoot. Der dann ja, einer muss, also jeder muss einmal den Bigfoot gespielt haben. Ja, damit dann machen wir das. Sehr nice. Dann einen wunderschönen Abend und oder Nacht. Genug, schlaf gut. Ja, auch. Genuchel, bye bye. Tschüss. Gute Nacht euch, hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss, bis später. So, tschüss. Ciao, ciao, ciao. Okay, war sehr cool. Leute, ich habe in 9 Minuten Geburtstag und deswegen gehe ich jetzt offline, damit ihr mir nicht zum Geburtstag gratulieren könnt. So ein Ding ist das. Leute, ich hoffe, das Stream hat euch gefallen. Falls ja, drückt ein Däumchen nach oben. Ich fand es sehr lustig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Um 20 Uhr bei Umgeklickt und um 21 Uhr gibt es Among Us mit der Dienstags-Donnerstags-Crew. Ja, dann... Bin jedes Mal fasziniert von diesem Wallpaper. Das ist echt süß, das Wallpaper, oder? So. Komm, noch 9 Minuten. Nee, Leute, nee. Mein Geburtstag, ihr wisst Bescheid, der ist undercover. So. Wir sehen uns ja morgen. Ihr könnt mir gerne morgen gratulieren beim Stream, aber
heute werde ich meinen Geburtstag ganz alleine verbringen. Ich werde 19. Tschüss, Leute. Tschüss. Küsse. Ich küsse eure Augen. Ciao. Gute Nacht. Gerne, können gerne öfter wieder Horrorspiele spielen. Ich wollte August nur Gaming, so ein bisschen Gaming-Pause machen. Im September geht's wieder richtig los. Da wird es auch mehr geben. Ich überlege sogar mit GTRP vielleicht anzufangen, weil gerade alle mich danach fragen und so. Von den Streamer-Kollegen, ja, mach doch mit. Vielleicht, ja. Auf jeden Fall so Horrorspiele und so kann man auch zwischendurch immer cool machen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis später. Tschüss, Leute, tschüss. Ciao.